We'll be right back.
Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, zum nunmehr 19. Plankenschnack mit folgenden Gesichtern und Stimmen. So haben wir unten rechts Meister Propper, hallo? Was? Wer ist unten rechts? Ich weiß nicht, wer ist. Na, wer ist der wie Meister Propper? Meister Propper mit der edelsten Salzmischung auf wohl ganz Twitch. Salissa, die Tanzende und Slapstick der Mecklemore. Mehr fällt mir nicht ein. Hallo. Schönen guten Abend. Na? Wie das ja bei uns so gang und gäbe ist, Stay, würdest du dich bitte vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du hier? Was willst du überhaupt und warum und wo eigentlich? Gehst du hin? Ich komme aus den unendlichen Salzlanden. Mein Name ist Stay. Ich bin ehemaliger Salzfarmer und dann habe ich das Internet entdeckt. Und jetzt, nach unendlichen Jahren, treibend durch die Wüsten dieser Salzfabrik, dieses Salzbereiches, bin ich auf ein Schiff gestoßen und wir machen jetzt hier irgendwie Talken. Du musst aber dazu sagen, dass die Bumsboje, so heißt ja das Schiff, auf dem wir hier verkehren, schon seit Jahren in diesem verschollenen Salzmeer liegt. Ja, ja, das ist auch... Das ist dieses kleine gallische Boot, was sich unabhängig von den Einflüssen der äußeren Salzwüste behauptet. Ihr seid Asterix und Obelix von Twitch. Das also, sozusagen. Könnte man fast sagen, aber ich finde den Asterix immer nicht, weil Obelix hat sich die letzten Jahre durchgesetzt, so eine Verschiebung. Ja, ich mach nochmal ganz kurz, also 28 Jahre alt, Twitch, krass, abgehoben, jetzt hier. Total abgehoben. Deswegen glaube ich, mögen die Leute dich immer nicht, wegen solchen Aussagen, weißt du? Du hättest jetzt alle Zeit der Welt gehabt und du haust es wieder kurz und knapp raus. Ja, gut. Naja, ich muss mich ja nicht beliebt machen. Das ist nicht mehr nötig. Ach so, ja, dann ist ja gut. Wie war die Woche so? Sali, Slabby, Stay, was habt ihr so getrieben? Oder, na, obwohl, Slabby und Sali können erstmal Hallo sagen, wie wär's denn? Eine Hi. Wow. Hey, die Dame hat Vortritt. Hallo? Selbst, ja, selbst also Slabby, dann mach mal. Selbst in Polen klauen sie den Rang vor der Frau, weißt du? Ja. Furchtbar. Geht das schon wieder los? Du hast vorhin selber so einen Polenwitz gerissen, okay? Was, hab ich? Ja. Dass deine Polenmelone nicht in die Mütze passt. Ach so, ja gut. Ja, da muss ich auf Twitter gewesen sein, das habe ich nicht gehört. Ja. Ich habe mir nämlich eine Mütze gekauft, die ist total schön. Ja. Aber sie passt nicht. Ja, warum ich habe rausgefunden, dass das ist wie... Hast du schon mal versucht, das Headset abzunehmen? Ja, habe ich. Das ist eine prophylaktische Frage. Hab ich. Nein, ich habe gehört, das ist sowas wie Frauen, die sich in zu enge Schuhe zwängen, so zwängen sich Männer in zu enge Cappies. Ja, das hat dir der Teufel gesagt. Habe ich heute gehört. Guck dir das an. Kann dir denn nicht passen? Was hast du für eine riesen Mütze? Birne. Das sind die Haare, diese Mecklemore-Frisur, die ist so aufgeplüstert mit Stoff, das ist das Volumen, das musst du XXL-Mützen kaufen. Hier, warte. Ah, ich bin rein. Da ist auf dem zweiten. Mhm. Ja. Passt doch wunderbar. Ja, was drückt das? Aber wie scheiße. Ja, muss ja auch ausleiern. Ja, ja. Ja, was willst du dir? Willst du dir so einen 10-Liter-Pott kaufen? So eine Gulaschkanone, die du einfach überwirfst oder was? Ist vielleicht wie Schuhe. Mach feucht und dann zieh an. Vielleicht dehnt das sich dann ein bisschen. Was denn? Ja, ich merke schon. Gut, der geht gut los heute. Also, stark. Ja, Sali. Ja, hi. Gut, war gut, ja. Super schöne Woche. Schön da zu sein. Ich freue mich auf den heutigen Schnack unglaublich. Ich bin schon richtig gut gelaunt. Ich muss dazu sagen, wir haben vorher auch schon ein bisschen gesprochen. Es war mehr witzig, aber auch sehr gehaltreich, muss ich sagen. Wir befassen uns heute mal mit dem Thema Hype, ja, also in jeglichen Formen, in negativer, positiver Spielehype, außerhalb von allem, Twitter, was auch immer, werden wir uns da mal ein bisschen auslassen. Ich denke, da werden sehr witzige Gespräche bei rauskommen, aber ich würde vorher gerne fragen, was ihr die Woche so gespielt habt, weil es ist Sommerloch, die Leute brauchen was zu zocken, was habt ihr gezockt? Also ich spiele momentan, ich bin mal so frei. Ja, ich bin einfach mal frech. Fallout, das Add-on, Far Harbor. Sehr atmosphärisch, wirklich toll. Abends habe ich gerade... Oh. Ja. Ich spiele Möpse-Spiele. Dead or Alive Extreme 3 4, Future. Was?
Darf ich, derjenige sein, der die Möpse hinterfragt? Ja, mach du bitte. Kannst, ich, du kannst sie. Ich mach was das, hat es mit den Möpsen auf sich und ich, warum weiß ich davon nichts? Ich werde niemals eine Möpse hinterfragen. Die Mädels haben super, du bist auf einer Insel 14 Tage lang und ja, du steuerst das Mädchen da, sie relaxen am Pool, relaxen am Strand, die Bikinis werden immer, umso teurer sie werden, umso knapper sind sie, ne? So ist das halt im echten Leben. Zahnseide, also wir haben dann welche, die gerade, also super, 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 ich bin mega entertained. Die fangen dann an zu krabbeln und spielen ganz tolle Spiele mit was, die Bikinis? Fangen an zu reden, reden wir jetzt von Hunden oder reden wir von Möpsen? Die Mädels, also, die krabbeln da im Sand rum und das ist wirklich so. Warum krabbeln die denn im Sand? Wie sind die Steam-Bewertung? Das heißt relaxen. Das ach ist so. Sie warum? Relaxt und dabei krabbelt die im Sand und regelt sich halt so. Es sieht aus, als hätte sie die Kreditkarte verloren. Kannst du mir mal den Link zu dem Spiel schicken? Nur aus Interesse. Frag für einen Freund. Dead or Alive heißt das Ding. Achso, ja. Dead or Alive. Ja. Es gibt sogar ein Butt-Battle, ne? So Butt, da müssen sie sich gegenseitig mit den Hintern von so einer kleinen Plattform schieben und so. Das ist momentan mein Highlight von der ganzen Woche. Da spiele ich abends und bin mega entertained, während die Mädchen Bikini-Streifen bekommen. Wenn du Bikini wechselst, dann siehst du die weißen Streifen und es ist. Alles klar, habe ich mir vorgemerkt. Schiebst du das abends? Ja. Okay, ich wollte schon sagen, also das wäre ja schon... Das kann ich nicht am Tag. Die regeln sich da, weißt du, da denkst du, das kommt von Japan, ne? Da denkst du dir so, alter Verwalter, das geht... Ja. Aber das mit dem Krabbeln habe ich immer noch nicht verstanden. Also zum Relaxen krabbeln, das kenne ich nicht. Ja, der Sand ist heiß, weißt du, deshalb musst du links und rechts immer, so habe ich es erklärt. Du musst dir vorstellen, Witcher hatte Hairworks, Nvidia Hairworks. Ja. Das Spiel hat Nvidia Boobworks. Oh, wirklich? Also, die haben das extra entwickelt. Also die Engine, wie sich die Brüste bewegen, auf alles andere guckst du ja nicht. Ne? Haare stecken im Rücken drin, ist egal. Aber die Brüste-Animation, muss ich sagen, ja. Zum Glück fangen wir abends um 8 immer an. Also da ist man ja gar nicht vor. Ich bin ja ganz perplex. Tut mir leid, ich bin da echt, da kommt Honker, Honker. Es ist Mama. Ich kann nichts anderes sagen, wenn ich an das Spiel denke. Ich finde das super. Ich bin da sehr entertained. Es macht Spaß. Und ist kurz, ist für 1-2 Stunden. Man kann Poker spielen abends, bevor man ins Bett geht. Und sehr viel Bilder schießen, wenn man im Owner-Modus ist. Ich bin jetzt nicht was still. Ja, ich hab fertig. Also ich habe ja so das Gefühl, Dead or Alive macht ja bald die Runde auf Twitch. Oh. Jetzt wird's berühmt. Verkaufszahlen steigen nochmal an. Junge Männer sitzen vor Monitor und honken an den Hupen. Aber hallo, nicht nur die. Was hast du die Woche so gespielt, Stay? Das Übliche. Erstmal Counter-Strike und dann nicht was Unübliches, nämlich Hearts of Iron 4. Das ist rausgekommen jetzt am Montag? Was haben wir? Doch, letzten Montag vielleicht rausgekommen. Und seitdem suchte ich das relativ sogar. Das ist auch ein Spiel, das hat halt, wir haben es vorher schon drüber unterhalten, das hat halt eine relative Komplexität, dass man nicht automatisch einsteigen kann, außer man hat die Vorgänger gespielt und ist allgemein im Stellaris-Universum so ein bisschen allgemein im Paradox-Universum so ein bisschen unterwegs. Und das ist ein Spiel, wo ich mir jetzt tatsächlich eingängig Tutorials reinziehe von größeren YouTubern, die mir erklären, wann ich wo wie Frankreich wieder einnehmen muss. Weil die wieder verkacken. Es ist Zweite Weltkrieg und so. Also es ist ein Top-Down. Wieso Risiko? Mhm. Risiko ist die beste Analogie, glaube ich, die man sagen kann. Es ist wie Risiko. Und ja, ist, keine Ahnung. Kannst halt Deutschland tatsächlich spielen und den Planet erobern. Tatsächlich kannst du es alles verändern. Und irgendwie hast du teilweise das Gefühl, wenn du das alles so öffnest im Menü, dass du auf Hitlers Instagram zugreifen kannst. Merkwürdig. Okay, mit den ganzen Bildern und so. Das haben sie nicht rausgeschnitten oder anders gemacht? Doch, oder? Nee, Paradox hat es nicht released in Deutschland. Also sie hatten halt Angst, weil Deutschland ist eine Verklemmtheit, was das angeht, und sehr speziell. Darum haben sie sich dafür entschieden, es nicht reinzubringen. Aber ab dem ersten Tag, zufällig, ab dem ersten Tag, wo es entschieden ist, ist über Steam eine Workshop-Mod rausgekommen, die das Gesicht von Hitler wieder gezeigt hat. Also das Einzige, was rausgegangen ist, sind Gesichter von Hitler. Also der Bart war weg. Okay. Und dann gibt es eine Mod, wo der Bart wieder da war. Die Bart-Mod, nenne ich sie. Okay.
Ja, und das habe ich gespielt. Das war super. Was, wenn ich das kurz mal hinterfragen darf, das hatte ich vorhin nicht extra nicht gemacht, was hat das da mit Frankreich auf sich? Naja, du fällst halt in Frankreich ein im Zweiten Weltkrieg und darum kannst du das, also das ist tatsächlich so aufgebaut, das Spiel leitet sich sozusagen so ein, wenn du mit Deutschland anfängst, dass du immer wieder in Frankreich einfällst. Also es ist halt immer, Frankreich kriegt halt immer wieder auf die Fresse, egal wie du spielst. Echt? Frankreich. Ach so, Frankreich ist immer wieder am Sack, ne? GG. War aber auch in der echten Welt. Jim Appel, so. Marcel übrigens, ich bin tolerant, ja, Peace. Tolerant. Ja. Wenn die gerade Franzosen zugucken, die sagen Merde! Sacre bleu! Monsieur Ste! Der Nazi! Krabbe! Nee, tut mir leid, Friede. Sonst hast du nichts weiter ausprobiert? Nee, ich glaube, ich habe nichts weiter ausprobiert. Ich müsste lügen, ich glaube, ich habe nur Hearts of Iron gespielt und Counter-Strike die Woche. Ein bisschen, ja. Mon Dieu. Wenn du denkst, du hast einen dummen, das war's. Ja, war aber nicht. Ich habe gehört, in Frankreich sagt man nicht mehr Sacré Bleu. Was? Da sagt man jetzt so Croton. Cordon Bleu. Ist so veraltet oder so. Ja, genau, Cordon Bleu. Ja. Cordon Bleu, ist das nicht das Gericht? Ja, das vielleicht. Sorry. Vielleicht, ich kenne mich da nicht mit aus. Was hast du gespielt, Slabby, die Woche? Oh, warte. Ich habe eine Vision. Minecraft! Richtig! Yes! Sky Factory 2.5. Uri Geller 2.0. Genau. Stimmt, ich habe noch UFC gespielt, fällt mir gerade ein. Sorry, ich wollte Minecraft nicht unterbrechen. Das war sicherlich interessant. Ja, UFC muss ich auch nochmal wieder spielen. Das habe ich letztens in Ask Horse geholt und dann hat es schon geklingelt. Oh, UFC muss wieder los. Ja, UFC habe ich noch gespielt, das stimmt. Was spielst Renate du? Renate ist ausgerastet. Hast du jetzt den Titel zurückgekriegt? Renate hat sich von Ronda Rousey submitten lassen und dann ist Renate zurückgekommen im Rematch und hat er ordentlich die Möpse aus dem Körper massiert. Mit unendlichen Körperschlägen. Alle. Okay. Ich habe den Titel zurück. Slabby? Sie hat jetzt Höcker oder was? Das ist jetzt ein Kamel, ja. Oder aha. Ist ja kein Kamel, gibt es ja auch noch eine andere, weiß ich nicht, wie die heißen. Hängt von der Höckeranzahl ab, aber gibt es ja unterschiedliche Rassen. Kamele haben zwei. Dromeda. Okay, Andromeda hat eins, genau. Ein. Wir fangen echt stark an heute, ne? Also so allgemein gequatscht, so ein bisschen Bildung noch mit drin. Also ist stark jetzt, aber kommen wir mal zu Minecraft zurück. Das wird ein spannender Moment. Was soll ich denn sagen, ey? Ist halt mein, habe ich ja gerade schon gesagt, meine Comfortzone. Da gehe ich immer gerne zurück, wenn ich gerade sonst nichts habe, was ich spielen will. Aber wenn ich das abgeschlossen habe, dann freue ich mich schon auf Dark Souls 3, von daher. Hast du Dark Souls 2 noch gar nicht angefasst? Nein, ich habe es mir gekauft, es ist schon vorbereitet, ich habe extra schon Overlays gemacht, hier Intros und sowas. Es wird sehr blutig werden, deswegen überlege ich, ob ich das abends erst streame, ab 18 mache, aber mal gucken. Du hast Dark Souls bis jetzt noch nicht gespielt? Nein. Sogar ich habe schon Dark Souls gespielt, auch wenn es nur 2 Stunden war. Also Dark Souls 1 und 2 natürlich. Die habe ich schon beide. Nein, wir reden schon vom Dreier. Ja, genau. Jeder hat das bis jetzt schon. Jeder, selbst jemand, der überhaupt nicht so großartig, weiß ich nicht, der nur My Little Pony spielt, der hat sogar schon Dark Souls 3 gespielt. Und du noch nicht? Nee. Warum? Da ist der Hype aber irgendwie an dir vorbeigeflogen. Ja, ich bin halt nicht so eine Hype-Hure. Wow, das ist gelogen. Nee, ich wollte erstmal alle Großen das streamen lassen und dann irgendwann kann dann der Papa mal ran. Aber hast du es privat gespielt? Nein. Du hast es noch gar nicht angefasst? Ich habe es angemacht vor einer Woche, als ich es gekauft habe, nur um zu sehen, ob ich es im Borderless Window Mode anmachen kann und spielen kann. Das läuft. Jetzt muss ich es nur noch anschmeißen im Stream, dann kann ich es auch spielen. Ich werde das komplett blind angehen und ich werde rigoros bannen. Oder am besten gleich den Chat einfach ausmachen. Ja, Sub-Only-Mode angehen. Mod-Only-Mode. Nee, ich habe ja keine Subs, ich bin ja kein Partner. So sag ich ja, Mod-Only-Mode. Ja, oder so, genau. Ja, dann kann wenigstens irgendeiner noch mit dir schreiben. Ja. Du kannst es ja auch auf Stream spielen, dann. Okay, ich bin so geschockt, weil Slappy ansonsten Dark Souls liebt. Was? Ja, also es ist nicht, oh, ich habe auch keinen Dark Souls. Nein, Slappy liebt Dark Souls. Und dass du es bis jetzt noch nicht angefasst hast. Aber es war hart. Aber da sind wir bei einer perfekten Überleitung, weil das ist ja der Hype, wo wir hin wollten. Der Spiele-Hype. Also ich sag mal, wenn wir uns das mal so überlegen, Stay, du bist ja Variety,
Streamer, kann man ja so sagen, denke ich, oder? Ja, ne? Ja. Ja. Sali, du auch. Slabby, sage ich jetzt mal, auch. Eigentlich so halb-halb. Wie ist denn das bei euch so mit den Spiele-Hypes? Setzt ihr euch hin jetzt am Wochenende und seid nachher um 22 Uhr nicht anwesend, weil man Battlefield 1 endlich mit 7 Mann im Squad spielen kann? Weil ihr das unbedingt sehen wollt? Also Battlefield kann ich eine Menge sagen. Aber ich will gar nicht anfangen. Ich will gar nicht anfangen. Ich will, dass Alista anfängt. Nee, nee, mach mal. Oh, verdammt. Sali, jetzt fang an, Mann. Ich will ihn nicht die ganze Zeit hören jetzt hier. Aber ich hab grad so Durst. Sag mal, Slabby, wenn ein neues Minecraft angekündigt werden würde. Ein neues Minecraft? HDTV. Was man jetzt endlich auch über das Handy in gestochen scharfen 27p spielen kann. Oder wenn jetzt irgendwas, ich glaube nicht, dass irgendwas in der Form passiert, aber ja, ich mach du mal, erzähl mal. Würde dich das hypen? Nee, aber es liegt an Minecraft. Ich würde Minecraft ja noch nicht mal mehr spielen, für mich alleine jetzt. Es ist, macht einfach Spaß, es zu streamen, aber jetzt zu spielen nicht. Deswegen ist das, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Es gibt Spiele, wenn ein neues Zelda rauskommt zum Beispiel, da werde ich zum 13-Jährigen und da werden die Hosen auch schon mal nass, aber ne, deswegen freue ich mich ja so auf nächste Woche Mittwoch, wenn das neue Zelda endlich mal mehr von gezeigt wird. Dann ja, also es gibt so Spiele, so Titel, da bin ich sehr gehypt, aber bei Minecraft jetzt nicht so. Also ich habe beispielsweise, um die Frage mal anzunehmen von Dizzy, damit ich das nicht wieder weitergebe, wie so ein, nee, ich will nicht, gib mal. also ich bin, was das angeht, super gebranntes Kind mäßig drauf, weil beispielsweise Battlefield lasse ich mich überhaupt nicht mehr beeindrucken. Ich habe mich ein bisschen beeindrucken lassen, als diese Konferenz kam und sie gesagt haben, sie gucken diesen Trailer jetzt und ich fand den Trailer sehr schön. Aber über kurz oder lang ist es bei mir so, also du musst schon ganz schön was machen, bevor ich auf dein Schiff gehe, weil beispielsweise EA mit Battlefield 4 absolut verkackt hat. Als Battlefield 3 da war und ich ist Battlefield 3 in einem Clan sogar damals 2013 noch gespielt habe, mit Leuten im Helikopter und man übelst krass war und man sich gefreut hat auf Battlefield 4, weil Battlefield 3 so ein unglaublich gutes Spiel war in der Form, beziehungsweise schon sehr, sehr gut war und es eigentlich eine Menge Sachen richtig gemacht hat, auch wenn das Release wieder nicht so erfolgreich war, aber als Battlefield 4 dann rauskam, ne, ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Die wollten mich verarschen. 120 Euro für das Ultra-Premium-Paket mit allem, also mit Season Pass, mit Deluxe Package, mit allem halt. Und dann crashen die Server, weil bestimmte Levolution-Sachen halt weggehen und so. Und bei Battlefield, da bin ich extrem vorsichtig. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen hypt, ist, wenn ein interessantes Indie- beziehungsweise Early-Access-Projekt rauskommt, wie A Man in a Castle, oder wie heißt das jetzt hier? Dieses Medieval-Spiel, was jetzt rauskommt, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Das, was du vorhin erzählt hattest. Ja, genau, ja. Wo man, das ist so ein Massive-Multiplayer-Online-Experience-Medieval-Kram, wo man sich gegenseitig mit Schwertern die Köpfe abschlägt. Und dann belagert man sich und da habe ich Bock drauf, ja. Und das ist cool, aber ansonsten Finger weg von allen. Nee, nee, nicht vorne. Vorne ist ja schon wieder noch was ganz anderes, glaube ich, oder? Ja, ich habe Mittelschwerte, ja, vor Horner. Auf King und Mans, genau. So heißt es, das ist dieses, was soll im August rauskommen, Early Access Alpha, und da bin ich ein bisschen geil, weil der Trailer sehr gut aussah und die Versprechungen waren toll. Ja, aber seid ihr denn nicht mittlerweile die Versprechung irgendwie schon leid? Also jetzt mal wirklich, ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber ich habe echt keinen Bock, mir E3 anzugucken. Also ich verspüre nicht das Bedürfnis, nachts um 4 meine Augen aufzumachen, um mir die Jauche reinzuziehen. Sie hat ja vorhin was Cooles gesagt mit den Trailern. Kannst du dich erinnern? Ja. An deine deinen Trailerspruch? Sie hat gesagt, dass sie die Trailer immer wieder gerne guckt, weil die dir noch das Gefühl geben, dass dieses Spiel so unendlich hochwertig ist, dass du es unbedingt spielen musst. Mhm. Also das passiert mir ganz, ganz oft. Bei Trailern, das ist einfach so, oh, ich höre die Musik und ich sehe diesen Trailer und ich bekomme, und das Spiel kann 5 Jahre alt sein, ich bekomme Bock auf dieses Spiel. Und dann spiele ich es und dann mache ich das Spiel wieder aus und gucke mir nochmal den Trailer an. Nee, es gibt
gibt schon Sachen, ja, manchmal, ne? Aber es gibt schon Trailer, die hypen mich dann richtig auf Spiele. Das ist dieser Warcraft 3-Effekt, ne? Das Spiel, das man, glaube ich, eher nur deswegen durchgespielt hat, weil man diese Videosequenzen so geil fand damals. Assassin's Creed war bei mir ganz, ganz dolle. Und zwar Revolution. War das Revolution? Wo er schon den Bart hatte. Das ist die Musik dazu. Das ist einfach so, wenn ich den Trailer damals gesehen habe, ich so. Okay. Brotherhood und danach kam Revolution, glaube ich. Brotherhood. Diese zwei Trailer, ich sehe die wie heute und dann mache ich. Ah, die Spiele waren aber auch. Die haben Spaß gemacht. So ein Trailer hypen mich sofort wieder. Macht dir Assassin's Creed noch Spaß, Nee. ja? Okay, Nee, ist Entschuldigung, so. provokant fragen. Nee, das letzte habe ich schon gar nicht mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Syndicate war nicht schlecht. Also Syndicate, aber das liegt auch daran, es war in London. Und denn wenn alles, was so in britisch ist, da kriege ich immer so ein bisschen, ne? Also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, es war nichts Neues. War es wirklich nicht, aber es war gut. Und sie haben von diesem ganzen vollgeklatschten Open World Mist endlich mal abgelassen und haben es dezent gemacht. Also es war dezent Open World gestaltet und die Story war echt gut, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Fand ich Also gut. ich bin davor schon ausgestiegen. Wie hieß das davor? Oh Gott, das war eine Katastrophe. Ich habe das ohne Patch Unity? Unity Ja. zu Release habe ich das ohne Patch gespielt. Ich habe die Mäuse bekommen bei diesem Spiel. Ich habe selten. Oh, ich habe. Und da bin ich so sauer geworden. Außerdem ging mir das auf den Nerv in den Single. Das ist für mich ein Singleplayer-Spiel. Ich bin der Assassine und da will ich niemanden, der können wir zusammenspielen. Ich will nicht mit dir zusammenspielen, weil ich bin der Assassine. Ich bin Sneaky und du bist da, will ich nicht. Das Du hatte hast gerade mich übrigens gut so mein genervt. Streaming-Konzept erklärt. Was? Ja, ne? Ich bin der Assassine und ich will niemanden, ich will mit niemanden zusammenspielen. Ich will keine Quests haben, die für drei und vier Leute ausgelegt sind. Will ich nicht. Dann spiele ich was anderes. Dann spiele ich von mir aus, weiß ich nicht, Dead Island oder so, was automatisch für vier Leute ausgelegt ist, aber nicht Assassin. Ja, also da bin ich seit damals raus. Vielleicht gucke ich mir irgendwann, wie hieß das letzte? Das da in London. Syndicate. Vielleicht guck, ja, das war, da haben sie endlich den Multiplayer wieder da. Das haben sie komplett rausgenommen. Die Karten waren ja in Ordnung, wenn du wirklich Multiplayer, dann Player versus Player, das war ja okay, aber dieses, wir spielen Coop. Nein. Ja, ich bin Singleplayer. Das ist gar nicht so bös gemeint. Aber ich schon allein beim Stream finde ich das so schwierig. Dann hast du, ne, redest du mit dem und dem zusammen und dem. Dann willst du auf den Chat noch umgehen. Aber ich bin sehr ehrgeizig. Dann willst du das auch noch gut spielen. Und ich, nö, ich bin da nicht so. Ich bin Singleplayer. Ich will das. Will keinen Coop. Nicht in solchen Spielen, die vorher immer Singleplayer waren und dann auf einmal wegen dem Hype, weil es kamen so viele Coop-Spiele. Oh, wir wollen Coop. Ah, wir müssen. Und das war damals auch eine Hype-Welle. Alle auf einmal. Und wir haben auch ein Coop-Level. Ja, wir können zusammenspielen. Du hast, glaube ich, die letzten paar Jahre dich darüber nicht aufgeregt, oder? So ein bisschen was hat sich angestaut, Nee, oder? gar nicht. Ja, Fühlt weil die sich so einfach an. gute Spiele so gemacht haben. Macht doch euer eigenes Zeug und lasst doch diese Spiele so existieren, wie sie sind. Hypewelle und was ist? Blub, 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 blub. Das hatte sich zum Glück nicht durchgesetzt. Ich würde gerne eine schöne Frage von Twitter mit einflechten. Die passt nämlich ganz gut. Was war eure größte Enttäuschung von einem gehypten Spiel oder die größte Überraschung, die ihr nicht auf dem Radar hattet? Das finde ich sehr schön. Darf ich dazu antworten? Fallout 4 letztes Jahr war der absolute Overhype, der absolute Overkill und war meiner Meinung nach ein dezentes Spiel. Das war gut, aber überhaupt nicht gerecht dem Hype. Ja, Und das was hat stimmt. dich überrascht? Alles andere, was Spaß gemacht hat. Was mich überrascht hat, keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr das erste Mal E3 geschaut und war überrascht von Rocket League. Und danach war ich auch nicht mehr überrascht von Rocket League, weil sie nicht das gemacht haben, was sie machen wollten. Aber überrascht hat mich wirklich gar nichts, um ehrlich zu sein. Wenn ich wirklich ehrlich bin. UFC, doch. UFC hat mich überrascht, dass es so mega viel Spaß macht. Weil ich hatte davor nie Kontakt damit. Ich habe es mir gekauft und da war eigentlich gar kein Hype, nichts, aber es war der absolute Burner, fand ich. Also das hat mich definitiv aus den Socken gekracht, das Spiel.
Ja, wenn ich so auf die Schnelle, würde ich das nehmen, ja. Ist der Zeitraum egal, was für Games? Ja, Also generell stand nicht dazu, stand nicht einfach. dazu, ne? Ja, hau rein. Was hat mich denn das letzte Mal gehypt? Das ist halt auch so eine Sache. Ich bin halt schon so anti, dass mich das schon nicht mehr. Dein Twitter-Feed. Lol. 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 Nee, ich glaube, ich muss mit Battlefield 4 gehen. Battlefield 4 war für mich die größte Enttäuschung meiner digitalen Zeit, leider. Battlefield 4 war alles, was Battlefield 3 war, hat Battlefield 4 verkackt. Also nicht nur mit schlechten Servern, mit dem schlechten Launch, mit schlechten Support, mit schlechten Preisen, mit schlechtem Umgang, mit dem Absprung von EA-Mitarbeitern, die ihre Börsenanteile verkauft haben, weil sie vorher schon wussten, dass es scheiße wird, mit DICE, mit allem, was in irgendeiner Form, was man nicht erwartet hat. Das war das erste Mal, dass ich mich betrogen gefühlt habe. Betrogen als Gamer, ja. Ich meine 2013, ja. Als Nerd betrogen gefühlt habe, weil die versprochenen Sachen einfach nicht mehr da waren. Das war einfach nichts, was in irgendeiner Form dafür gesorgt hätte, dass ich noch trauriger wäre. Ich habe mein Team damals verlassen, in dem ich Battlefield gespielt habe. Aus Traurigkeit habe ich angefangen zu streamen und jetzt, tja, jetzt sitze ich hier. Also vielen Dank, Battlefield. Toll. Jetzt, also hat mich vertrieben aus dem Competitive Gaming und hat mich auf Twitch ge gejagt. Und nee, wirklich, das war wirklich traurig. Und Überraschung? Ich glaube, die Überraschung jedes meiner Spiele also ich muss Life is Strange sagen, weil ich an Life is Strange überhaupt keine Erwartung hatte und die Atmosphäre mich im Gesamtpaket einfach umgehauen hat. Damit habe ich aber auch nicht gerechnet und ich habe auch nicht wirklich einen Hype mitgekriegt. Also ich weiß nicht, vielleicht gab es einen Hype oder so, aber ansonsten jedes Indie-Titel, so von wegen Punch Club, so war ziemlich geil, als ich das eigentlich mal ausprobiert habe. Hier so YouTubers Live und so kleine Sachen, die einfach irgendwie bekloppt sind, wo man sich nicht darauf vorbereiten kann, weil sie so nischenartig sind, dass du es gar nicht mitkriegst, dass sie existieren. Stardew Valley und sowas, das sind halt einfach süße kleine Indie-Games, die mich flashen, weil niemand damit rechnen kann, weil sie so klein sind. Ja, Stardew Valley hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Das war ja ein Spiel, das rauskam und erst dann der Hype tatsächlich erst anfing. Davon wusste im Prinzip vorher, wusste kaum jemand was. Außer die Leute, die es irgendwie gebackt haben und schon im Forum Bescheid wussten oder so. Aber das war ja keine super laute Stimme jetzt irgendwie, wie jetzt zum Beispiel bei Fallout oder bei Witcher oder so. Und dann kam es raus, wurde irgendwie 2, 3 Tage vor Erscheinungstermin halt irgendwie schon bei Streamern gespielt. War natürlich auch klug gemacht. Und dann fing das halt so langsam an und als es dann wirklich raus war und es alle gespielt haben. Oder viele. Deswegen, das hätte ich jetzt auch gesagt als Überraschung des, wann ist denn das rausgekommen? Ist das dieses Jahr rausgekommen? Dieses Jahr, ja. Ja, Ja. dieses Jahres auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar schöne Beispiele für überhypte Spiele, wo man gleich später nochmal drüber reden kann, wenn wir über so Sachen wie so einen falschen Hype, so einen künstlichen Hype quatschen werden. Titanfall, Star Wars Battlefront, Watch Dogs und The Division fallen mir da ein. Und Evolve. Und Evolve, Das genau. wollte ich Evolve, alles eben ja. nichts. Genau. Die Also Salzfee hat gesprochen. meine Blamage war Evolve. Meine Waffen nämlich. Und der Tra das ist auch was, weißt du, wenn ich das sehe, alleine wenn du das Spiel reinschiebst und dann kommt ja diese, ne, so, ja, oh, ich mache euch alle kaputt. Das ist so schnell verpufft, das war so, aha, okay. Und Das war so meine Enttäuschung. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht warum. Doom. Ich habe es bis jetzt nicht zu Ende gespielt. Also ich habe es gespielt und es war, wow, yeah! Und bis zum 11. und dann so, ja, okay. Und dann hatte ich irgendwie auf einmal, war es weg. bei Doom Ja, hat weil mich nur es. enttäuscht, dass man aus einem so guten Spiel im Singleplayer so einen schlechten Multiplayer machen kann. Den habe ich mir gar nicht angeguckt, den Multiplayer. Der Ist er so Singleplayer schlimm? ist so geil, ist halt perfekt. Du ist halt Doom, ja, aber Ja. muss man drauf stehen. Ich Aber mag die der Multiplayer Geschwindigkeit, ist ja. so, hat Halo, Halo hat seinen, hat, der Halo-Charakter hat einfach irgendwo hingestuhlt und das war so ein bisschen verrieben und das ist der Doom-Multiplayer.
Oh, Aber wow. der wurde auch von einer anderen Firma entwickelt, ne? Ja, wieder mal praktisch. Kam nicht von ID. Ah. Da haben sie einfach nur einen Multiplayer reingeklatscht, weil sie es sonst nicht verkauft hätten oder so. Wahrscheinlich, deswegen. Jedenfalls meine größte Enttäuschung aber des letzten Jahres war auf jeden Fall Fallout 4. Weil da wurde mir einfach ein gutes Rollenspiel angehypt und ich habe einen Shooter bekommen. Und von Rollenspiel war da halt nix. Und aber das Thema hatten wir ja schon zur Genüge hier im Plankenschnack. Man muss jetzt nicht wieder auf Fallout kacken. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Erklär doch mal. Ich bin das. Nee, ist egal. 60 Euro ja. In Sand gesetzt. Das würde ich gar nicht sagen, Slibby. Also, wenn wir schon bei Hype sind, komm, lass uns da fix mal zwei, drei Worte dran verlieren. Ne? Ja. Also, wenn ich das wirklich so sehen sollte, ich habe 130 Stunden Fallout 4 gespielt. Ich bin echt zufrieden. Also, es war ein schönes, einmaliges Erlebnis, war das für mich. Auf jeden Fall. No matter what, es war ein bisschen Rollenspiel drin. Vielleicht nicht ganz so viel, wie man als Witcher-Fan erwartet, sage ich mal. Ja? Aber es war gut, finde ich. Jetzt im Nachhinein nochmal spielen, wird schwierig. Weil da ist mir dann. Da, nee. Ich hab. Nee. Also, ich hab Spaß an Fallout. Aber ich hab am 3. und an New Vegas haben mir ein Ticken besser gefallen als der jetzt der 4er. Was mich so geärgert hat, ist dieser Überlebensmodus, den es eigentlich von Anfang an hätte geben sollen. Ja, der auch in New Vegas war, dass Munition Gewicht hat, dass du essen und trinken musst, um zu ein Überlebensmodus. Der war mir von Anfang an nicht so gegeben. Es war einfach nur, ja, die haben ein bisschen mehr HP und du steckst weniger ein. Das wurde erst nach etlichen Monaten reingepatcht. Und jetzt ist das sicher, also wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, was ich nicht mache, weil ich verliere mich in den Spielen, du hast ja zigtausend Zeug, was du da erforschen kannst, ist das sicher eine Herausforderung, weil man wirklich sich Gedanken machen muss, wie skillst du, wie machst du, was tust du. Das hatte gefehlt. Das war, glaube ich, ein Fehler, dass sie das von Anfang an nicht drin hatten. Sonst wäre es um einiges besser geworden, wenn der Überlebensmodus von Anfang an da gewesen wäre, wie er jetzt da ist. Also ich habe Fallout 4 17 Stunden, also es scheint nicht so gut gewesen zu sein. Was man dazu sagen muss, ich glaube, du kannst nicht immer sagen, dass es nicht gut gewesen ist, weil wenn du nach Metascore und sowas gehst, ja, das versuche ich halt auch im Streamer zu sagen, wenn die Leute reinkommen, Mann, Quantum Break, so eine Scheiße, 70 Euro. Und ich fand Quantum Break zum Beispiel richtig geil. Das ist also halt so, Quantum Break, jetzt... Quantum Break. Ja. Soll ich mal ganz kurz ein Wort zu Quantum Break? Let's go! Windows Store, pass auf, soll ich dir mal meine Quantum Break-Erfahrung erzählen? Pass auf, Quantum Break gekauft. Nach 2 Stunden endlich hingekriegt, weil der Windows Store eine Bitch ist. Sorry. Dann Quantum Break versucht runterzuladen. Runterladen geht nicht. Quantum Break wieder versucht runterzuladen. Runterladen geht nicht. Recherchiert. Gefunden, woran es liegt, nämlich wenn du in deinem Windows eine bestimmte Parameter an Privacy eingehst, das heißt, wenn ich einstelle, dass ich beispielsweise ein bestimmtes Datenpaket bitte nicht an Microsoft gesendet werden will, geht mein Windows Store nicht mehr. Also habe ich dieses Datenpaket gesendet und auf einmal konnte ich Quantum Break runterladen, was sehr interessant ist. Also habe ich es runtergeladen, habe es im Stream gespielt, 2 Stunden, 3 Stunden, habe es ausgemacht. Dann kamen Patches, ja, weil ich das im Release-Day gespielt habe. Dann wollte ich das im nächsten Stream wieder spielen, habe aber meine Privacy zurückgestellt, wollte das wieder runterladen und dann hat Windows Store gesagt, nee, du musst deine Privacy wieder offenlegen, ansonsten kannst du das Spiel nicht runterladen. Habe ich gesagt, tschüss. Okay, das ist wirklich scheiße. 70 Euro. Also meine Erfahrung war, Xbox Store kaufen, runterladen, spielen, fertig. Ja, also ich hab's halt auf PC gespielt und das war ein Fehler vielleicht. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf der Xbox lief's einwandfrei. Also, das ist natürlich richtig scheiße. Das wusste ich auch gar nicht, dass das in dem Ausmaß da im Windows Store abgeht. Ja, war richtig schlimm. Also, das hat mich. Die Leute haben halt auch irgendwie gefragt, so, warum spielst du Quantum Break nicht weiter? Ich habe gesagt, Jungs, ich kann es nicht spielen. Es geht einfach nicht. Ich kann es nicht runterladen. Was soll ich tun? Ja, ich würde es gerne, hätte es gerne weitergespielt, aber. Ich bin nicht bereit, mein Betriebssystem ständig umzustellen, nur weil Windows Store meint, er muss mit einem Game Release unbedingt etabliert werden unter Gamern. Das ist halt wieder sowas. Game Releases, wo wir wieder bei Hype. Ich raste jetzt aus. Tut mir leid.
solche Releases, solche großen Games, ob es nun Ubisoft ist oder ob es nun Microsoft ist, das Quantum Break auf PC ist einfach das Exemplarbeispiel. Du hast ein großes Release, AAA, und dann bist du so zurückgeblieben als Entwickler und entscheidest dich dazu, oder so risikofreudig, sagen wir mal risikofreudig, und entscheidest dich dazu, deinen unetablierten Game Store, Windows Store oder was auch immer, unter die Leute zu bringen. Das ist etwas, was ich bei Ubisoft immer noch nicht verstehen kann. Ich weiß, dass Ubisoft keinen Share mit Steam haben will. Ah, no! Aber dann sollen die doch mal hinkriegen, ihren Uplay so anständig zu machen, dass ich nicht einen Ausschlag kriege, nur wenn ich den Launcher sehe. So, das ist so ätzend gewesen über die Zeit, in der ich Division gespielt habe, dass ich schon fast nicht mehr klarkommen konnte. Ein großer negativer Faktor von Division ist die Tatsache, dass es Uplay ist. Jedes Spiel, was in irgendeiner Form von Ubisoft kommt, ist über Uplay gelauncht und das schreckt mich ab. Ubisoft, aber ich habe keine Ahnung. Okay, ich verstehe, was sie wollen. Sie wollen halt keine Shares, sie wollen auch kein Monopol und ich verstehe das. Aber das ist einfach ein schlechtes Produkt. Ubisoft ist sogar so dreist. Ubisoft sagt, wenn du Uplay benutzt, geben wir dir eine integrierte Möglichkeit, Spiele, die du bei uns spielst, zu streamen. Und wenn du es nicht tust, legen wir dir ein kleines Nest so rein. Das heißt, wenn du beispielsweise OBS benutzt, kann es sein, dass immer mal Uplay crasht und sowas, nur weil du OBS benutzt. Mhm. Aber du kannst ja unser Produkt benutzen. Das ist ein richtiger Motherfucker. Also Ubisoft hat so viel falsch gemacht dieses Jahr. Ich kann es fast gar nicht in Worte fassen. Uplay, Division verkackt. Katja Krasavica für ein verficktes Far Cry Primal Preview benutzt. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Wenn irgendwer von Uplay das hört, dann bitte erhöret mich, sprecht mich auf der nächsten Messe an, dass ich mit der Handkante euch mal eine Erziehungsschelle geben kann, was man nicht machen sollte als Spieleentwickler. Und als Publisher. Ist das euer Ernst? Du musst aber davon ausgehen, dass die Spieleentwickler von Division nichts damit zu tun haben, was Uplay macht. Das ist halt genau dasselbe wie Amazon und Twitch, ja? Uplay hostet das Ganze für die Entwickler, also Twitch in dem Sinne. Also du kannst jetzt nicht dafür, du kannst halt den Leuten von Division. Ich weiß, was du meinst. Ja. Der Publisher ist halt der Publisher und ja, der Entwickler eben. Ist der Entwickler. Ich meine, dass der aber Uplay klein Kacke ist, das wissen wir ja nun schon seit Jahren, für Streamer der absolute Graus, weil die, wie du schon sagtest, dort diese kleine Diskrepanz drinne ist, ja. Da geht ja, du kannst ja nicht mal das Overlay benutzen von denen. Währenddessen. Ja, es geht halt nicht. Eben, weil sie das, ja, weil sie es ausgemacht haben. Aber das liegt halt daran, dass sie das über das Aero halt nicht freigeben. Das ist das Problem. Ja, sie wollen sich was Eigenes schaffen. Und sich was Eigenes zu schaffen, ist ja immer gut. Und es ist ja erstrebenswert, ja. Auch als großer Entwickler zu sagen, ich will meinen Teil vom Kuchen haben. Aber wenn du so weit gehst und Leuten das reindrückst, reinzwängst, und wir wissen ja, wie heutzutage, wie beliebt es ist, ja. Ich meine, wir sind halt nicht mehr 2000, wo wir Steam reingedrückt gekriegt haben. Damals konnte das auch keiner leiden, aber die haben es halt so früh gemacht und so zeitig, dass es heutzutage halt nicht mehr ein Thema ist. Aber wenn du heute kommst, dann kannst du dich bitte wieder pushen. Aber das Ding ist halt, selbst mit den Shares oder hin oder her, ganz ehrlich, Steam ist halt meiner Meinung nach ein Monopol immer noch und wird auch immer ein Monopol sein. Ich kaufe Spiele gar nicht woanders. Und zu dem Thema, ja? GOG hat jetzt angefangen, Spiele, die man auf Steam hat, kann man sich übertragen auf sein GOG-Konto. Echt? Haben aber jetzt gerade mal 5 Spiele oder so da drin, also von mir jetzt. Aber wenn sie das... Nee, andersrum nicht. Die wollen, ich weiß nicht, warum sie alle nicht kommunizieren wollen. Aber übrigens, wo du gerade das mit Ubisoft angesprochen hast, das ist auch ein sehr schönes Beispiel, dass Overwatch der absolute Overhype war. Also das Spiel war ja gehypt bis in die Zehennägel. Also wenn man an Overwatch gedacht hat, nicht an Overwatch, sondern an Division. Wenn du an Division gedacht hast, bist du ja schon halb aus deinem Haus rausgeflogen, wie eine Rakete. Zack, warst du weg. Oh, was, Division? Ja, hier, ich bin da. Das fand ich sehr krass und das war auch einer der riesigsten Fails, finde ich. Also schon alleine an den Start zu gehen, ohne Anti-Cheat. wie nochmal bitte? Was? Ja, okay, Anti-Cheat brauchen wir nicht. Nee, wofür denn auch? Und das dann schon in der Beta, dass man in der Beta eigentlich im Grunde genommen den ganzen Multiplayer gesehen hat, fand ich auch sehr witzig. Also das ist auch so ein typischer Fall von Overhype.
Wo ich auch gerne was noch beitragen würde, so eine Frage da dran heften. Und zwar: Tragen Streamer und YouTuber nicht Mitschuld an den Hypes? Oh ja, oh fuck, wir sind Klar. schuld. Alle, wirklich, ohne Scheiß. Aber Hype ist ja Obwohl, per se nichts Schlechtes. wisst ihr, was ein guter? Machen wir mal, ich möchte mal nicht die ganze Zeit fluchen. Die Salzfee kann nicht immer fluchen. Sonst verliere ich meine Stimme noch. Oh. Obwohl, nee, will ich nicht. Das mache ich, wenn wir mit allem durch sind. Ich will was Positives am Ende sagen. Und nicht, wenn ich jetzt was Positives sage und danach sind wir wieder am Fluchen, dann ist es scheiße. Du musst das Gemisch machen. Verstehst du? Vielleicht bist du dann auch ein bisschen ruhiger so. Immer eine Prise. Sag was Positives und dann bring die Brise oben drüber so. Wie beim Eine Kochen, positive weißt Hype, City Skylines. du? Der Entwickler, ich habe eine 10 Tage vorher Testversion gekriegt und ich war ja in SimCity überkrass. Also ich hatte vom Entwickler 10 Tage vorher Möglichkeit, das Spiel zu sehen. Oder eine Woche, 7 Tage. Durch krasse Megakontakte, The Insideness und sowas. Per E-Mail, danke. Und das war eins der besten Preview-Hype-Aufbauerlebnisse überhaupt, weil das Spiel hat abgeliefert. Das hast du gesehen, das hat funktioniert und es hat abgeliefert. Der Streamer war Promo-Aktion, also ich war die Promo, aber ich war auch geil drauf. Und das ist so ein bisschen so wie, naja, ja, ich bin geil drauf, nutzt mich aus, ich nehme das so. Und das hat super abgeliefert. City Skylines, das in jeder Form. Und das war auch nicht überkrass. Es war halt immer mal bei Twitch im Gespräch. Es gab ein paar lustige Tweets. Es gab Artikel, die gesagt haben, das ist das nächste, was SimCity ablöst. Und die Leute haben sich in dem Bereich, also die Leute, die sich für Städteaufbau interessiert haben, die haben das war perfekt. Das war der Ide Ich weiß nicht, ob es der ideale Release war. Ja, was? Aber ich behaupte mal, es war ein sehr, sehr, sehr guter Release mit sehr, sehr gutem Zweck, mit sehr, sehr gutem Preis auch. Ich meine, das hat 20 € gekostet, glaube ich, das Game. Preis-Leistungs-Verhältnis war over the top. Das ist ein Game, was ich heute gerne noch anmache. Und du auch, Herr Desi, ne? Und Also ich gerne positiv. Und zuschaue jetzt bei wieder euch. zu Stefan Division. spielt's. Diese Drecksau! Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so in mich gehe, City Skylines war gar nicht so großer Hype. Also, das war gar nicht gehypt. Also, pass Ja. auf, warte. Also, gehypt ist man, wenn Leute 10 Tage früher spielen darf als Streamer, okay? Dann ist man schon mal richtig spitz da drauf. Das ist schon mal die allererste Nummer, wenn irgendeiner schon 10 Tage früher spielen darf. Dann sitzt du schon davor, ich will auch, okay? Ja. Und dann denkst du so, ja, okay, dann mache ich das auch und dann geht's Also los. das Ding, du musst halt bedenken, was das für ein Spiel ist, ne? Es ist ein Endlosspiel, wo jeder, der es spielt, eine eigene Herangehensweise hat. Das heißt, wenn du das als Entwickler oder Publisher an Streamer verteilst und die im Schnitt 1000 Viewer haben, über einen 7-Tage-Zeitraum, kannst du dir ja denken, was das für eine Promo-Aktion ist. Ja? Das heißt, du hast halt beispielsweise, das habe ich bei Dark Souls halt mehr oder weniger nicht verstanden, bei Dark Souls wurde das ja auch so früh gepublished oder wurde auch so früh am Streamer verteilt und ich habe mich halt dann gefragt, Nee, das wenn war das. anders. Nee, das ist die asiatische Genau, Version, das die ist kam die. 3 Wochen, Ja. Ach so, ja, die drei haben Wochen, früher die raus. Die japanische groß kam anders 3 Wochen als früher die. auf den Markt. Nee, die war nur in Japanisch. Und das Ding ist, du Aber ich kann konntest. mich daran erinnern, dass es auch eine europäische, also eine englische Nein, Version gab, die pass vorher auf, kam. das war die Oh, jetzt kommt ihr. Jetzt Xbox-Version. los. Ja, das ist die X mit der Xbox One hast du die Möglichkeit, dir einen Übersetzer runterzuladen. Und somit konnten damals, die das Ganze auf der Xbox One dann gespielt haben, die asiatische Version Ah. auf Englisch oder gar sogar auf Deutsch umstellen. Die Dann habe das ich das aber vorher nur auf fehlinterpretiert. der PlayStation 4 gespielt haben. Und da schön das iPad daneben, so bitte mal Translation, was hat die gerade gesagt? Das ist, ja, so war das. Das kam Ja. für den japanischen Markt, kam das 3 Wochen vorher. Aber das hat den Hype ein bisschen zerstört. Für das Spiel, ehrlich gesagt. Für mich auch, ja. Ja. Aber ich bin ja eh nicht so Dark Souls, aber. Ja, ich schon. Und als Oh, das ich Spiel dann hatte mir tatsächlich überlegt, es zu. draußen war, dann dachte ich Erzähl mir mir nichts so. von Phantom. Du hast es bis heute nicht angefasst. Du kannst mir nichts erzählen. Du bist kein Ja, richtiger Fan, Mann. wo? Du. Also ich habe es zum deutschen Release, also zum Europa-Release hier mit einem wunderbaren Menschen habe ich das 3 Tage lang. Haben wir 3 Tage? Ja, Ne? vier. 3? 4 Tage lang. Mann, hatten wir einen Spaß. Also das war wirklich ein schöner Release. Habe ich Spaß dran gehabt. Der hat auch funktioniert, muss ich sagen. Ja.
Also wenn man mal so Revue passieren lässt, Mensch, also wir sind auch einen Monat zum Testen vorher. Wir sind echt komische Menschen und hypen ganz schön viel Schnodder. Also wenn ihr mal wirklich ehrlich seid, geht mal in euch, bevor ja, ich bin absolut hype geil. Also ich freue mich, es gibt ein paar Spiele dieses Jahr, die hype ich schon seit Ewigkeiten. Seitdem du geboren bist. Nein, aber so seit 10 Jahren ungefähr. Final Fantasy 15, das ist seit 10 Jahren in der Entwicklung. Das kommt dann jetzt irgendwann. Es soll erscheinen. Ich glaube, Half-Life 3. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich immer noch auf Half-Life 3. Ah. Still hoping. Stay strong. CSGO Source wird ganz cool, denke ich mal. Was? Ja, mal gucken. CSGO Source? Ja. Ja, Source 2. Ja, Source also, 2. Source 2 meint er. Hm. Aber da alle immer Füße unter dem Tisch lassen. Füße unter dem Tisch lassen. Papa Volvo wird das schon machen. Also ich lasse mal meine Füße unter dem Tisch von Volvo und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn irgendwas runterfällt, dann nehme ich mir ein Stück. Aber es ist, wenn ich mal kurz eine Frage aufgreifen darf, aus Twitter. Danke übrigens für die schönen Fragen, die sind wirklich sehr gut heute. An Plankenschnack könnt ihr das schicken. Hashtag Plankenschnack ab dafür. Das lesen wir alle. Und ich würde gern von Dente noch die Frage einfügen, spielt ihr auch Spiele nur, weil sie gehypt werden oder nur, wenn sie auch euch in den Hype zielen? Ich nicht. Das habe ich ja jetzt mit Dark Souls ja auch gemacht. Dark Souls 3. Deswegen. Ich, ehrlich gesagt, an dem Tag, als Dark Souls 3 rauskam, hast du in deine Follower-Liste geguckt bei Twitch und du hast nichts anderes mehr gesehen als Dark Souls 3. Und das hat mich ehrlich gesagt schon angewidert und ich wollte einfach eine Alternative sein. Und das war halt der Gedanke dahinter. Außerdem hat eben dieses Release von einem Monat vorher bei mir den Hype so kaputt gemacht, dass ich eigentlich gar nicht mehr den Reiz hatte, das zu spielen in dem Moment, in dem ich es konnte. Und das hat sich jetzt halt bis jetzt gezogen. Und ja, das war bei mir auch irgendwo so, aber dann kam es an dem Tag und ich habe es gesehen und es hat gemacht und ich konnte nicht anders. Bei anderen Spielen ist das ja oft so, dass ich eine Woche nach Release die erste spiele. Wie Witcher zum Beispiel, wo ich eine Woche, oder Fallout, wo ich eine Woche so da gesessen bin. Ne? Und das dann erst eine Woche später angefangen habe zu spielen. Ich lasse mich in Hype, nur wenn ich mit reingezogen werde. Also ich nur, glaube, ich spiele nichts, nur weil es gehypt wird. Da habe ich keinen Spaß dran. Sorry. Ich glaube, ich bin ja immer so edgy und gegen das System und so und Hauptsache Riot. Aber ich glaube, Beispiel mache ich einfach mal mit Overwatch. Ich habe Overwatch in der Beta gespielt. Ich habe einen Early Access blablabla Zugang gekriegt, weil Internet halt. Und habe das 3 Stunden gespielt und dann habe ich das nie wieder angefasst. Ich besitze das bis heute nicht und ich kann nicht verstehen, warum dieses Spiel gespielt wird. Ich kann objektiv nicht verstehen. Also die einzige Existenz für Overwatch bei mir ist, dass Blizzard eine unglaublich krasse PR-Maschine ist. Die versuchen halt, also die haben alle Mittel, die machen geile Trailer, die sind in der Lage, das zu inszenieren, die sind in der Lage, das aufzupushen, die sind in der Lage, das zu machen und zu tun. Aber für mich hat Overwatch keinen spielerischen Reiz. Also ich weiß, dass es schnell ist, ich weiß, dass es Charaktere gibt, ich weiß, dass man mit einem Team gut spielen kann, aber wo ist denn das anders als alles, was vorher schon da war? Also wo ist denn das etwas, das mir etwas Neues gibt oder das mir das Gefühl gibt, ich bin Teil von etwas, das muss ich unbedingt gespielt haben, so. Sondern, nee, ist es halt nicht. Es ist halt Blizzard und Blizzard macht Dinge, die sie machen, halt gut mit allen Hearthstone und was sie halt releasen, das kommt, geht halt durch, ja, und dafür arbeiten die ja auch. Aber ansonsten, also ich meine, okay, ist ein schöner Casual-Shooter, aber ich calle jetzt einfach mal, dass das, wenn es nicht einen besonderen Competitive-Wert hat, und sie wollen ja eine Competitive-Szene aufbauen mit Overwatch auch, und das ist ja auch schon, es gibt ja auch schon Turniere, die da stattfinden, wenn das nicht durchstartet und wenn das nicht Fuß fasst, was es vermutlich wird, vielleicht nicht, dann ist das Spiel tot. Dann ist es genauso tot, wie Titanfall tot sein wird. Zwar nicht so schnell, aber es wird tot sein. Also, Titanfall war für mich eine Totgeburt eigentlich. Wir bringen den zweiten Teil raus jetzt im Herbst. Aha, es kommt Titanfall 2, ja. Das hat sich ja gut verkauft. Es wird noch nicht mehr gespielt. Es wird doch kein Schwarz mehr gespielt. Das ist ja wie Star Wars Battlefront. Ja, das war ja auch sehr cool, ja. Star Wars Battlefront, der unglaubliche Hype. Und dann war, habt ihr das Video gesehen von diesem Redakteur von der GameStar?
Nee. Ich weiß nicht, wer das war. Der hat, ich kann mich nicht erinnern, welcher das war. Aber auf jeden Fall hat er das gespielt, einen Monat oder 1,5 Monate nach Release. Star Wars Battlefront. Und er hat sich eine neue Grafikkarte deswegen geholt und hat kein Spiel gefunden. Was? Er hat kein Spiel Was? mehr gefunden. Die Leute haben es nicht mehr gespielt. Das Wow. ist jetzt schon, wird schon jetzt nicht mehr gespielt. Das ist einfach tot. Es ist halt komplett leer. Dieses Spiel ist entwickelt worden, damit Leute das kaufen, 5 Minuten spielen. Und das ist tatsächlich die Existenzberechtigung von diesem Spiel. Aber da siehst du genau, wie die Wow. Publisher in dem Moment halt denken, ne? Wenn das Spiel keine monatlichen Gebühren oder sowas mit sich bringt und die keine großartigen Pläne noch für Add-ons haben oder irgendwas zu verkaufen, heißt irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise damit Geld zu verdienen, dann ist es denen komplett egal. Das ist mit Division genauso gerade. 95% aller Spieler, die das am Anfang gespielt haben, spielen es nicht mehr. Du findest da auch kaum noch Leute, mit denen du spielen kannst in Division, habe ich jetzt gelesen. Einfach, weil es dem Entwickler egal ist. Die schmeißen 2 Monate nach Release, schmeißen die irgendeine dahingeklatschte Anti-Cheat-Lösung rein. So viel zu spät, wenn sowieso keiner mehr spielt. Und ja. Erschien Jetzt? Titanfall, war das nicht ein Exklusivtitel für die Xbox? Nee. Nee, nee, Xbox, nee. kam das Nee, auch für nee, PC? Ja. plattformübergreifend war das. Weil jetzt die Titanfall 2 erscheint dann für alle, auch für die PlayStation. Ne? Wir wollen ein bisschen weiter streuen. War schon vorher für alles Ja, da. wollte ich gerade sagen. Für PlayStation nicht. Plattformübergreifend. Nicht? Doch. Nein, nein, Nicht? nein. Dann war es PC und Xbox. Dann Ich kann spiele sein, dass fast PC und Titanfall. ausschließlich Sony-Konsolen. Für Titanfall kam nicht für die PlayStation. Aber ich denke, wenn wir das mal kurz ein bisschen weiterspinnen, ja, und uns nicht unbedingt an Spielen aufhalten, Tatsächlich. seht ihr, was? Ach so, ich Er wollte hat gerade extra sagen, gecheckt. ich habe Also, geguckt, ob's, ich ich wollte es wollte nur gerade sagen, wissen. wie tatsächlich jetzt, what? Ja. Wenn wir uns da mal kurz übergreifen, wenn wir das mal kurz nur auf Twitch und YouTube, also auf diese Game-Geschichten betrachtet, sehen, sieht man nicht dort, dass eigentlich alles nur noch gehypt ist, weil Spiele so da sind und so wieder weg sind. Ist euch das schon mal Ja. aufgefallen? Ja. Bei manchen Spielen ist das innerhalb einer Woche. Ne? Gerade so Single, zack. Und dann ist es danach, dann siehst du das, wenn du bei Twitch schaust, in den obersten Reihen, in den ersten 10, da ploppt das dann da oben auf und dann auf einmal, flupp, sind sie wieder weg. Ja gut, aber die Industrie ist halt mega riesig, ne? Die bringen halt mittlerweile irgendwie AAA-Titel in fast Wochentakt, mehr oder weniger. Du kannst halt nicht jedes Spiel, was rauskommt, noch einen Monat später oder 6 Monate später noch irgendwie groß halten, weil dafür einfach der Markt zu groß ist, glaube ich, mittlerweile. Aber was ich eigentlich meine ist, was mir jetzt zum Beispiel gerade auch wieder auffällt, Witcher ist echt ein wundervolles Spiel, ja? Also, das ist ein Meisterwerk, in meinen Augen. Ist das Mein wirklich, auch. ist das ein Masterpiece? Es will keiner mehr sehen. Nach einem Jahr gräbst du es nochmal aus, ja? Aber irgendwie will es keiner sehen. Ja, aber das Weil liegt. das Singleplayer ist. Ja. Das ist echt krass, obwohl es eigentlich wirklich, also selbst wenn wir. Weiß ich, nimm irgendein anderes Spiel, was du nehmen kannst. Das ist komisch. Also, die Leute, so viele neue Spiele kannst du gar nicht finden, wie die Leute sehen wollen. Also, ich weiß ja nicht, ob das bei euch als Variety-Streamer auch so ist, dass ihr manchmal euch so fühlt, als wenn ihr nur noch Spiele am Suchen seid, die ihr finden könnt, um Content zu produzieren. Aber ich habe echt das Gefühl, dass mittlerweile der Endnutzer, der sich das anguckt, oder auch Spieler, irgendwie jeden zweiten Tag was Neues spielen will. Ich weiß gar nicht mehr, was ich spielen soll. Wie oft lese ich das? Die Leute haben 400 Spiele in Steam. Ich weiß gar nicht mehr, was ich Ja, spielen soll. also das ist gerade bei diesen Singleplayer-Sachen. Nehmen wir mal, was mir gerade sofort einfällt, ist letztes Jahr PlayStation 4 exklusiv war The Order. Wenn du The Order nicht damals zum Erscheinungs, also wenn du in einem normalen Viewer-Bereich bist, wenn du es nicht in dieser Woche gespielt hast, ja, hat einfach keiner mehr zugesehen. Das ist, wie schnell hast du es durchgespielt? Ich glaube, 8 Stunden. Super, also mir hat das mega Spaß gemacht. Ich war in diesen 8 Stunden, es sah toll aus, es war unterhaltsam, es hatte mir gefallen. Und ich würde es mir auch nochmal anschauen. Keiner will das danach mehr sehen. Keiner. Ja, das ist aber ganz normal bei Singleplayer-Games. Ja. Erstmal Singleplayer-Games, weil die Leute das selbst erleben wollen. Also, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich würde mir persönlich, wenn ich Witcher spielen möchte,
oder The Order spielen möchte, würde ich doch nicht in den Stream reingehen und mir das angucken und mich spoilen lassen. Das wird ja nicht passieren. Ja. Zweitens, wenn ich in den Stream reingehe, bewusst und mir das angucke, dann rechne ich wahrscheinlich damit, dass ich mir das Spiel nicht kaufe. Das heißt, so trennt sich erstmal die Spreu vom Weizen. Ja. Und deswegen, Singleplayer-Games sind eine ganz schwierige Sache. Ich habe The Witcher selber auch nicht durchgespielt, ehrlich nicht. Das ist nicht mal das Hauptspiel. Einfach, weil ich das Interesse verloren habe, weil Twitch ist so schnelllebig und so. Und es gibt so viele solche Sachen und man stumpft halt ein bisschen ab, was Game Releases und so angeht und das und das. Und The Witcher war eine tolle Erfahrung, aber ich selber merke für mich, dass ich weniger an Singleplayer-Games hänge als an Multiplayer-Games. Das, was Salista vorhin gesagt hat, von wegen, ich muss unbedingt ein Singleplayer-Game haben, da bin ich genau andersrum. Wenn du mir einen Singleplayer gibst, wenn es nicht gerade Doom ist, Doom war ein positives Beispiel, das muss ich auch mal sagen, aber wenn du mir einen Singleplayer gibst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich mehr als einen Stream daran hänge. Also es gibt Singleplayer, da beispielsweise bei diesem Zombie-Spiel, was auf dem Index gelandet ist. Dying Light ist auf dem Index gelandet. Das war ein Singleplayer-Game, das habe ich in einem Stream durchgespielt. Komplett durchgespielt. Das war aber auch fast notwendig, weil es ja auf dem Index gelandet ist. Und dann konntest ja kein Content mehr. Auf jeden Fall Index. Wollte ich halt nicht. Auf jeden Fall habe ich das durchgezockt und das war eins der wenigen Spiele, wo ich das gemacht habe. Aber wie gesagt, ich bin genau das Gegenteil. Ich kann sehr lange an Counter-Strike, ich habe 2000 Stunden in Counter-Strike CSGO. Ich habe 1500 Stunden in Arma 3. Ich habe einige Stunden in anderen Competitive-Shootern in irgendeiner Form und in Singleplayer, also Singleplayer-Spiele kommen da nicht annähernd ran. Nicht annähernd. Einfach nur, weil die auch nicht darauf ausgelegt sind. Ich glaube, ganz kurz, es ist Koop. Man kann es bis Koop zu vier. Ja, Koop oder Multiplayer, Koop ist für mich ja Multiplayer. Ja, Dying Light ist Koop. Koop, ja. Kannst du auch einen Koop haben. Ich habe nie mit irgendjemand anderem aus dem Dying Light gespielt. Vier Mann. Also ich habe nie mit mehr als ein. Die Story, das war ein Singleplayer für mich. Also ich habe das nie, keine Ahnung. Ich glaube, es liegt weniger also an Singleplayer, aber es liegt, glaube ich, eher daran, dass es sehr, sehr storylastige Spiele sind, was Witcher und so betrifft. Oder auch Zelda zum Beispiel. Wirst du auch kaum Erfolg haben, jetzt zumindest auf einer Plattform wie Twitch, weil du fängst an zu streamen auf Twitch. Und die meisten Leute schalten erst nach einer Stunde oder anderthalb ein. Stell dir vor, du würdest jetzt irgendwie ein Binge-Watch von Game of Thrones machen. Da guckt auch keiner nach einer Stunde erst rein oder so, sondern die Leute wollen das halt von Anfang an sehen und es bis zum Ende sehen, weil es halt um die Story geht. Sonst verpasst du halt was. Spiele jetzt zum Beispiel wie Dark Souls, was ja auch extrem Singleplayer-lastig ist, ist was anderes, weil die Leute halt wiederum dir beim Failen zugucken können. Und darüber Challenge. Weiß ich nicht. Genau, und weil es eine Challenge ist. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und Dark Souls ist halt nicht so storylastig. Ich glaube, daran liegt das ein bisschen auch. Ich habe eine sehr schöne Frage. Die würde ich gerne mit einflechten, weil das bezieht sich auf unsere Charaktere bezüglich des Hypes. Verliert ihr die Lust, wenn euer Stream, wenn ihr merkt, dass der Stream die Lust verliert, verliert ihr die Lust am Spiel? Oder zieht ihr das knallhart durch? Knallhart. Weil ich gehypt bin und ich habe Freude daran und ich habe keine Lust, den Stream auszumachen und es dann für mich alleine zu spielen. Also ich hoffe, mitreißen zu können und nein, ich lasse mich da nicht. Da bin ich richtig trotzig dann. Ich will dieses Spiel jetzt spielen, ich habe mich darauf gefreut und wenn es euch nicht gefällt, dann sehen wir uns wieder, wenn das Spiel vorbei ist. Habe ich bei Mass Effect. Ne, das ist geht lange. Ich habe das komplett, Teil 1, 2, 3 hintereinander. Ist für mich einer der besten Spielereien überhaupt. Ja, hab siehst ich du? Eiskalt abgebrochen. Hast du? Ja, weil es mega storylastig ist. Nee. Du bist halt ab und zu auch so du bist oft zwei das, Stunden. Ja, Fahrstuhl gefahren, ja. Zwei Stunden bist du Fahrstuhl gefahren. Das ist der erste Teil. Im ersten Teil bin ich über 100 Mal Fahrstuhl gefahren. Oh Gott, das ging lang. Stimmt. Aber es ist trotzdem eine in sich geschlossene. Diese drei Teile, wenn du sie wirklich gespielt hast, sie sind wirklich groß. Das hat bis jetzt für mich nichts, kein Bioshock kommt daran, weil der dritte Teil war da was ganz anderes. Kein Dragon Age oder sonst etwas. Das war wirklich toll und das habe ich,
50 Tage oder so gab es nur Mass Effect. Bam. Und ich habe es genossen. Und es ist für mich, da werde ich in 10 Jahren noch zurückdenken an Situationen in Mass Effect und sagen, wow, das war so toll. Da lasse ich mich nicht beeinflussen. Also bei mir ist es ja generell so, dass Leute mir, also ich habe noch, glaube ich, ich habe mich noch nie irgendwie beeinflussen lassen. Also Leute versuchen immer wieder zu sagen, hey, zock doch das oder zock doch das. Ist mir scheißegal. Vielleicht ist es ignorant oder abgehoben oder so, aber ich glaube, wenn man sich da reinreden lässt, dann lässt man die Leute bestimmen, was man für Content macht. Und wenn man das macht, steht einem ein gerader Absturz, nicht nur von der, weil man sich irgendwie beeinflussen lässt, sondern auch, weil man nicht mehr das mehr macht, was man will. Und nee, sollte man, also sollte man nicht tun, aber ich habe auch, weiß ich nicht, es kann mal vorkommen, dass wenn jemand schreibt, hey, hast du das Spiel schon gesehen, dann gucke ich mal in den Store. Beispielsweise bei 35 mm, das ist, glaube ich, jetzt, warte, ist das, heißt das so? Ja, 35 mm ist beispielsweise was, was ich empfohlen gekriegt habe, das habe ich gekauft, habe ich aber auch noch nicht gespielt, das ist so ein kleines Story-Game. Das werde ich mir noch angucken. Das kann mal vorkommen, aber. Also wenn du dir reinreden lässt von wegen, oh, das ist jetzt aber langweilig hier. Mann, ist das, oh, ist das langweilig. Weil dann fängst du an, dass das Ende, der eine von, also ist der, ist das, was, ist das eine Katze? Ja. Das war. Lecker. Auf jeden Fall ist das dann das Ende. Also einfach lassen. Ich mach's nicht. Wie ist das bei dir, Slabby? Bei mir ist es eher andersrum. Also zum Beispiel Stardew Valley hätte ich noch bis heute wahrscheinlich spielen können und die Leute hätten mir zugeguckt, aber ich war dann irgendwann einfach nach 2, 3 Wochen, wie ich das gespielt habe. Oh, spiel bitte nicht 35 mm Stay. Okay, erspar's dir. Tu's nicht. Ehrlich? Ja, tu's nicht. Spiel's nicht. Ich Kann hab ich mir. noch zurückgehen? Warte mal. Weiß ich nicht. Also spiel's bitte nicht. Tu's nicht. Aber es ist so schlimm. Ja, Oh, warte mal kurz, ich guck mal ich kurz in hab den 2 Stunden. Store rein. Nein, tu's nicht. Don't Chris do it. Batman, was? Ehrlich? Größtenteils positiv. Nope. Kannst du mir kurz eine Begründung geben? Also kurz eine unspoilerhafte Begründung geben? Das Spiel ist super boring. Okay. Das ist deine kurze Begründung. Ich Oh. hoffe, das ist dir kurz genug. Also, das ist wirklich super, super. Also, ich habe es mir 2 Stunden bei Dan angeguckt und dann hat Dan auch irgendwann ausgemacht. Ich war sehr froh darüber. Nee. Sieht aus wie ein Walking Simulator. Ja, es ist so Walking Simulator, see the Russian Umgebung und. So wie Kolat oder was? Hey, Russian ist schön. Nee, also tu's nicht. Ist zwar ein schönes kleines Spiel, was man vielleicht unterstützen sollte, aber also tu's ja an und sag mir, wie du es findest. Würde mich freuen. Ja, ich guck mal. Ich muss ja erstmal die Zeit finden dafür. Ich muss ja erstmal am Tag ein Mindestmaß an Headshots in CSGO machen, bevor ich das Spiel verlassen kann. Also ein eigenes, persönliches, erstrebenswertes Ziel. Zuckerblick. Aber Daddy DMG hat schon recht. Mach dir dein eigenes Bild. Entscheide das selber. Vielleicht findest du es ja geil, weiß ich nicht. Genau jetzt habe ich nämlich das gemacht, was ich persönlich am meisten hasse. Wenn du Leuten als Streamer versuchst, genau, wenn du dir Was was soll wünschst. das? Kauf dieses Spiel, Mann! Das ist so gut, jetzt kauf es endlich! Und dann sitzt er da 2 Tage später, schickt dir den PM. Ja, also, Dizzy, ich habe mir jetzt für 70 Euro Quantum Break gekauft Und kannst dich runterladen, im kannst du mir Windows Store. Ich helfen? kann es nicht runterladen. Die Story war auch scheiße bei YouTube. Warum habe ich 70 Euro ausgegeben? Und dann sagst du halt, okay, Leute, Endsub, ja, alles weg. Alle Donations zurückgezogen bei PayPal von 2012, die allererste. Schluss jetzt! Also, zock's einfach. Ich meine, es kostet 9 Euro. Guck's dir einfach mal an. Vielleicht ist es ja toll. Ich hab's im Abo, im Sparabo gekriegt. Ah. Ja. Vielleicht, ja. Gut. Jamba oder was? Ja, ich habe gleich dafür noch ein Handy bekommen. Okay. Ui. Das ist der Lautophon. Wo wir gerade von diesen ganzen Hype-Geschichten spielen, ich würde diese eine Frage noch wegnehmen vom Hype und dann so langsam in eine andere Sparte reinhüpfen. Und zwar ist hier noch eine von Patrick und der hat geschrieben, dadurch, dass ja so viele Spiele draußen sind, ist meine Frage, seid ihr eigentlich spielmüde geworden? Spielmüde. Dass Na, ich keine Lust mehr habe zu zocken? überfüttert. Ja, übersättigt. Übersättigt.
Nö. Ich muss dann nur einmal irgendwie mir die Indie-Spiele angucken, die so rauskommen, und dann habe ich ganz viele neue, tolle Sachen, die ich spielen mag, ehrlich gesagt. Klar, also hab seit ich, glaube ich, 19 oder 18 war, keinen Shooter mehr gespielt. So richtig. Weil ich einfach keine Waffe mehr halt, also Ego-Shooter, so. Hat mich einfach nicht mehr gereizt, weil es mich irgendwann einfach übersättigt hat. Das ja, aber dann wechsle ich halt das Genre und spiele halt was anderes. Und okay, Superhot habe ich gespielt, ja, das stimmt. Ja, das Ja, war ich ja aber kann. auch über Nische und über Indie Ja. und edgy und oh, ich will was Besonderes sein. Fuck, Ja, den Superhot habe ich zurückgegeben, ey. ich bin ja auch ein Hipster. Was hast du Ja, zurückgegeben? das musstest du uns nicht sagen. Wir gucken auf die Frisur und we know what Sagte der, der genau denselben Pissschwung auf dem Kopf hat, weißt du? saying. Was ist da los? Was denn jetzt? Ich sag, wir Warte, sind hier warte. offen. Ja, Warte. ja, du hast offen von mir gehört zu Hier, mein dir. Ausschnitt Ich ist konnte auch keinen Satz offen. bilden, Entschuldigung. Du hast doch genau Ja. denselben Salat auf dem Kopf da. Hier, Das nennt man hab ich kurze auch. Haare. Dass die Männer mal einen tieferen Ausschnitt haben als die Frauen, ne? Ja. Ich find's geil. Das ist mein Female Streamer Boob Batman. Kompensationsausschnitt. Schade, ich Und krieg's. er hat gewirkt. Ja. Läuft. Schade, Was war die mit Frage? dem Handtuch kann man leider den Meggelmur nicht nachmachen. Ich hab's versucht. Ich Was war die Frage? wollte auch mal zu den coolen Leuten gehen. Ja, das Ach so, ist. Ob ob wir wir übersättigt sind. spielmüde sind, Achso, ja. ich bin nicht übersättigt. Nee. Ich bin maßlos. Bin ich satt zu kriegen. Entschuldigung, der musste so sein. Ich Ja. konnte nicht anders. Es wäre wieder meiner Natur gewesen, hätte ich das nicht so gesagt. Ja. ja, du bist dran. Also 2015 war ein schweres Jahr für mich. Spieletechnisch war 2015 schwierig. Wieso, du hast doch Anfang Far Cry gespielt. 2015 gerade. Aber ansonsten nicht mehr. Also seitdem Counter-Strike da ist und ich Counter-Strike auch ein bisschen Fuß gefasst habe und ein bisschen weiß, was da los ist. Und seitdem ist eigentlich egal ist, was für ein Spiel ich spiele, ist nicht schlimm. Also man hat ja auch immer wieder seine Games, zu denen man zurückkehrt. Wir hatten das vorhin ein bisschen, ja. Also ich kann halt, also ich gehe halt wirklich morgens an den Stream ran und weiß nicht, was ich spiele. Und dann gucke ich in meine Steam-Bibliothek und dann sage ich, okay, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, Counter-Strike, City Skylines vielleicht, Total War, Hearts of Iron. Und dann gucke ich, worauf ich am meisten Bock habe und das spiele ich dann. Und die Liste wird eigentlich nur noch größer. Also ich bin 2016 ist bis jetzt, was meine Game Library angeht, ein gutes Jahr. Also aufgrund der Tatsache, ich suche immer viel Neues. Also ich glaube, ich habe auch so viele Sachen schon gespielt und mich in Gefilde bewegt, wo ich vielleicht hätte gar nicht sein sollen. In den ewigen Jagdgründen war ich auch schon. Ich bin's müde und leid, immer neue Spiele zu suchen. Da bin ich müde jetzt mittlerweile. Aber da gibt's immer noch tolle Leute, die dir was vorschlagen. Aber ansonsten bin ich. Also ich sag mal, was so Indie-Games und so diesen ganzen Click-and-Point und Wimmelbilder-Geblödel da. Also davon bin ich absolut übersättigt. Hast du Absolut. das gespielt? Nee, Wimmelbilder? schon allein die Vorschläge davon, ich bin von den Vorschlägen schon Ach übersättigt. so, ich denke gerade, Also, ich kann nicht genug kriegen von Singleplayer-Games. Und ich habe auch so, wie Stay, meine Go-To-Games, meine Singleplayer-Spiele, wenn ich überlege, wie oft ich schon Wolfenstein durchgespielt habe. Oder Hitman, die Dinger kann ich schon im Schlaf spielen. Kommt übrigens demnächst, just saying, Hitman ohne Brille und für jeden Tod irgendeinen Scheiß machen. Oha. Auf Nightmare, wohlbemerkt. Und ich sehe ohne Brille gar nichts. Weil ich das Spiel einfach, ich kenne es in- und auswendig, aber ich lieb's immer noch. Aber übersättigt? Nö. Übersättigt von Hypes bin ich, ja. Davon bin ich auf jeden Fall übersättigt. Und ansonsten finde ich, die Spielelandschaft entwickelt sich eigentlich immer besser und viel schöner. Ich meine, wenn wir überlegen, was letztes Jahr rausgekommen ist, die zwei wahrscheinlich größten Rollenspiel-Titanen sind rausgekommen letztes Jahr. Dieses Jahr wurden viele angekündigt und verschoben. Ja. Komischer Hype. Aber ich denke, wir sollten da zuversichtlich sein und einfach lernen, oder viele sollten wieder lernen zu genießen und sich mitreißen zu lassen. Und dann geht das schon.
Also bei mir ist das auf jeden Fall, ich bin definitiv nicht satt, sonst würde ich, glaube ich, nicht mehr streamen. Dann sollte man, glaube ich, besser ausmachen. Ja. Ich meine, ich kann das aus Spielersicht gut nachvollziehen, tatsächlich, wenn ich mal den Streamer ich halt wegstelle und das als Spieler mir betrachte, dann gehe ich auch manchmal durch über 100 oder knapp 200 Spiele in Steam durch und finde kein einziges, was ich spielen will. Ja, das ist Echt? so, ja, das ist so wie wenn man in den Kleiderschrank guckt und nichts findet, was man anziehen will, so fühlt sich das an. Und Kann ich nicht. kann ich nachvollziehen, weil manchmal habe ich dann auch einfach keinen Bock mehr hier zu sitzen und zu zocken, aber dann mache ich halt den Stream an und dann macht's mir wieder Spaß, von daher. Halt das Schöne daran, wenn man Streamer ist. Wenn ich das mal kurz sagen darf, ich hatte bis jetzt erst ein festes Spiel. Nee, stimmt nicht, zwei. DayZ und Minecraft, ja. Wisst ihr, wie sehr es mir unter den Fingern brennt, zu Minecraft zurückzugehen? Aber Warum machst du es machst du es nicht? nicht? Boah, nee, ich kann, nee, das will ich Oh, nicht. die Community. Ich will, nee, das geht nicht. Die Community Nee. ist besser geworden. Ja, wo denn? Bei Minigames Weil wenn du oder nicht anfängst, PvP zu machen und nee. MLG 360-Shots Nein, nein, machst nein, von nein. irgendeinem krassen Stein und auf Nebelneek-Art und Weise anfängst, apathisch rumzuschreien und ADHS-mäßig Leute ankackst, dann kann das gut sein, ja. Ich meine, ich meine, es ist total übertrieben gewesen und total irrational und bescheuert. Ich habe einen MLG-Samstag gemacht, wo ich meine Cam ausgemacht habe, die ganze Zeit geredet habe, als wäre ich der totale Aslak. Und immer wenn jemand subscribed hat, das war total der Sellout. Und bescheuert habe ich einen Monster, ich habe eine Monster-Cam eingeblendet, wo man sich als Sub auswählen konnte, ob man grün oder rot will. Ja, das war halt total behindert so. Aber das hat halt Spaß gemacht, ne? Das war halt super witzig. Und an sich sind die Leute halt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Minecraft-Viewer reingekommen ist und gesagt hat, sag mal, was ist denn der Ali so aus, was ist der Ali so am Ausrasten, ja? Was hat der für ein Problem? Aber an sich war das ein lustiges Erlebnis, so. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du sagst, du willst da zurückkehren, so, dann solltest du das tun und erstmal grundsätzlich gucken, was dabei passiert, besonders was community-technisch ist, weil du bist Partner, du kannst immer noch sagen, Sub-Mode! Und dann ist egal. Ja, das kann man wirklich tun, aber das ist. Ich erinnere mich halt immer so an die Vergangenheit zurück, ja. Und ich bin froh, dass der Hype langsam so abgeschwappt ist, dass man eventuell endlich mal für Erwachsene Minecraft spielen kann, ja. Was es wirklich gibt da draußen, ja. Bevor ihr das wieder alle verurteilen, im deutschsprachigen Raum gibt es halt nur Kinder-Minecraft, aber es gibt halt auch Nee, das Minecraft ist nicht für richtig übrigens. Es gibt Leute auf Twitch gerade, die haben aber sehr, sehr wenig Viewer, ältere Herren, die Ja. exzessiv Minecraft spielen. Mit Ja. Technik und so ein Ja, eben, Scheiß. das meine ich ja. Das ist ja Ja, Erwachsene-Minecraft. dich Slap, du bist doch noch 15. Jetzt hör doch mal auf. Das meine ich ja eben, ja. Aber Ich spiele es auch nur ist. auf Gomma HD. Ja, Ja, besser ist. jetzt geht's los hier. Naja. Ich habe hier, um den Thema Umschwung zu kriegen. Und zwar, wenn wir schon von neuen Spielen reden. Wir brauchen ja immer wieder neue Peripherie. Ja? Es gibt ja Menschen, die kaufen sich für 2.000 € eine CPU. Keine Ahnung, wir müssen ja hier keine Shots feiern, ja. Und bauen sich das in den Gaming-PC ein, wo es überhaupt total sinnfrei ist, ja. Moment, hat das tatsächlich jemand gemacht? Sich eins von diesen übertrieben teuren. Nein, 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 nein. Aber hat sich der Okay. auf jeden Fall auch nicht in den Gaming-PC gebaut, wo er halt so überhaupt nicht und so, ne? Aber. Diese 10-Kern-Geschichte Ja, oder was? genau. Und wie ist denn das bei euch? Lasst ihr euch so bei der Peripherie und so Hardware-Geschichten, lasst ihr euch da mitreißen oder. Sagt ihr jetzt zum Beispiel, die 1080 ist ja so das Thema, ja? Also ich weiß nicht, wie oft man auf die 1080 angesprochen wird. Bei mir ist ja so, mein Chat ist ja mehr so der, ja, die Schildkröte unter den Chats, ja? Da liest man ja jede Zeile noch, wenn ich das so sagen darf, ja? Darf ich was dazu sagen? Ja. Ich mache einen auf See. Ich bin raus. Ja, ich Da bin wird das raus. Brillenbild Ja, vor allen Dingen, zurückgeworfen. alle haben sich Ja. schon Handtücher und alles geholt, ja, einfach nur um irgendwas zu werfen, diese Ich will auch was Imitate. werfen. Ich will Ja. auch was werfen. Ich Wer werfe hat's meinen erfunden? Bikini? Wer hat's Ja, erfunden? du nicht. Disclaim. Du nicht. Naja. Handtücher wurden auch früher schon bei Boxen geworfen, ja. Ich habe mit der 1080 ich habe eine interessante Erfahrung, wo ich sehr gelacht habe. Also nachträglich auch sehr gelacht habe, sehr intensiv.
Die Leute sind ja ausgerastet. Ich habe ja eine 89 Ti und ich habe eine 89 Ti in meinem Gaming-Rechner und eine 79 in meinem Streaming-Rechner. Same hier. Totaler Overkill des Todes, ne? Hab ich auch. Und in meine 89 Ti, ja, habe ich erworben, weiß ich nicht, Ende letzten Jahres. So. Sowas. So, und kommen Leute in den Chat und sagen, ja, die 1080 holst du dir. Ich so, warum sollte ich mir die holen? Erstmal gibt es keine Benchmarks zu dem Zeitpunkt. Und wenn es Benchmarks gibt, nur weil die 20 FPS mehr hat, will ich in The Witcher nicht, ich will in The Witcher nicht 100 FPS haben, mir reichen auch 80. Das macht halt absolut keinen Sinn, für die Karte von einer 89 Ti abzugraden. Und das Lustigste, und jetzt kommt das Lustige daran, da hat jemand in den Chat geschrieben, dass das doch total dumm ist, vorher eine Grafikkarte zu kaufen. Und der schreibt mir jetzt immer noch, Grüße gehen raus an, ich weiß nicht, wie der Name, unrelevanter Viewer 1. Der schreibt mir immer noch Nachrichten, wie dumm die Entscheidung denn ist, eine 89 Ti zu holen, anstatt eine 1080. Immer Ja, noch. Der schreibt mir einmal in der Woche. Habe ich auch Der noch. schreibt mir eine Nachricht, da steht drinne, und verlinkt mir die neuesten Benchmarks. Und ich sitze nur da und lach mich kaputt. Ja? Weil er mir dann immer zeigt, wie viel 10 FPS die mehr hat in Doom oder 5 FPS mehr in Doom und so. Und will mir da das Argument kaputt machen, dass die 89 ein guter Deal war oder so, keine Ahnung. Also es gibt, was das angeht, ist halt, weiß ich nicht. Das ist aber das Problem, ich möchte das nochmal, weil das jetzt gleich eh passieren wird, da wird dann aber auch wieder dieses sensible Thema AMD Nvidia angesprochen. Und da bin ich ja. Oh. Es wird jetzt eh passieren, es tut mir leid, ich nehme es jetzt mal vorweg, damit wir das kontrolliert starten können, weil es wird so oder so passieren. Dieses leidige Thema von wegen, wer ist besser und wer hat den längeren Penis und Intel, AMD. Naja, ich war auch mal 15 und habe mich halt gerne darüber gestritten, ob der N64 oder die N64 oder die PlayStation cooler ist. Sorry, Stay, dann schreibe ich dir halt nicht mehr. Zorgs war übrigens nicht gemeint. Das Just ist ja saying. normal, halt. Das gehört zur Pubertät halt dazu. Aber irgendwann sollte man dann halt da raus sein, finde ich. Aber seid ihr denn so weg von diesen Hypes jetzt? Also mich juckt das gar nicht, zum Beispiel. Auch so Apple-Produkte oder Samsung oder zum Beispiel von diesen hier OnePlus 2-Telefonen, alles so diese Sachen, das ist totaler Overkill, oder? Diese Ich habe ganzen, letztens. die Hypes, die sind doch totaler Overkill. Das Schlimme ist halt wieder, pass auf, bei dieser Grafikkartengeschichte, ja, wenn wir darauf, weil wir, da sind wir ja drin involviert, ja. Wenn ich sehe, dass Menschen das von Nvidia geschenkt bekommen, okay? Bam, hier, Sacriel, du kriegst zwei, AdmiJP, du kriegst drei, Spamfish, du kriegst auch noch zwei und dann posten die so ihre Bilder, ja. Und dann sehe ich die Leute schon, wie sie wahnsinnig einfach losrennen und sich diese Scheißkarte kaufen, ohne sich vorher mal Gedanken zu machen, wo sie eigentlich ihr Geld dahin bringen und das eventuell noch sinnvoller nutzen könnten, um weniger ausgeben zu können. Und also auch so Apple-Sachen und so, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen vor einem Laden stehen, um ein scheiß iPhone zu kriegen. Nachts und da campen. Auf Beton, okay? Mit so einer Matratze. Hast du die mal? Ja, jetzt, ich möchte da mal was einhaken, nämlich ich habe zufällig nach dem letzten Ask Source habe ich mit Scizor im Teamspeak, habe ich mich über, sind wir aufs Thema Steve Jobs gekommen und ich habe mich dann mit ihr hingesetzt und wir haben alte 2007er, war das 2007? Ich glaube, 2007 ist das erste iPhone rausgekommen. Kann sein, 2007 war vielleicht auch 2009, ich bin mir nicht sicher. 2006. 2006, 2007, auf jeden Fall ist es erst die erste Präsentation des iPhones, haben wir uns angeguckt. Und wir haben 10 Jahre danach, hat uns die Präsentation gehypt. Wir haben das 10 Jahre später geguckt und wie der da stand, wie Steve Jobs da stand, Ruhe in Frieden, Bruder. Hier ein Taschentuch über dein Grab. Muss ich den Licker vergießen oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns das noch gehypt, wie das. Was da gesagt wurde, wie der das präsentiert hat, wie die Innovation damals war und so. Und als ich das gesehen habe, ich weiß nicht, ich hätte mir danach fast ein erstes iPhone geholt, einfach nur weil das so gut präsentiert war, weil der Hype halt dadurch ausgelöst wurde. Und ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, ja, aber die machen das halt PR-technisch ganz gut.
Ich würde natürlich trotzdem nicht irgendwo vorcampen oder so. Da bin ich viel zu abgehoben für. Da würde ich mir immer bezahlen und davor campen lassen, natürlich. Ich bestelle einfach ein halbes da vorher. Und Ja, heutzutage kann man ja auch nachdem bestellen. alle, und wenn dann alle fertig sind, dann komme ich dann so kurz vor Feierabend da rein, nimm die Sache, auf die ich gehypt war, halte sie dolle fest und laufe wieder raus, ganz gemütlich. Ach, war das Dann wirst schön du mit dann der von irgend so einer PlayStation 4. Hype-Furie überfallen, so. Ich habe Gib meinen mir Mann das Spiel! dabei. Gib mir das Spiel! Aber es ist Muss ich Wahnsinn, verteidigen. oder? Es ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber ich finde, das ist, ich meine, Stay hat sich damit auch so sehr intensiv beschäftigt mit den Beauty-Produkten, wie manche Leute darauf abgehen. Also behandelt's bitte sachlich, Stay, ja? Bitte. Aber das ist echt Wahnsinn, wie. Psst, Ruhe jetzt. Das ist ein gutes Oh ja. Beispiel, wie sehr Menschen da abgehen können auf so ein Zeug. Also. Wie sehr die nach Donuts riechen wollen. Strike. Wir müssen ganz kurz Entschuldigung, es tut weitermachen mir leid. ohne. Ich schäme mich schon, es tut mir leid. Aber es ist Wahnsinn, wie Menschen auf Sachen abgehen können, oder? Also da frage ich mich, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ist das nur bei jüngeren Menschen so oder ist das auch bei älteren Erwachsenen so? Wegen nach Don. Also, ich sag, ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, mit diesem Thema Hi solche Sachen hypen. Nö. Ist das Donut? Was ist Das ist das? der cremige Asiate. Okay. Wow. Und das ist der Hast du auch. leckere Donut. Nice. Oh. Sind die gut? Riechen die? Kann man die nutzen? Diesen Donut. Also, hast du Ich hätte mal. so gelacht, Ich hättest du versuche das dir. in die Kamera Ich. gehalten. Riechbar. Also, theoretisch von der Intensität, also wie stark das ist, könnte man sich fast vorstellen, dass man das durch die Kamera riecht. Sehr stark. Ja. Na, dieses Hype-Ding, ich wollte schon sagen, oh nö, nö, da bin ich nicht so gehypt, aber ich war halt damals auf die PlayStation 4, war ich halt, ne? Und ich habe aber auch schon die PlayStation 2 damals ein Jahr lang vorher bestellt. Also es gibt schon Sachen, wo ich dann auch gehypt bin, mir die Sachen dann wirklich Ewigkeiten vorbestelle, damit ich am ersten Tag eine bekomme. Aber jetzt sowas. Was ja eigentlich nicht um das Produkt geht, sondern um die Person, die dahinter steht. Ich glaube, da bin ich zu alt für. Das ist so, da weiß ich, ich will jetzt nicht sagen, andere stehen da nicht fest genug im Leben, aber ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Sind wir immer noch, ist das gleiche Thema? Ich war kurz weg, tut mir Die leid. Frage, die ich gestellt habe, ist das jetzt unterschiedlich, ob jung oder alt? Also bei Produkten, dass man sich mehr hypen lässt oder weniger hypen lässt? Ja, Jo. hundertprozentig, ja. Du hast ja, Salissa hat ja gerade gesagt, sie steht zu sehr im Leben dafür. Und ich stehe beispielsweise nicht so im Leben und musste mir dieses fantastische Produkt Bilou kaufen. Das ist übrigens im Fachhandel in mehreren Geschmacks, in nicht Oh. Geschmacksrichtungen, Dusch, also Gerüchen, Jetzt sei doch Varianten. nicht so durcheinander, Mensch. Reiß dich In doch mal mehreren zusammen. Varianten zu kaufen gibt. Unter anderem diese beiden fantastischen Produkte hier. Also deine Holz gucke ich nicht mehr. Du kannst meine Plattenholz gucken. Ich habe über meinen Plattenspieler-Shit. Das ist sehr interessant. Aber, was ich sagen wollte, ja, das spielt eine Rolle. Und weißt du, woran du das merkst? Simon Desue hat letztens. Es tut mir leid, dass ich das weiß. Simon Desue hat letztens einen interessanten Twitter-Spruch gemacht, nämlich, dass er sich nicht ausgesucht hat, Vorbild zu sein. Und genau, Simon, ist egal, unrelevanter YouTuber 1, hat letztens einen Twitter gemacht, aber großer YouTuber, hat letztens Und einen was macht Twitter-Post der gemacht, YouTube? Lifestyle. Ah, okay, danke. dass er sich nicht ausgesucht hat, Vorbildfunktion zu sein. Liont hat letztens einen YouNow-Stream gemacht, wo er vollkommen besoffen und zugekifft sich seiner Community präsentiert hat. Und sowas ist halt ein Zeichen dafür, dass es langsam in eine Richtung geht, wo es gefährlich wird. Weil wenn die Leute sich nicht mehr bewusst sind, dass sie Einfluss haben, in der Größenordnung 200.000 Abonnenten, 300.000 Abonnenten, ich glaube, Desu hat sogar 2,5 Millionen. Und er sagt, er will kein Vorbild sein. Er hat 2,5 Millionen Abonnenten auf YouTube und er sagt, er will kein Vorbild sein. Und jede dieser Flaschen, die ich hier vor mir stehen habe, gingen an irgendwelche Leute, die entweder das gegessen haben, Grüße gehen raus an Nebelnik, oder kleine Kinder, die eins zu eins die Wortwahl ihrer Idole kopiert haben. Eins zu eins, kannst du dir mal
Es gibt Twitter-Posts darüber, es gibt Videos auf YouTube darüber. Du kannst das Originalvideo gucken. Ich möchte euch heute unbedingt mein Produkt vorstellen. Und dann kommt kleine Jacqueline, die 9 Jahre alt ist und benutzt 1:1 die gleiche Wortwahl in 1:1 der gleichen Präsentationsart mit 1:1 den gleichen Produkten. Das ist wie so eine kleine Promo-Armee. Das ist wie eine kleine, vor sich hin vegetierende Promo-Armee, die das alles aufsaugt, mitnimmt und sich später entweder schämen wird dafür, was sie getan haben, oder nicht mehr darüber nachdenken wird oder irgendwann rauswächst oder drauf hängen bleibt und genau den gleichen Scheiß macht. Darf ich dich jetzt mal ganz hart von der Seite anschießen? Schieß mal los. Das Ding ist, im Endeffekt, du bewegst dich ja auch in deiner Rolle, die du spielst, wie ein Assi. Du schießt in alle Richtungen, du machst jeden an und sehr viele Leute plappern dir alles nach. Wir können das jetzt nicht mit Kappa abtun, was die anderen Leute sagen. Dass du das spielst, ist mir klar. Aber du bist doch für andere Leute in dem Moment auch ein schlechtes Beispiel. Und du, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt mal, weil du ja hier bist und ich mit dir darüber reden kann oder wir, du hast auch schon Negativ-Hypes hergestellt. Mach mal ein Beispiel. Dinge, die vorgefallen sind, wo man eventuell einfach hätte einen Haufen drauf machen können mit gewisser Persona, die aus Versehen was in die Kamera gehalten hat, zum Beispiel. Ich möchte, wie gesagt, keine Namen callen. Ja, okay, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich versuch's mal allgemein zu machen. Na, der junge Mann mit dem C und dem anderen Buchstaben. Mit dem K. Ich habe keine, also ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwer hat irgendwas in die Kamera gehalten. Ich habe, also wenn ich, und das ist richtig, ich bin eine sehr kontroverse Persönlichkeit und ich bin eine sehr provozierende Persönlichkeit und ich bin auch eine sehr direkte Persönlichkeit. Ich kann 100% sagen, dass meine Twitch-Karriere an einem Punkt angekommen ist, an dem ich der Einfluss und die Tatsache, dass da ein Chat existiert und der mit dir interagiert, mich beeinflusst hat. Das heißt, wenn die Leute, jetzt weiß ich, wie du meinst. Schön, dass es endlich geklingelt hat, ja? Ja, es hat geklingelt. Es tut mir leid. Ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Du meinst eine Nische, aber du meinst das Große. Alles klar, ja. Da möchte ich gleich nochmal was zu sagen. Ich werde kein Name-Dropping machen, aber ja, die Leute wissen es, ey. Ich habe, also der Chat hat mich verändert, hundertprozentig. Das, was in meinem Twitch-Chat vorgeht, ich konsumiere meinen Twitch-Chat so intensiv, dass ich sagen kann, ich glaube, das, was in meinem Chat passiert und das, was auf Twitch passiert, hat mich verändert als Streamer. Aber das ist ja ganz normal. Mittlerweile, ich habe tatsächlich zeitweise mal versucht, mein Wachstum in den Griff zu kriegen. Das heißt, als ich das erste Mal so viele Leute in meinem Chat hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass es zu viele sind, habe ich halt sinnlos Leute gebannt. Also einfach raus, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, um das zu verkleinern, um das zu konzentrieren, um das immer wieder kleiner zu machen, damit man irgendwie die Übersicht behält, weil ich auch immer schon Angst davor hatte, ein rapides Wachstum hinzulegen, weil ich nur Negativbeispiele diesbezüglich kannte. War Mitte 2015. Und jetzt ist es allerdings so, ja, ich bin teilweise beleidigend, also was heißt, ich benutze Wortwahl, die theoretisch total lächerlich sind, aber ich kann das zu einer gewissen Weise immer wieder rechtfertigen und ich versuche das auch immer wieder satirisch und humoristisch darzustellen. Und wenn es nicht so ist, dass es satirisch oder humoristisch ist, geht es einfach um meinen Standpunkt hinsichtlich einer bestimmten Tatsache. Das mag jemand negativ aufnehmen, das mag jemand dumm nachplappern, aber meine Community ist mittlerweile so groß, dass ich nicht mehr für alles haften kann und auch nicht mehr für alles haften will. Ich habe mich mal mit Bieber unterhalten und der hatte ähnliche Sachen gesagt. Wenn in der Bieber-Steam-Gruppe beispielsweise jemand ist, der mit dem Bieber-Steam-Tag auf irgendwelche Matchmaking-Server geht und da sich 23, keine Ahnung, der dreht sich halt den ganzen Tag und macht Cheats und so einen Scheiß. Und ja, dann cheatet der halt und dafür ist Bieber halt nicht verantwortlich, ja. Und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass man mir bestimmte Sachen anrechnen darf, weil irgendjemand nicht in der Lage ist, den humoristischen Teil oder die Message zu verstehen, so, dann verstehen die das halt nicht. Ich glaube, ich bringe sie immer rüber. Bei den anderen ist es halt auch genau dasselbe. Also wenn in dem Fall den unbenannten YouTuber 1, der den Tweet schreibt, der entzieht sich seiner Verantwortung,
Genauso, weil er keinen Überblick mehr hat. Und Nee, das nee, ist nee, halt. nee, 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 nee. Das ist nicht richtig. Ich sage beispielsweise konsequent, dass ich bestimmte Ideale vertrete, wie beispielsweise kein Konsum von Alkohol, kein Konsum von Drogen, kein Konsum von dem und dem, lass die Scheiße mit irgendwelchen Sachbeschädigungen, fass nicht irgendwelche, was soll, also Sachen, die, das sind Ideale, die ich vertrete und die ich auch offenkundig mache. Beispielsweise, wenn ich in irgendeiner Form politisch mal was sage, dann äußere ich mich immer wieder negativ über die aktuelle Situation der rechtspopulistischen Partei AfD. Also ich versuche meiner Verantwortung nachzukommen, soweit es in irgendeiner Form geht. Ich versuche Politik aber auch rauszuhalten und es ist halt ein schwieriger Balanceakt, den ich manchmal nicht hinkriege. Aber auf der einen Seite, das, was ich mit dem Tweet anmerken will, ist, dass der Typ sich überhaupt nicht im Klaren darüber ist, dass Leute das konsumieren, dass Menschen dafür verantwortlich sind, dass der sein Grundeinkommen erwirtschaftet. Und weil Menschen dafür verantwortlich sind, dass der sein Grundeinkommen erwirtschaftet, kann er logischerweise nicht sagen, für mich sind das nur Zahlen. Nein, das sind halt People. So, das sind halt fucking Leute, die das nachplappern. Und ich habe auch Leute, die mir dumme Scheiße nachplappern. So, da muss ich halt mit umgehen. Ich Mehr weiß ich als nicht. Da muss ich genug. halt, da muss ich, ich muss mich dieser Tatsache, so die Frage, das kann ich halt so hinnehmen, ja. Ich kann das versuchen zu erklären, die Frage, die du stellst. Und wir reden ja auch manchmal so darüber, Natürlich. ja, auch außerhalb des Dings. Ich kann sagen, das ist eine. Ich versuche die Schnittmenge zwischen Kredibilität und Unterhaltung zu bieten. Und das war's. Und wenn das dazu führt, dass bestimmte Leute bestimmte dumme Sachen machen, dann okay. Aber dann sind die einfach nicht auf der Höhe, mir meinem Content zu folgen. Also die sind einfach dann nicht so helle. Und wenn die dann nicht so helle sind, dann kann ich nur sagen, alles Es ist klar, dunkel. mach mal Licht an, bitte bei dir. Ja, oder so. Aber das Also ich ist hoffe, so. ich konnte das halbwegs. Na, Naja. natürlich, natürlich. Also ich kann das eh nachvollziehen. Du weißt, dass ich das nachvollziehen kann. Ja. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass aktuell, wir müssen ja keine Beispiele nennen, aber da auch schon wieder so ein Negativ-Hype anfängt oder beginnt. Das, was du vorhin zum Beispiel mit dem Verklagen gesagt hattest, was Ja, du probiert hast. genau. Und das, finde ich, ist so Negativ-Hype. Weißt du, dass die Leute dieses untereinander anficken, oh, entschuldigt die Wortwahl, anfuhen, dass sie das halt mittlerweile, dass das halt auch gehypt wird, so Drama und so. Also, wenn ich mir, ganz ehrlich, wenn ich mir dein Twitter-Feed durchlese, das ist, als wenn ich so ein zehnseitiges Drama von Stephen King lese, ja? Und. Das ist aber auch bewusst so. Ja, aber was da für eine Jauche drin, also was du dir manchmal für Leute schnappst, ja, wo ich mir denke, wo gräbst du die aus? Also Also kannst du mal sehen. das sind die letzten Hinterhofaussagen, die da drin stehen von jemandem, der das hier gemacht hat, ja. So hat der einen Tweet verfasst, ja. Und dann Ja. denkst du dir so, wo holst du das her? Das brauchst du doch nicht retweeten, das weiß doch jeder, verdammt nochmal. Nee, das Ding ist halt, du ver. Also, das, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich weiß, was du meinst. Meinst du, es ist halt echt. Aber für mich ist halt, Twitter ist halt wie ein großes Forum. Wie ein großes Forum, wo man halt seine Meinung reinschreibt. Und sobald man seine Meinung auf Twitter, kommt schon wieder der Salzstab hier. Sorry, ich lass mal liegen. Also, sobald man seine Meinung irgendwo reinschreibt, sage ich halt, okay, du hast deine Meinung geteilt. Ich möchte, dass das bekannt wird, was du sagst. Und wir gucken mal, wohin die Reise geht, ja. Für mich ist das, also, ich mache das schon. Ich will nicht sagen, ich mache das lange, aber für mich ist das Heimspiel so. Für mich ist das super lustig. Ich habe eine. Die Leute, die mir folgen, wissen das halt teilweise auch. Wir haben vorhin gesagt, ich weiß, dass mich Leute deswegen muten und irgendwelchen Bullshit nicht ertragen können, weil sie meinen Content eigentlich nur gut finden und das drumherum nicht verstehen. Ich habe teilweise Subscriber, die mir das schreiben. Ich sah das einfach mal so. Ich habe Subscriber, die mich unsubscriben deswegen und sagen, der Content ist geil, aber das, was du machst, ist scheiße aktuell. Und ich sage immer, ja, das ist überhaupt kein Problem. Du bist ein freier Mensch, du sollst das bitte tun. Aber solange ich und die Leute, mit denen ich rede, das heißt selbstreflexionstechnisch noch sagen kann, ja, das ist cool und ich möchte das so weitermachen, dann ist das so. Ich verstelle mich nicht, ich lasse mich A nicht erpressen dadurch. Weil es halt auch eine bis gewisse Erpressung ist, ne? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ich Ich krieg weiß, Nachrichten, da steht drinne, oh, du hast dich verändert, ich subbe dich nicht. Oh, du hast mich gebannt, ich wollte gerade subben. So, das ist halt fucking Erpressung, ja? Und so eine Scheiße kannst du halt nicht durchgehen lassen. Darum ist der Mittelwert zwischen konstruktiver Kritik, wir haben letztens beim Source tatsächlich darüber gesprochen, konstruktiver Kritik und
Das und also und Banter und irgendwie das beiden der Community recht machen und gleichzeitig sich nicht verstellen, halt so schwierig zu begehen, dass ich einfach grundsätzlich manchmal, dass Sachen runterfallen. Und das ist dann einfach so, du kannst es nicht jedem recht machen. Aber sorry Jetzt for so. Monotalk. Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns mal lieber die anderen beiden auch nochmal wieder einbinden. Ich Ja, finde tut mir leid. das Thema super interessant. Also, ich könnte mich da auch stundenlang unterhalten. Aber seid ihr, also Slabby und Sali, seid ihr da so in dieser aktuellen Situation, was so YouTube und Twitter angeht, seid ihr da so involviert oder sagt ihr euch so, ja, nee, lass gut sein? Ich folge Stay. Fuck. Oh, fuck. Ja, Gigi. Ich bin voll informiert. Das ist aber auch kein Monopol für Das ist wichtige so. Informationen, okay? Nee, Also. das ist, da brauchst du echt keine Soap mehr oder so. Das ist morgens, wenn ich so. Oh. Es ist wie ein Unfall. Ich kann nicht weggucken. Du lest mir den ganzen Kack dann auch noch durch. Ich denke mir, okay, jetzt wird es ja langsam mal Zeit aufzustehen und mir ein Latte Macchiato zu machen und wach zu werden. YouTube bin ich nicht so. Da fehlt mir irgendwie die Zeit. Ich Also finde das Drama Twitter, auf YouTube ja. meinst du? Huh? Was meinst du da mit YouTube? Ja, so allgemein auf YouTube bin ich gar nicht so unterwegs. Achso, was passiert? Okay. Ja, was da passiert und. Wenn die jetzt nicht gerade zufällig auch Streamer auf Twitch sind, dann kenne ich die meisten sowieso nicht. Das ist so. Weiß ich nicht. Ich sag immer, ich bin da zu alt für. Ich hab auch einen Haushalt zu machen und sonst was. Ich streame und irgendwann hab ich keine Zeit für. Dieses YouTube. Und das sind so viele und da kommst du auch gar nicht hinterher. Ich lasse mir das dann lieber portionsweise von anderen erzählen. Ja! Genieße und konsumiere das portionsweise von anderen. Genau, kannst du einfach mal Trashback gucken auf YouTube, der fasst das gut zusammen. Ja? Ja, Mhm. Oh, in the super. Trashback. 10 Der ist Minuten gut da oder drin. so. Ach. Das werde ich mir mal anschauen. Also, Außerdem fühle ich mich nicht so, dass ich die ganze Zeit nichts sage, aber ich glaube, Slabby sagt die ganze Zeit. Ich bin Slabby jetzt mal sagt, still. also Slabby ist non-existent. Der ist, glaube ich, der guckt Fußball nebenbei, oder? Nein, nein. Oh, nein, Oh, nein. okay. Nein, das tust du nicht. Nein, nein, der Chat informiert mich schon die ganze Zeit, was passiert. Es steht 1-0, fast wäre das 1-1 gefallen. Ich krieg das schon alles im Chat mit. Nee, ich habe halt, vor allem was YouTube Deutschland betrifft, habe ich überhaupt gar keine, weiß nicht, Kontakte irgendwie hin, weil ich das einfach komplett ausgeblendet habe. Ich konsumiere kein deutsches YouTube, schon seit Ewigkeiten nicht. Und es wird mir nicht mehr vorgeschlagen. Die Trends-Taste, da hover ich noch nicht mal mehr mit der Maus drüber, weil ich Angst habe zu verrutschen und da aus Versehen drauf zu klicken. Und in meiner Subbox landen halt eben, da landet auch Drama, aber halt amerikanisches Drama. Ich gucke zum Beispiel den H3H3, von dem hier der Vape Nation halt kommt und die ganzen Jungs. Schnell in den Chat, bitte. Heißt es, die Zug du guckst eigentlich die Zukunft des deutschen Ja, genau. Was YouTubes? in Deutschland in 5 Jahren passieren wird, das gucke ich jetzt. Aber mit dem Vorteil, dass ich davon schön weit entfernt bin und mich das gar nicht tangiert, weißt du? Deswegen, das gucke ich mir schon gerne alles an. Oder wie heißt denn der Typ, der letztens hier Ach, mir fällt sein Name nicht ein. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das habe ich alles mitbekommen und dann haben irgendwie die drei großen Säulen von YouTube irgendwie angefangen, über Drama zu diskutieren und sagen, dass das gar nicht geht, dass so viel Drama passiert. Dann sind wieder andere YouTuber reingekommen und gesagt haben, aber warum macht ihr dann Videos darüber? Ihr verdient doch genauso Geld. Und diese ganzen Geschichten, das finde ich als, das ist schöne Unterhaltung für mich, aber da kann ich mich jetzt nicht dran irgendwie ergötzen oder so, weil es einfach nicht mich tangiert, weil ich einfach nicht in diese Kultur mehr oder weniger so richtig reingehöre. Und im Stream quatsche ich halt gar nicht darüber. Ich zock halt modded Minecraft, aber es ist immer noch Minecraft. Das heißt, ich muss mir darüber bewusst sein, dass mir sehr, sehr viele junge Leute zugucken. Das heißt, solange ich dieses Spiel spiele, achte ich darauf, halt schon PG-13 zu sein, weißt du? Und deswegen quatsche ich halt gar nicht erst über solche Themen, die blende ich halt aus und so fahre ich eigentlich ganz gut. Das wird sich sicherlich ändern, wenn ich erwachsenere Spiele streame und das ändert sich auch häufig genug, weil ich dann selber salty werde irgendwie und ausraste und Controller kaputt haue, dann kommt es auch vor, dass ich über andere Themen rede, aber solange ich Minecraft streame, passt das einfach nicht dazu. Sorry for Chat Experience, tut mir leid.
Die Fragen kommen ja eh bei Twitter rein. Ja, gut, das ist gut. Gut. Also, für alle, die jetzt von uns sind, ja, ihr dürft andere Emotes spammen. Holt die Schwerter raus. Macht Schwerter. Ich schreie jetzt nicht rum, wie sonst, wenn wir geradet werden. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ist sehr schön. Sollte man mal mitmachen. Oh ja. Ist das eigentlich, fällt das auch zu Hype? Ja, da wollte ich eigentlich auch noch mit drauf. Aber warte, ich wollte jetzt, lass mich schnell die Kurve kriegen, weil ich denke, ich habe mir vorher extra viel Mühe gegeben, um genau das jetzt zu machen. Pass auf, jetzt kommt die Frage. Denkt ihr, dass das Drama von heute eigentlich nur noch Hype ist? Anders verpackt? Damit große Show, ja. Videos interessant sind? Und habt ihr das Gefühl, dass eigentlich Drama... Oh, jetzt geht's ab. Wir haben einen Krieg! Entschuldigung, aber bei mir geht's immer durch, wenn gespammt wird. Da kriege ich immer feuchte Hose. Ist ja egal, ich gehe jetzt mal kurz in meinen Chat rein, dann ist ein bisschen ruhiger. Ja. In dein eigenen. Ja, ich hoste ja, da können ja auch Leute. Bei mir in Chat hat schon einer was reingeschrieben. Aber denkt ihr, dass. Ja, bei mir schreiben auch einige was in Chat. denkt ihr, dass das Drama von heute eigentlich Hype heißen müsste? Damit Leute ihre uninteressanten Dinge, die sie dort tun, besser verkaufen können? Ja. Also wenn man es genau nimmt, ist es ja teilweise auch eine gestellte Situation. Also machen wir mal den direkten Vergleich. Hype ist durch eine, gehen wir mal von dem Spielindustrie-Hype aus, den wir gerade besprochen haben. Mhm. Spieleentwickler, Spielpublisher will irgendwas bewirken oder Movie kommt raus oder was auch immer. Und es wird künstlich eine Spannung aufgebaut, damit, wenn das Spiel oder der Film rauskommt, dass das besser verkauft wird. Jo, alles klar. Und genauso ist das halt auch mit solchen Dramasituationen. Es gibt halt teilweise Leute, die künstlich, die sich absprechen, auch in so solchen Situationen, alles schon gehabt, auch auf Twitch, die dann künstlich miteinander Streit anfangen, damit die gegenseitig davon profitieren, dass das in der Öffentlichkeit steht. Es gibt große Beispiele mit Soda Poppen diesbezüglich. Es gibt da unendlich viele Leute, die einfach künstlich was gemacht haben und Cross-Promo. Die Leute haben, also die Schnittmenge hat sich dann auf beide Streams verteilt. Die haben einen Viewer generiert. Das ist auch auf YouTube nichts Neues. Ne? Also ich meine, diese ganze, oh ja, du hast mir mein Merch geklaut und ach nee, und eigentlich wollte ich nicht dein Merch klauen. Und das halt, sorgt halt einfach künstlich dafür, dass Leute aufmerksam gemacht werden. Also, dass ein bisschen Promo gemacht wird. Und das ist eine ganz einfache Sache. Also ich nutze das auch übrigens so. Ne? Also ich benutze sowas bewusst. Ich nutze sowas tatsächlich bewusst. Wenn absolut nicht. Was? Ich wollte es nur sagen. Und ich dachte, du hast wirklich sagen, immer so viel Tweef. Ich nutze das bewusst. Also für mich ist das manchmal ist es halt eine Win-Win-Situation für mich. Auf der einen Seite kann ich das vertreten, was ich denke und was ich meine und was ich mache und was ich will. Und auf der anderen Seite profitiert mein Stream davon. Also ich brauche mich gar nicht verstellen, weil läuft halt. Ja, aber wenn die das machen, ich glaube, es ist die neue Art von Werbung. Ja, das ist ja Werbung, das kommt einfach bei Alter XY kann gerade krabbeln bis, ich weiß nicht, welches Alter das gerade noch so erreicht. Also ich bin dann so, okay, ich habe mir dann aber auch schon so die Mitte 30er erreicht das sicher auch noch, wenn sie sich dann beschimpfen mit über du mit deinem veganen Schnitzel und sowas. Ne? Dann bin ich dann auch entertained für einen ganz kurzen Moment und denke mir so, so macht man halt hier Werbung untereinander. Ne? Ob man da jetzt Beef anzettelt untereinander oder sonst was, das ist die neue Art der Werbung. Wir hypen das, egal ob negativ oder positiv. Und umso mehr darüber, ne, ist kostenlose Werbung. Also Hype gab es schon eigentlich im Mittelalter. Star Wars, ja, oder ne? Zu Dark Age of Camelot-Zeiten, als Garak schon geboren wurde. Ja. Also selbst Star Wars wurde gehypt durch Merchandise und Schwachsinn. Also so neu ist das eigentlich gar nicht. Hype, das Wort gibt's, glaube ich, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ne? Ich bin ja vorbereitet. Du hast nur das lange Wort, nichts gesagt, rede ich ja nicht eben. Raus. Das Wort Hype kommt nämlich von Hyperbole, was Hyperbel oder Übertreibung heißt zu Deutsch. Und das wurde schon irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts benutzt. Also dem Sinne. Okay. In
als Hype. Ich dachte, du kommst jetzt mit Jesus an, als die drei angeritten kamen und dann. Ja, irgendwie... das war auch überhyped. Also Jesus ist total überhyped, muss okay. ich sagen. Okay. Na, es geht mir eher um diese negativen. Positiver Hype natürlich, dass die Leute da blockweise gestanden sind für einen Kinofilm. Aber dieses Negative, dieses Streit untereinander anzetteln und das Ganze, das gibt es noch nicht so lange. Das gab es, als ich 15, 20 war, das nicht aktuell. Stefan Raab. Als ich 15 war, gab es den, glaube ich, nicht. Ja, okay, aber ich erinnere mich daran, dass Stefan Raab das auch damals zu Anfangszeiten gemacht hat mit Vivasion auf Viva. Auch die ganze Zeit nur Shitposting, beziehungsweise Shit-Talking halt gemacht über andere und ist dadurch groß geworden. Also das ist bei jedem Medium, glaube ich, so, dass dann halt irgendwann das Shitposting losgeht. Das war wahrscheinlich selbst beim Buch so und weiß ich nicht. Mir kommt gerade so der direkte Vergleich von Stay und mir vor Augen. Mhm. Wir haben beide zusammen angefangen. Nee. Also nee, du hast ein bisschen früher angefangen. Papa Stay ja, ist ja. zu Onkel Dizzy ja. das erste Mal in den Chat gegangen. Ja. Keine Webcam, ja. geile Stimme, lustige Art. Nächsten Tag Raid, dann ging das los. Dann ging's los, ja. Dann ging das richtig los. Aber wenn wir uns jetzt beide mal vergleichen, als erwachsene Männer, die wir beide sind, du schreist in den Wald rein, es brüllt raus und ich mach das halt nicht. Und man sieht den direkten Vergleich. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass mein Content besser ist als deiner oder deiner besser ist als meiner. Sagen wir mal, wir sind uns ebenbürtig, wenn ich mal so frech sein darf. Sieht man, was das bringt, ja? Das ist Wahnsinn. Also, ich habe es dir vorhin gesagt und ich sage das jetzt auch nochmal. Wenn du nicht aufgehört hättest mit Minecraft, wärst du größer als ich jetzt. Rein von den Zahlen. Du warst nämlich größer als ich jetzt. Als ich zur gleichen Zeit, als du Minecraft gespielt hast. Du hast dich aber daraus... Du hast dich auch nachvollziehbarerweise dafür entschieden, es nicht zu tun. Und die Gründe kann ich ja nachvollziehen. Also, das bedeutet das Wort nachvollziehen. wow. Und darum ist es so, wie es ist. Aber ja, ich bin halt ein sehr, keine Ahnung, es ist halt, wie es ist. Du, das war kein Vorwurf, das war einfach nee, nur... Nee, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur so der Vergleich mal. Weil manchmal, ich meine, ich bin ja ehrlich, was das angeht, manchmal schaue ich ja ein bisschen auf, weil du hast ja damals mir schon geholfen und du weißt auch, egal ob ich dir sage, wie kacke dein Content ist, habe ich ja auch schon oft genug gemacht, aber ich stehe trotzdem immer noch zu dir. Ich bin übrigens kein, hast du wirklich aufgepackt? Ich bin kein Sub mehr, just saying. aber manchmal, weil ich versuche das polite zu lösen, ich mag dieses Drama nicht, weißt du? Und das ist halt für mich so dieses künstliche Hochhypen deiner selber. So. Und deswegen habe ich dich auch diesbezüglich eingeladen, weil das halt ein perfektes Beispiel ist. Dafür Mr. Twitch Senfei. Ja? Ich nenne dich immer Senfei, nicht Senpai. Weil manchmal ist das einfach... Was da für eine Jauch... Also, wenn ich dir auf deine Tweets antworte, ja? Wenn ich dir auf deine Tweets antworte, ist das echt so... Alter Vater, wo gräbst du diesen Müll? Und das ist halt nur negative Promo. Es ist halt nur so, bring deinen Namen raus, ja? Also nicht, dass ich das verwerflich finde, aber man sieht halt, was dabei passiert, ja? Und ich find's wirklich krass, aber nicht schade, sondern einfach krass, wie viele Leute auf das stehen, auf dieses Drama... Muss denn immer so viel Action sein? Du hast halt, also ich muss dazu aber noch sagen, das wird jetzt, du sagst es halt in einer sehr extremen Art und Weise. Und Leute, die mich nicht kennen, denken sich jetzt sicherlich, was ist nur los bei dem Mann da, ja? Was ist da nur los? Aber es ist halt, ich bin da sehr speziell vielleicht, aber es ist nicht so schlimm, dass ich mich irgendwie deswegen jetzt... Schäme oder so. Also es ist tatsächlich, ich stehe zu allem, was ich getan habe und tue. Um da aber mal einen faden Beigeschmack mit reinzubringen, weil mir das persönlich passiert ist. Solche Auseinandersetzungen können auch mal in eine Richtung gehen, in der man sich nicht mehr wohlfühlt. Und ich fühle mich bei sowas eigentlich sehr wohl, weil ich das ja bewusst teilweise steuere und gucke und so. Und das ist, wenn es persönlich wird, das heißt, wenn persönliche Daten genutzt werden, um dich anzugreifen, und da rede ich nicht mehr von Stay, sondern rede ich von Marcel, der Person, die hier sitzt, wenn die Kamera nicht an ist und das Mikro aus ist und einfach nur ein bisschen rumzockt und eventuell eine Platte hört. Und wenn sowas genutzt wird, dann kann das auch mal schnell nach hinten losgehen. So. Und das ist bei mir auch schon passiert.
Mit einem größeren Fall und das war dann, ja, das war dann nicht so geil, so. Und das hat mich auch in eine Situation gedrängt, in der ich darüber nachgedacht habe, sowas zu unterlassen. Ja, ist halt manchmal nicht, ist nicht so angenehm, dann in dem Fall. Aber das, man lernt eigentlich nur dazu, dass man weniger Privates nach außen kehrt, also schlussendlich gar nichts mehr. Also es kann nach hinten losgehen. Was? Wollen Man wir uns lernt dazu. von diesem Thema ein bisschen wegbewegen und in die Richtung gehen, rückblicken auf eure Streamzeit? Würdet ihr was anders machen? Wird Boobs zeigen, gleich von Anfang an. Kein Richtige Gesicht. Entscheidung hat sich bei mir auch gelohnt. Oh, warte, ich Kein hab's einfach. Gesicht. So brauche ich mich morgens gar nicht schminken und sowas, einfach nur den Bereich hier. Was? Wie geht das? Nee, bei mir, ich hab so ein, ich kann nicht so doll reißen, weil sonst hätte ich Ach nackt hier und so. ich will meinen Schmierbauch nicht zeigen. Also ich sehe aus wie Obelix von Ja. der, aber ich kann halt so, ich hab halt Finde ich gut. Guter Mann. das sind halt Knöpfe, die man zuklicken kann, so, ja. Und ich wollte jetzt nicht so, weil Kartoffelkatze ist ja auch da, wir dürfen ja keine Nippel zeigen. Ja, zu Recht. Ja. Mach Anders weiter, Sali. machen. Ja, achso. Nö. Würde ich was anders machen? Nö, ich bin eigentlich. Nein, ich bin ganz zufrieden. Also, ob ich zum Anfang, wo ich angefangen habe, irgendwas verändern will? Nö. Ich habe ohne Cam angefangen damals. Ne? Nur, ja. Nö, ich würde nichts anders machen. Ich bin zufrieden. Slabby? Außer mehr Stream, Das Ding ist halt, weniger Pausen, eigentlich nichts, nee. du gibst denen die Chance für Monologe, die 100 Stunden gehen können, ne? Und dann kommt so eine 2-Minuten-Antwort. Ja, So, was wenn soll ich. ich denn Bei mir kommt sagen? Monolog. Ja, bei mir kommt auch ein Monolog. Also, ich würde auch sehr, sehr lange antworten darauf. Mach Aber du zuerst, ich habe zu lange gesprochen die vorhin. Leute geben sich so viel Mühe mit ihren Fragen und dann, ja, so rückblickend, nö, ist alles gut. Ja, Sonst rückblickend. fragen die, was verdient ihr sonst so? Wie viel Subs hast du? Hast du schon Werbung gemacht heute? Was spielen wir morgen? Spielst du Minecraft? Spielst du das? Machst du jenes? Kaufst du eine 1080 Ti? Ja, jetzt kriegst du eine schöne Frage. Oh, so, nö. Also Wow. rückblickend würde ich, ich weiß es nicht. Es ist Sommer. Im Sommer ist man als Streamer meist depressiv. Also als Variety-Streamer ist man im Sommer meist depressiv. Leute gehen raus, du selber sitzt zu Hause. Also da hat man. Feels bad, man. Ja. Feels so bad, man. Da sitzt man halt manchmal zu Hause und fühlt sich ein bisschen kacke so. Aber prinzipiell würde ich alles wieder so tun. Nur glaube ich, würde ich networken irgendwann. Im positiven Sinne. Denn ab einem gewissen Punkt ist es schwer, weiterzukommen, wenn man weiter möchte. So, dass man Leuten vor den Kopf stößt, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Stay, das ist halt für mich das beste Beispiel, dass du halt irgendwann so dich distanzierst von dieser ganzen Sache und damit eigentlich dir selber nur schadest und nichts Positives tust. Und diese Entscheidungen sind manchmal ziemlich schwer und die würde ich nicht nochmal treffen. Entscheidungen, die mir persönlich, meinem Geiste, also nicht meinem Geldbeutel oder meinem Stream, sondern meinem Geiste, mir selber, meinem Charakter schaden. Weil das sind nämlich Sachen, irgendwann holst dich immer ein und du bereust es dann wieder. Und das habe ich sehr oft getan. Ich habe sehr vielen Menschen durch meinen Ehrgeiz, den ich selber habe, alles alleine zu machen, was totaler Nonsens ist. Wirklich Nonsens, weil das dauert ewig und 3 Tage und das kostet ewig viel und 30.000 Mal Kilojoule Energie, die man überhaupt nicht in seinem Körper hat, um das zu schaffen. Würde ich darauf verzichten, diesen Menschen wieder vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, nö, jetzt keine Lust auf dich. Sondern würde die Sachen eigentlich gerne wahrnehmen. Von damals. So vor. Ich stream noch nicht so lange, dass ich da so viel reflektieren kann, glaube ich. So 1,5 Jahre sind das jetzt, oder? Noch nicht viel. Das ist schon eine Ja, Zeit, wollte ich ehrlich gerade sagen. gesagt. Also, es ist viel. Ja, die Zeit geht so schnell um, ne? Also,
Das ein ist doch, nee, nicht das Einzige. Aber wenn ich zurückblicke und schaue, würde ich genau das, nicht das Gegenteil von dem machen, was du gesagt hast, Izzy, sondern ich würde mich weniger auf andere verlassen wollen. Ganz am Anfang besonders. Also mittlerweile ist das anders, aber ich habe halt ganz am Anfang den Fehler gemacht und mich sehr naiv, wie ich war, an Leute gewandt, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, nicht wissen, was sie reden und nicht wissen, was sie tun und meinen, sie glauben, was sie tun und mir den Bullshit dann versuchen, schmackhaft zu machen und mir zu erklären, was los ist, um eventuell hinten raus Profit zu schlagen. Das hat sich kurze Zeit negativ auf mich ausgewirkt, hat aber schlussendlich nicht, Gott sei Dank hat es nicht dazu geführt, dass sich irgendwie mein Stream irgendwie Schaden nimmt oder so, oder dass ich deswegen unbeliebt bin oder unbeliebter, als ich so schon bin. Darum hätte ich gerne, ganz am Anfang hätte ich den Fehler nicht gemacht. Aber ich hatte halt wenig Erfahrung und wenn du das nicht hast, dann was willst du machen? Ja, du kannst halt, wenn du dich an niemanden wenden kannst, damals war es bei Twitch auch noch nicht so, dass du einen Tweet hast, einen Ansprechpartner auf Twitter oder dass du großdeutsche Global Moderators hast oder irgendwelche Sachen, Leute, die das erklären, sondern du hattest halt nur die Community an sich, die in sich interagiert hat oder die Leute, die das gleiche Spiel gezockt haben oder die Leute, die bestimmte Sachen gemacht haben mit dir. Und ja, da hätte ich mich gerne weniger drauf verlassen und da hätte ich mich gerne weniger dran gewandt. So, das Einzige, was ich anders machen würde, weil das nicht gut ist. Ja. Ich hätte vielleicht noch was. Ja, hau rein. Was ich anders gemacht hätte. Oder immer noch plane, anders zu machen. Und zwar mit weniger, mich mehr zu trauen, sagen wir es so. Sagen wir es mal positiv statt negativ. Ich würde mich gerne mehr trauen, mich selbst noch ein bisschen mehr hier auf Twitch halt nicht zu präsentieren, aber halt mehr mich noch hier hinzusetzen. Weißt du, zum Beispiel, wenn ich dir zum Beispiel, Stay, zugucke, wenn du irgendwie sonntags Gitarre spielst, dann denke ich mir, warum kannst du dich nicht da hinsetzen und auch Gitarre spielen? Das ist doch Ja, warum machst du eigentlich. es nicht? Ja, eben, warum mache ich es nicht? Weil ich dann da darüber nachdenke, bevor ich es mache und denke, naja, komm, ey, dann setz dich lieber hier hin, nimm 20 Takes von dem Lied auf und stell das dann auf YouTube rein. Dann hört wenigstens keiner die schlechten Takes oder sowas. Weil ich einfach ein Schisser bin, weißt du? Und deswegen, solche Sachen, da würde ich gerne mich mehr trauen. Auch am Anfang hätte ich gerne schon eher halt andere Spiele gespielt, halt nicht zu weit weg von Minecraft, aber halt, das habe ich mich am Anfang zum Beispiel nicht getraut, zu anderen Spielen zu gehen. Und solche Geschichten. Es ist halt wirklich ein Rite of Passage, den man hier begehen muss, wenn du wirklich dich halt vernünftig darstellen möchtest. Du musst dich halt wirklich trauen, was sagen zu wollen oder was darstellen zu wollen. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig formulieren kann. Aber das ist halt hart, tatsächlich. Und das würde ich tatsächlich ändern. Ja. Aber mach's doch einfach. Ja. Ja, trauen. Ja, würde ich gerne aufgreifen. Dizzy, du willst Minecraft streamen? Mach's doch einfach. Ja. Ja, mach's Ja, doch einfach einfach. mal trauen. Ich wollte die ganzen Einfach Regeln und mal. das Nee, nee, Wochenende habe das ich hat. gehäkelt. Nee, So. nee, nee, pass auf, okay. Weil wir reden jetzt hier von Gitarre spielen und Minecraft, okay? Minecraft ist Krieg, Gitarre spielen ist eine Klampenballer. Naja, das ist auch Krieg. Pass mal auf, wenn ich mein Metal-Effektgerät anmache, dann ist da richtig Krieg. Aha. Ja, Drop D, Das, dann das. vibriert der Brustkorb weg. Aus dem Bild. Okay, also. Wow. Nippelschutz für Ja, später. mach mal lieber die Knöpfe zu, sag ich. Na. Übrigens, Leute, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die nicht unbedingt mit dem Thema zu tun haben, ich würde jetzt so langsam einlenken. Und was ich mir von Arsource abgeguckt habe, ich bin ein blöder Kupferer. Wir machen jetzt kurz eine Pause von 3 Minuten. Ich lasse euch kurz ein bisschen Musik laufen. Und wir sind dann wieder da und dann beantworten wir nur noch eure Fragen aus Twitter, weil ich denke, so aus dem Hype-Thema, wir haben viele Hypes angesprochen und wir gehen dann nochmal auf euch ein. Also, kurze Pipi-Pause, meine Damen und Herren. Genießen Sie die Musiker und dann sind wir gleich wieder für Sie da, für Sie. Meister, okay.
Habt ihr eure Gesten? Nehmt doch eure Gesten ein jetzt. Okay, Slabby Gesten? wollte nicht. Also, bis gleich, meine Damen Aber und nee, Herren. da hat er ja schon. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, verdammt. Alrighty, Leute, die Pause ist rum, wir sind wieder da. Ich glaube, alle waren auf dem Pott oder haben sonst was gemacht. Die Gestiken sind am. Außer Slabby? Slabby, du musst die Fliege fangen, das war deine Geste jetzt. Ach so. Danke. Ah. Pabau, da sind wir wieder, Freunde der Sonne. So eine Pause ist echt angenehm, muss ich sagen, zwischendurch. Finde ich gut, sollten wir beibehalten. Gern geschehen. Schlecht gekupfert. Ach, Source hat die Pausen erfunden. Gut, dass wir das auch patentiert lassen haben. Ich würde einfach jetzt komplett die Reihe runterballern. Heute sind echt schöne Fragen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde jetzt gern von Mac Knegger oder MC Knegger oder wie auch Mac Knegger, sage ich jetzt mal.
Ich erinnere mich gerade wieder an die Knäckebrot-Geschichte. Mit Kinderriegel-Boy und. Oh nee, Bockwurst Boy und Kinderriegel-Man. Ja, ja, oh ja, nee. Ja. Geil. Wie lange ist das her, Alter? City Skylines. City Skylines, die erste Woche. Das war geil. Ja. Ich habe heute noch Tränen in den Augen, wenn ich mir das angucke. Was haltet ihr davon, dass der Twitch-Chat näher. Was haltet ihr davon, dass der Twitch-Chat näher an der Community ist als andere Plattformen wie YouTube? Was wir davon halten? Ja. Er meint wahrscheinlich, dass der Twitch-Chat eine nähere Community ist als YouTube-Kommentare und sowas. Ja. Was ich gar nicht so empfinde, um ehrlich zu sein. Was? Doch, klar. Das ist auch genau der Grund, warum ich streame und eben nicht auf YouTube Zeugs mache, weil ich hier direkt das direkte Feedback mehr oder weniger habe. Also die Leute können halt mir was in den Chat schreiben und ich kann sofort darauf antworten. Bei YouTube musst du erst produzieren, musst dir die ganze Zeit was aus den Fingern sagen, was du sagen willst, stellst das dann rein und danach kannst du erst dir angucken, was die Leute dazu sagen, nachdem sie es gesehen haben. Das ist der Unterschied. Das ist halt viel, viel interaktiver, ja, aber ja. Doch nicht näher an der Community. Doch. Ja. Du bist doch näher an jemanden dran. Beispiel, ich mache CSGO, hat gerade einen super Lauf und jemand schreibt in den Chat, hey Stay, du bist ja ein dufter Typ, das hast du richtig toll gemacht. Ich gucke rein und sage, hey, Spieler XD LPXX, Dankeschön. 720 Notebook. Schön, dass dir das gefällt. So eine Interaktion kriegst du auf YouTube nicht hin. Ja. Aber die Tuschak-Argument, glaube ich. Die Interaktion ist doch aber trotzdem vorhanden mit deiner Community. Also es gibt doch sehr viele noch da draußen, die ihre Kommentare lesen, oder? Ich kenne keine persönlich. Also ich habe nur ein, zwei, die ich verfolge, die vloggen und sie lesen wirklich alle Kommentare und gehen da drauf auch ein. Also die großen, die ich kenne, die sehr großen, die sind da gespalten. Also die sagen, ja. Nee, teilweise lese ich keine Kommentare mehr, weil es zu viel Bullshit ist. Und Spam und Fremdwerbung und dummes Gelaber und Spotting. Werden ja Kommentare auch gebottet und sinnlos. Die lesen das weniger bis gar nicht. Und es gibt Leute, die lesen das. Aber es ist viel. Also ich finde es auch einfacher, einen schlechten Twitch-Kommentar zu ignorieren, als einen Kommentar, der unter deinem Video steht, weil das halt irgendwie, ich weiß es nicht, aber ich glaube. Und da steht, und da steht, und der Chat rattert durch, irgendwann ist das da oben weg, okay. Ne? Ja. Also mir ist das im Chat auch, also ich finde das super. Also es ist auf jeden Fall näher dran, ja, weil du es liest und live bist, aber ich denke schon, dass YouTube auch, dass die Leute doch sehr nah an ihrer Community sind. Vielleicht nicht alle, aber das hast du ja bei Twitch auch so. Also wenn wir das, glaube ich, aufspalten würden. Also ich revidiere mal und sag mal, man ist nicht ganz so nah wie bei Twitch, aber man ist schon nah, wenn man möchte, an seiner Community dran. Community, okay, gut. Community. Ja. Aber ich finde es auch, Community ist mein Lieblingswort. Ich finde, weißt du, was ein Vorteil ist, den ich nicht erwähnt habe? Beispielsweise, ich mache mal das Beispiel mit Zorgsk. Ja? Der ist bei mir ewig schon Sub gefühlt. Ja? Und den kenne ich halt aus dem Chat. Ja, den kenne ich aus dem Chat und mit dem kann ich interagieren, ja. Wenn der mir eine Nachricht schreibt, dass er vergleichsweise ein Kommentar ist, ja, wenn er mir eine Nachricht auf Twitch schreibt, wo er sich Gedanken macht und das liest und eventuell Feedback zu meinem Content gibt, gehe ich doch ganz anders an die Sache ran, als wenn mir das x-beliebiger Typ schreibt, den ich vorher noch nie gelesen habe und der mir vielleicht das Gleiche sagen will, aber zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe. Ja, gut, weil ich noch nie gelesen habe, was mit ihm Sache ist. Und wenn ich vorher weiß, ey, der setzt sich mit mir auseinander und das ist ein cooler Dude und so und der hat das und das und das gemacht, dann kann ich doch ganz anders damit umgehen. Dann sollte ich ja auch anders damit umgehen, außer ich gebe überhaupt keinen Fick. So weit bin ich ja noch nicht. Ja, weil der Bezug zum Einzelnen näher ist und intensiver, glaube ich, zu vielen einzelnen Viewern. Also, ja. Ne? Aber das kann manchmal auch echt, muss aus meiner Erfahrung jetzt, ich hatte vor kurzem da ein Beispiel, ich habe mich mit eine Person unterhalten, die ich schon sehr lange kenne, und das sitzt mir immer noch krumm. Also das kann manchmal auch Nachteile mit sich bringen, sage ich mal. Find ich persönlich, wenn man so nah an den Menschen dran ist. Also ja. da ist es, das fuchst mich immer noch. Oder schon seit Wochen. Das lässt mir persönlich keine Ruhe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre es manchmal, glaube ich, ganz sinnvoll,
ein bisschen mehr Abstand zu haben und nicht ganz so nah an den Menschen dran zu sein. Ja, Weil. du musst halt aber auch immer noch in der Lage zu sein, ob das eine rationale, konstruktive Kritik von einer irrationalen, emotionalen Entscheidung, die dir wehtun soll, zu trennen. Ne? Also, wenn du das so trennen kannst, dann kannst du es trennen, dann ist es egal, welchen Status er hat. Also zusammengefasst, würde ich sagen, sind wir näher dran. Ja. Ja. Absolut. Thema. Ha! Twitch 1, YouTube 0. Also ich würde Aber nutzen persönlich. tust du es ja auch wieder, ja, nach deinem glorreichen Ausstieg der Löschung. Du bist so Ich eine finde das Wurst, ich hab mich. ESL-Netzwerk fantastisch und bin mit meinen beiden YouTube-Kanälen stolzer Partner des ESL-Netzwerks. Ich hab so gelacht, ne? Ich hab, Ist okay. also, witzig. Es war witzig. Es war so. Aber gut, hey. Man soll Menschen nicht dafür verurteilen, was sie tun, richtig? Oh doch, klar. Für Nee. was willst du sie sonst verurteilen? Hätte ja nichts Na, mehr zu tun. man kann nicht alles verurteilen, das geht nicht. Ja, dann hätte ich den nicht eingeladen. Wow. So, Punkt. Aus. Thema Selbstreflexion. Seid ihr öfters in der Persönlichkeit zurückhaltend, weil ihr Angst habt, falsch verstanden zu sein? Ja. Nochmal was? Thema Selbstreflexion. Seid ihr öfters in der Persönlichkeit zurückhaltend, weil ihr Angst habt, falsch verstanden zu sein? Werden, ja. Nee, Zu nicht werden. mehr. Nicht mehr, das war ich am Anfang, aber das habe ich geübt und das, glaube ich, kriege ich mittlerweile ganz gut hin, das da nicht mehr dran zu achten. Ich achte auf jeden Fall daran, nicht ein gewisses Publikum halt, also ein gewisses Alter, nee, wie sagt man? Ne, nicht jetzt irgendwie ein Ü18-Streamer zu sein oder so, also schon darauf zu achten, ja. Dass auch Kinder zugucken könnten und so, aber ich habe nicht mehr die Angst, und das hatte ich tatsächlich am Anfang, so das erste Jahr, glaube ich, die Angst, missverstanden zu werden. Sehr, sehr häufig. Weswegen ich immer wieder, wenn ich was gesagt habe, alles klarifizieren, will ich jetzt sagen, alles immer noch mal irgendwie genauer sagen musste, weil ich Angst hatte, dass irgendwer jetzt sagen könnte, aber der hat das gesagt. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist mir das, ich denke viel, viel weniger mehr darüber nach, was ich so sage. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das eine Zeit lang gemacht habe, ja. Ich habe ein Ü18, der wird immer so bleiben, mein Channel, das ist, und ich achte trotzdem. Also ich muss drauf achten, immer wieder, was ich sage, weil ich glaube im Privaten doch eine sehr derbe und direkte Art habe, die nicht alle verstehen im ersten Moment. Es ist wie wenn ich mit meinem Mann rede und die Leute immer dann sagen, boah, ey, die streiten sich davor, oh, es eskaliert, es eskaliert. Und Stefan und ich gucken uns an so. Wow, also, ne, das ist, ich halte mich da doch noch, doch, ich halte mich da immer wieder zurück und das muss ich auch, weil ich glaube, dass mit meiner direkten Art nicht so viele konform gehen und ich damit auch oft Leuten dann vielleicht auf den Schlips trete oder verletze, was ich gar nicht möchte. Ich habe halt so eine derbe Art ab und zu und ich bin vielleicht auch etwas. Ja, also bei mir ist irgendwie alles zweideutig und ich muss trotzdem immer aufpassen, auf was ich sage. Es ist so. Also ich wünschte, ich würde manchmal aufpassen, was ich sage. Ich trete den Leuten auf den Schlips, ich provoziere sie, ich mache alles, was ich in dem Moment machen will. Und mir ist in dem Moment auch relativ viel egal. Manchmal nachträglich denke ich mir, jo, du hast es gesagt, du kannst den Standpunkt darlegen, du kannst bestimmte Sachen erklären, das ist okay. Aber ich weiß nicht. Also ich werde mich wahrscheinlich diesbezüglich auch nicht ändern. So, ich sage halt immer, was Sache ist. Egal welches Thema. Ich versuche da. Also außer ich kenne mich null aus. Aber wenn ich eine Meinung habe und ich was dazu sagen kann, dann sage ich das und das war's. Also ich halte mich dann null zurück. Null minus. Geht's in den Minuswerte rein? Nee. Weil das könnte ich sagen, ja. Also ich halte mich gar nicht zurück. Gar nicht.
Bei mir ist das manchmal, ich sag mal so, es gibt brisante Themen, da versuche ich das immer politisch korrekt zu lösen. Also ich rede gerne viel und ich diskutiere auch gerne sehr viel. Und das ist auch immer sehr direkt und vielleicht manchmal auch sehr, wie sagt man, dominant. Aber, Oho. was? Nicht das jetzt schon wieder, Oh, bitte, ja. Aber, also ich persönlich habe über die Jahre jetzt für mich gelernt, mich nicht mehr zurückhalten zu müssen. Warum auch? Wofür? Wenn Leute dich nicht gucken wollen, dann gucken sie dich nicht. Und wenn du irgendwann nicht mehr davon leben kannst, weil Leute dich als Person nicht mehr mögen, dann ist es halt so. Es ist immer noch besser, als irgendwas zu faken. Denke ich. Und mir rutscht die ein oder andere Spitze ab und an mal raus. Jo. Und das finde ich auch gut so. Es ist direkt ins Gesicht, ohne verblümten Text, sondern direkt von der Straße aus dem Bau, wie man ja sagt, ne? Straight out of Spandau oder so war das ja. So redet man dann und fertig ist das Ding. Und wer damit nicht klarkommt, der kommt damit halt nicht klar. Aber zurückhalten, also ich habe mich früher zurückgehalten, ja. Als ich Minecraft gespielt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, die Menschen sind ein bisschen jünger, da musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Aber mittlerweile ist das Publikum so alt, oder in einem Alter, sagen wir mal so, in einem Alter, dass sie, denke ich, versteht, was damit gemeint ist. Und von daher, ich denke, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke, dass man sich nicht zurücknehmen sollte, denn du gehst ja irgendwann gar keine Birne. Wenn du das nicht aus deinem Kopf rauslässt oder aus deinem Körper, machst du dich irgendwann fertig damit. Und deswegen, wir sind Menschen, wir dürfen auch sagen, was wir denken und wem es nicht passt, der kann halt entweder gehen oder Kritik äußern. Punkt. Und solange Kritik, also ich denke mal, alle, die jetzt hier anwesend sind, sind kritikfähig und konstruktive Kritik, die vernünftig angebracht wird, wird auch, denke ich mal, vernünftig behandelt. Alle anderen Sachen, ja, da kannst du halt ein Witzchen drüber machen, so Punkt. Jo. Thema. Sonst verlierst du halt noch deine Street Credibility. Ja, du musst die Realness zeigen. Ja. Ja, okay. Thema Anfänge. Wie waren eure Anfänge als Streamer auf Twitch? Eher schwer oder langsam oder hart und schnell? Das könnte man jetzt auch verwechseln. Hart und langsam. Für jeden von uns. Hart und langsam. Was ist denn langsam und was ist schnell? Also mein Anfang war, ich habe über die PlayStation 4 gestreamt, ohne PC, ohne Laptop, ohne Cam mit Mikro. Und habe, glaube ich, nach einem Monat oder so dann mit einem Laptop, weil ich irgendwann mal PC abgeschafft hatte, mit einem Laptop und einer externen Capture-Karte und ja. Ein paar Monate später PC, wie das halt so ist, ne? Was will man denn da jetzt hören? Zahlen? Nö, aber ob es dir leicht von der Hand ging oder so. Nee, Es ich gibt habe alles. ja, wo wir ja von Hype reden, es gibt ja Streamer, die sind auf einmal da. Ah ja? Die sind dann einmal auf einmal da und man weiß gar nicht, wo sie herkommen. Also da war es dann schnell. Ja, das stimmt. Nein, hart erarbeitet und langsam, weil ich mir alles, ich habe vorher mit Twitch, bin ich überhaupt nicht in Berührung gekommen. Ich habe niemanden auf Twitch gekannt und ich habe mir alles ergoogelt und YouTubed, was es für Programme gibt, OBS und Einstellungen und sonstiges. Also davon habe ich null Ahnung gehabt und dann peu à peu. Dafür kann dann hier jetzt auch mal alles abrauchen und ich weiß, wie man es einstellt. Also hart und langsam. Larry, willst du zuerst? Kann ich. Ich kann es ja ganz schnell zusammenfassen. Mir macht das Neuanfang so viel Spaß, dass ich alle paar Monate neu anfangen möchte. What? Why? Nee, Spaß. Keine Ahnung, ich sehe mich eigentlich nach 2 Jahren Stream immer noch irgendwo am Anfang, ehrlich gesagt, weil sehr langsam, aber das habe ich auch gerne so. Ich habe mir am Anfang schon gedacht, gut, Ding will Weile haben und ich mache halt, lauf halt nicht jedem Trend nach und so, weil ich finde, dass so eine Community, je langsamer sie aufgebaut wird, umso besser wird sie am Ende. Zumindest ist das meine Theorie dahinter. Das heißt,
ne, ich schmeiß keine Giveaways raus, mach keine Werbung großartig, übermäßig oder so ein Schwachsinn, sondern ich stream einfach. Und wenn es den Leuten gefällt, dann bleiben sie halt da. Und ich muss keine Leute reinholen, die nur da sind, weil ich irgendwann mal ein Giveaway oder sowas machen könnte. Zum Beispiel. Und deswegen sehr, sehr langsam. Ja, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Der Anfang war halt, der Anfang ist halt das, was viele gar nicht sehen. Ich war ein bisschen, ich sage, geht da mal anders ran. Der Anfang ist das, was viele nicht sehen. Viele sehen das, was jetzt passiert. Viele sehen, dass du mal eine Donation bekommst. Viele sehen, dass du mal einen Sub bekommst. Viele sehen, dass ich 1000 Subs habe und machen sich überhaupt keine Platte und denken deswegen, dass es easy ist zu streamen. Der Anfang auf Twitch, wenn du 2 Monate lang, 3 Monate lang da sitzt, jeden Tag, 3, 4 Stunden, jeden Tag und hast 3 Viewer, hast 4 Viewer, hast keinen Viewer, konstant, dann ist diese Schwelle, also dann ist die selbst die Eigenmotivation etwas, was zu 100% eine Rolle spielt, um eventuell mal an 5 Viewer zu kommen und an 10 Viewer zu kommen und an mehr. Aber das ist für jeden gleich. Das ist für jeden gleich. Der Anfang auf Twitch stellt die größte Hürde dar, wenn man nicht irgendwelche besonderen Effekte hat, die auf einen wirken, so von dem, ja, man wird krank oder sowas. Aber der Anfang auf Twitch ist einfach, wenn du den überstehst und so wie Slabby sagt, er will das langsam aufbauen und hat dann, du sagst zwar, du fängst immer wieder neu an, aber tust du eigentlich nicht, weil du weißt, was Twitch ist, ne? Ja. Dann geht es halt. Also dann ist halt, dann funktioniert das, ja. Aber keine Ahnung. Heutzutage wird ja auch viel Kritik geübt an Leuten, die auf Twitch anfangen mit Donation-Buttons und mit Overlays und du hast keine 5 Follower, aber hast schon Donation-Button platziert und sowas wird ja immer wieder gesagt. Da sollen sich die Leute drüber streiten. Da kann man was sagen, aber weiß ich nicht. Soll jeder machen, wie erstmal grundsätzlich, wie er denkt. Wenn du mit der Meinung daran gehst, dass Twitch easy money für dich ist, dann versuch's bitte. Und lande hart auf dem Bordstein mit deinem Gesicht. Denn das ist es nicht. Aber wir kommen ja noch aus anderen Zeiten, wir beide. Richtig. Wir sind mittlerweile in Zeiten, in denen man sich rechtfertigen muss, dass man 300, du hast gesagt, letztens 300, 400 Viewer hat und dann kommt irgendein hergelaufener Plepp in deinen Chat und sagt dir, oh, warum ist das hier so langsam? Das ist bestimmt geviewbotet. Das habe ich sogar teilweise. 1000 Viewer, warum ist das hier so langsam? Das ist bestimmt geviewbotet. Irgendwelche Leute haben immer irgendwelche genialen Ideen. Aber dass man schon 3 Jahre streamt, das ist dann... Wissen sie halt nicht. Nee. Genau, weil sie sich halt keine Platte machen, sondern einfach nur dumme, dahergelaufene Menschen sind. Also ich sag mal, meine Anfänge waren sehr schwer. Passend dazu kann ich sagen, ich habe Starthilfe gekriegt von dem jungen, eloquenten Mann da unten rechts. Hi. Genau der. Aber nur kurz, dann bin ich weg. Obwohl, nee, wir haben auch die zusammengespielt, ne? Ja, wir haben, ich habe dich dann immer erschreckt mit dem Schießen. Das war so gut, Alter. Fuck mal, Alter. Schön morgens um 11 haben wir angefangen, wir sind zusammen rumgelaufen, haben dann zusammen gespielt. Und der Tag wird kommen, wir werden es wieder tun, gemeinsam und gründlich. Ich würde mich sehr freuen darüber. Also es war früher ohne Witz, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben dann immer so ein bisschen gequatscht morgens und so und ich habe mit der Schrotflinte immer in den Himmel geschossen, um Stay zu erschrecken und er ist dann immer panisch. Ich habe rumgeschrien wie behindert. Ja. Panisch wie ein kleines Küken übers Feld. Wo war das? Wo war das? Und du sitzt halt in deinem Stream. Magal, mach ruhig mal. Ich war das. Das war richtig schön, ja. Aber es war schwer. Es ist heute auch noch schwer. Also ich heute sag ist schwerer. Nö, ich glaube auch, dass es heute schwerer ist. Ja? Das würde ich gar nicht sagen. Wenn man sich schlau anstellt und sich gut vermarktet, geht das recht gut und zügig kommt man durch. Auch jüngst ja. alles schon gesehen. Ja. Kein Name-Calling. Ja. Aber, also ich sag mal, ich habe es heute immer noch schwer, aber das liegt an mir selber, weil ich einfach ein Idiot bin, so wie ich vorhin schon erklärt habe und alles alleine machen will. Hat man es auch heute noch schwer, sich durchzusetzen, wenn man davon leben möchte. Selbst nach... Wie lange machen wir das? 3 Jahre jetzt? Ja, ne? Circa? Also seit 3 Jahren ungefähr, mit 2 Jahre Selbstständigkeit. Es ist schwer. Und ja. Es ist für jeden schwer, außer man hat gute Starthilfe, dann geht das zügig.
Das Ding ist aber, wenn man Starthilfe kriegt, muss man auch abliefern und dann irgendwann wird das so ein Schneeballeffekt und dann läuft das von alleine, würde ich Ja, sagen. und wenn man zu viel Starthilfe kriegt, kommen irgendwann die Leute, die sagen, dass du nur wegen der Starthilfe da bist, wo du bist. Und dann Genau. wird es interessant. Also, ich sag mal, das ist halt schon. Ich denke mal, jeder hat es auf seine eigene Art schwer, der sich alleine damit auseinandersetzt. Und das ist aber auch richtig so. Zumal heute auch, also ich sag mal, der Content, der erfragt wird, ja, es ist ja, sag ich mal, wenn man nicht unbedingt da landet, wo was gefragt ist, aktuell, die großen Spiele, Drama und so weiter und so fort, yadi yadi, hat man es noch schwerer. Also, ich möchte das nur unterstreichen, Easy Money ist was anderes. Also, irgendwo an eine Tankstelle arbeiten gehen, 40 Stunden die Woche, ist viel easier und viel mehr Geld, bis man da ist, wo man ist, wenn man sich davon hier finanzieren kann. Stay, im Chat kommt gerade die Frage, warum du gerade nicht streamst. Weil ich gerade hier streame. Toller Einwurf. Vielen Dank. Gut, Schönen Tag wollte ich nur noch. fragen. Was hältst du beziehungsweise die anderen davon, sich mittlerweile, dass sich mittlerweile jeder zweite, dritte Streamer dazu hinreisen lässt, zu ragen? Okay. Die finde ich interessant. Nochmal bitte. Was hältst du beziehungsweise ihr davon, dass sich mittlerweile jeder zweite, dritte Streamer dazu hinreißen lässt, zu ragen? Finde ich Soll das schlimm. jetzt heißen, dass er das früher nicht gemacht hat und jetzt dann auf einmal? Na? Ich meine, es gibt Menschen, die ragen halt und es gibt Menschen, die brauchen sehr, sehr lange, um diesen, ne, bis der Geduldsfaden reißt. Also ich gehöre zu denen, ich habe meistens Drahtseile. So. Und wenn der Controller mal fliegt, dann. Ja, und das ist super selten. Ich verstehe das nicht ganz. Hinreißen lässt zum Ragen. Ja, also ich denk mal, worauf das bezogen ist, dass manche Streamer sich triggern lassen bei bestimmten Codewörtern. Das hat jeder. Jeder hat irgendwelche Codewörter, bei dem so, oh Gott, jetzt aber, ich werde zum Hulk, ja. Also ich denke mal, das hat jeder. Triggered. Triggert, ja. Also ich sag mal, ich zum Beispiel, ich selber, ich bin eine super laute Person geworden durch den Stream. Ich habe unfassbar viel Man vs. Game und Ezreal Kill geguckt und ich liebe es so zu streamen. Ich habe mir genau nur deswegen einen Kompressor gekauft. Also ich wohne im vierten Stock, man hört mich unten auf der Straße, wenn ich ein gutes Spiel spiele, weil ich unfassbar laut bin. Und ich denke, dass einige Menschen, also bei mir zumindest, ich erkläre Menschen in einem super ruhigen Ton eine Thematik und sage ihnen, weise sie zurecht. Ruhig. Ohne auch nur einmal die Stimme anzuheben. Und das wird schon als Raging gesehen. Also ich würde sagen, dass das Wort Ragen heutzutage gar nicht mehr die Bedeutung hat, die es eigentlich im Wörterbuch haben sollte. Und von daher denke ich, dass viele irgendwie das als Ragen sehen, wenn man mal seine Meinung äußert, zum Beispiel. Würde Also ich. ich finde das erstmal total, also ja, ich stimme dir zu, ich weiß nicht, was Ragen bedeutet. Ragen heißt für mich, dass man sich aufregt. Ich rege Ja. mich auch oft genug auf, aber man kann sich auch aufregen, wenn man in einem Spiel drin ist. Wenn man was emotion, also wenn man an was hängt, dann raget man halt deswegen. Ich verstehe den Begriff nicht irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich glaube, der wird hier gerade falsch angebracht, deswegen. Also, für mich bedeutet das in dem Kontext, dass Leute sich aufregen. Und wenn sie ein Spiel spielen, dann regen sie sich halt gerne auf über dieses Spiel, was sie gerade spielen, vermutlich. Oder dass sie verlieren oder dass sie gewinnen, dass sie das Oh, toll finden, sind dann emotional dabei. die Aufklärung steht im Chat. Bezieht sich darauf, dass mittlerweile jeder zweite, dritte damit Rage, damit er Viewer bekommt. Habe ich noch Was? nie gesehen. Also bei mir gehen Kenne Leute, ich wenn keine ich Beispiele für. laut spiele. Oh Gott, ich habe das letzte Mal eine Mini-Ansage gemacht und jemand, oh Gott, die Sally hat schlechte Laune. Oh, was? Entschuldigung, ich habe ganz normal geredet, ich habe eigentlich voll gute Laune. Funktioniert Das das macht mir wirklich? schlechte Laune. Mir macht es Nee. schlechte Laune, wenn die Leute mir sagen, oh, die Sally, oh, die hat jetzt schlechte Laune, weil ich mal was Normales gesagt habe. Aber ansonsten, also ich mache Theater, damit Leute bleiben. Boah, wie anstrengend. Da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen. Also Nee, bei ist mir mir zu hart. gehen Leute immer. Also da kommen nicht mehr, da wären es dann weniger. Also.
Also ich kenne das auch, ich kenne leider kein Exemplarbeispiel, dass ich sagen kann, dass irgendwer deswegen sich künstlich aufregt. Das tut mir leid, kenne ich nicht. Oder dass man das gern sehen würde. Also Ach, Elotrix, Alter. Ja. Wink ich ab. Tut mir leid, rede ich nicht drüber. Ich kenne da auch Das ist kein sogar Beispiel. Content, der für mich zu. Alles klar. Also ich kenne da auch kein Beispiel explizit zu. Nein. Ein Beispiel könnte Phantom Lord sein, allgemein Gamble-Streamer. Gabble. Gabble? Sorry, Gamble. Ja, könnte man sagen. Das wäre ein gerechtfertigtes Beispiel, aber das stimmt. Phantom Lord, der sich künstlich darüber aufregt, dass er 100.000 in einem Pott verliert, die er gestiftet gekriegt hat, damit die Leute denken, das ist sein Geld gewesen. Ja, okay. Alles klar. Ja, aber das ist doch Um das schon. kurz zu erklären, vielleicht für den Kontext, weil jetzt. Huh? Ja. CSGO, Gambling, ist ja vielleicht ein Begriff. Glücksspiel mit CSGO-Skins. Phantom Lord, einer der größten. Tut mir leid, Name-Calling, aber das ist einfach. Das ist ja schon fast Allgemeinwissen, dass der gambelt, ja. Einer der größten CSGO-Streamer ist jemand, der nur Glücksspiel betreibt. Das wurde ja jetzt ein bisschen reguliert, aber trotzdem passiert es. Und der verliert halt teilweise $100.000 oder $50.000 und regt sich dann darüber auf. Aber er wird halt gesponsert von diesen Seiten, die er unterstützt, durch diese Tatsache und verliert kein Geld, sondern er kriegt das, damit er das verliert und regt sich dann künstlich auf. Ja, das verstehe ich. Show. Eine Ah, Show, das ist okay. halt Eine einfach eine. Show. Okay. Oh. Aber machen das so Aber viele? im Wüsste ich. CSGO-Bereich, ja. Echt, ja? Wenn Also du nicht das so gamble, machst, dann schon, ja. sondern. Okay. Ich meine, dass die Sachen gefaked sind. Ich meine, dafür muss man nicht mal in der CSGO-Szene stecken. Wer gibt denn bitte 100.000 in Skins aus? Hallo, wem brennt denn der Arsch? Hallo? Genauso das Ding, was letztens da passiert ist mit dem netten Herrn, der schon auch schon lange ist. Also mal ganz ehrlich, wer glaubt denn so einen Scheiß? Ja. Gibt es da Menschen, die wirklich, oh was? Da kann man 100.000 gewinnen? Na, jetzt aber los hier. Oh, schade, schade, Phantom Lord. Hier hast du noch mal $1.000. Hast du ja gerade verloren. Ja, doch. Es wurde reguliert für nicht gepartnerte Streams, das ist nicht richtig. Twitch hat Nachrichten an alle Partner rausgeschickt und gepartnerte Streams wurden reguliert. Gepartnerte Streams wurden reguliert. Das ist eine Falschaussage, das ist nicht richtig, Private. Das nicht, dass so eine Gerüchte hier entstehen. Es ist nicht immer nur die Non-Geparteten werden das gemacht. Das Problem ist nur, dass gepartnerte Streams nicht sofort einen Bann kriegen, sondern die kriegen also die kriegen halt Probleme. Da gibt es eine Verwarnung, da gibt es Gelder, die abgezogen werden, da gibt es das sind ganz andere Dimensionen, weil das halt ein Vertrag ist zwischen Twitch und dem Streamer. Das kriegt ihr gar nicht mit, bis zu dem Bann. Dann kriegt ihr das mit. Bäm. Nee, ich wollte es nur klarstellen, nicht, dass ich mir gleich wieder. Ich glaube eher, dass das so diese Thematik Hochhangeln an anderen ist. Dieses Ragen vermute ich auch. Da, oder? Also könnte man das könnte man auch eventuell aufgreifen, dass man andere Leute anpuppt und dann, so wie vorhin du schon gesagt hast, dieses künstliche Drama herstellen. Das ist ja auch mehr oder weniger sowas, oder? Also eigentlich ist das ja nur Promo. Ja, ist Jo. halt wie das, was wir vorhin gesagt haben. Genau. Wollen wir weiterspringen in den Fragen? Jo. Die finde ich witzig. Also, Herr Doge, wie du ihn ja immer gerne nennst, ja, die blaue Ja, Doge. los. Damit nicht alle auf Stay rumhacken. Welche negativen Hypes habt ihr schon ausgelöst? Kann Ach ich. gut, jetzt bin ich der Einzige, der redet, oder? Vielen Dank, Bladosch. Kann ich instant sagen? Evolve. Ich habe sehr lange an Evolve geglaubt. Und habe versucht, den Leuten irgendwie das Gute in dem Spiel zu bringen. War ein sehr schlechter Hype. Ja. Und da war auch so der Wendepunkt meiner Karriere, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, wenn ihr mich fragt, wie gut Spiele sind, sage ich immer, guck eine halbe Stunde zu und dann zieh da rein, ob du das kaufen willst. Punkt. Also ich sag Leuten jetzt nicht mehr, was sie kaufen sollen, was nicht. Außer natürlich meine eigenen Sachen. Mir fällt gerade keins ein. Die Frage war, was habt ihr für negative Hypes ausgelöst, ne? Ich hoffe keinen. Also. Du Okay. bist doch Also ausgeschlossen. ich mache mir schon mal bequem. du sollst eigentlich gar Oh. nicht antworten, damit wir eben nicht auf dir rumhacken. Ja, also ich habe Aber gerade ich habe. nichts zu melden. Ich mache es mir bequem. Ich muss ganz ehrlich sagen,
Ich muss jetzt, das muss ich auf den Tisch legen, weil ich fühle mich dann immer ertappt, wenn ich lügen würde. Ich habe Menschen, die bewahren mich vor sehr vielen Sachen, die ich öffentlich kundtun würde. Ich habe noch ein Beispiel, wo es eine hätte Rangelei geben können mit dem Mann unten rechts in der Ecke, was ich sehr neutral gelöst habe nach einer Aufnahme. Also ich habe dreimal ein Video aufgenommen, um keine. War das Sola? Ja. Ah. Und das war bei mir, ich hätte fast ein Riesen, also ich hätte wirklich fast ein Riesenfass aufgemacht, weil mich das, also innerlich hat mich das so aufgeregt, dass, Hat's ja, auch ich, gemacht? Jetzt ein bisschen Promo gekriegt. ja, genau deswegen ging es mir, genau das sind so Sachen, wo ich das, ich bin im Internet, mache ich, also auf Twitter würde ich sowas niemals tun. Ich würde nicht, das wäre nicht ich, irgendwo hinzugehen und zu sagen, du, pass auf, let's go. Pitchfight und so. Und wenn nicht Menschen da wären, bei mir, in meinem Rücken und ständig die Leine zurückziehen würden, hätte ich schon sehr viele Shots in ganz viele Richtungen geschossen. Ich bin dafür, dass du es mehr tust, auch in meine Richtung. Ich kann damit leben. Ich weiß, dass du damit leben kannst, aber Ich bin sehr dickhäutiger Mensch. ich mach das mit dir so, wie wir das immer machen, wenn wir uns alle Ja. halbe Jahre mal treffen und dann sage ich dir das live, so dass wir reden können. Du Weil in. Verdreckig, was hast du wieder getan, du Arschloch? Das aber, ist dir mal aufgefallen, dass das jedes Mal passiert, wenn wir uns sehen? Ja. Ja, ist wirklich so. Wenn ihr wissen wollt, wie Dizzy und ich mit. Also wir machen halt immer mal, also wir streamen ganz viel und dann gucken wir, was haben wir gegenseitig mal rein und gucken mal so rein und dann sind wir alle 3 Monate mal auf dem Teamspeak und dann sagen, ey, du bist so ein behinderter Spasti, ja? Und dann so, was denn jetzt schon wieder so? Und dann willkommen. Ja, so läuft das. Aber dann ist auch alles cool so. Und so ist das viel angenehmer, finde ich, als wenn man das so machen würde. Ja. Aber Aber keine Ahnung, ich. da hätte ich auch schon sehr viele negative Sachen losgetreten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir dessen bewusst, dass einige Menschen dir als Streamer viel nachreden und sich keine Gedanken dazu machen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Leute, die bei mir zugucken und ich ernste Thematiken behandle, dass sie sich darüber einen Kopf machen, reflektieren und ihre eigene Meinung bilden und nicht einfach so das schwafeln, was derjenige schwafeln. Und Ja. da ich das sehr langsam lernen musste und gelernt habe, was manchmal nicht immer funktioniert, habe ich leider keine negativen Hypes. Also, das ich meine schlimmste Sache, die getan wurde, ist, dass jemand aus meinem persönlichen Umfeld darunter leiden musste, dass ich mit jemanden digital mich auseinandergesetzt habe, der nicht damit zu tun hatte. Und dafür fühle ich mich verantwortlich. Und das fand ich nicht so gut. Und darum wird das nicht mehr passieren. Das war die negativste Erfahrung, die ich hatte. Also jemand aus meinem persönlichen Umfeld ist halt betroffen gewesen, nur weil jemand nicht wusste, wo die Grenze zu ziehen ist. Und deswegen, ja, das war so das Behindertste. Also einfach. Nicht cool. Aber das Siehst ist, das ist halt das, was ich meine. Du fängst dann, also man ist dann halt so wie so ein Werwolf, ja. Man reißt sich die Klamotten runter und dann kommt die Halbbrust raus und dann geht's aber hier ab durchs Internet. Scheiß auf Verluste, los geht's. Ja, aber es gibt halt Grenzen, ne? Ja, eben, aber die hält man genau in dem Moment nicht ein, weil man dann einfach Genau, nur, weil man denkt, ja. man muss zeigen, wer der Boss ist, so. Genau, man muss den Schniedel Aber zeigen. ja, schlussendlich wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. Ja, das spielt ja jetzt keine Rolle. Ist Schnee von gestern. Ich glaube, man sollte im Genau. Internet wegspülen können und einfach verstecken so. Habe ich runtergespült, förmlich. Nächste Frage. Was haltet ihr von den YouTubern, die jetzt auf Twitch streamen und kaum auf den Chat eingehen? Für mich kein Streamer. Die ist gut. Lol. Shots fired. Wir reden von YouTubern wie beispielsweise Biber, also ich muss jetzt einfach mal nennen, das sind große YouTuber, ich will jetzt hier keine, aber Naja. beispielsweise Bibernator sind große YouTuber, die auf Twitch streamen, oder Trilox sind große YouTuber, die auf Twitch streamen, oder Gronkh ist ein großer YouTuber, der auf Twitch streamt, und Hand of Blood ist ein großer YouTuber, der auf Twitch streamt. Die haben zwischen 2 und 20.000 Viewer.
Jetzt erklären wir mal bitte, wie die auf den Chat achten sollen. Vielen Dank. Plädoyer beendet. Ja, eben. Also Gronkh kann ich mir kaum vorstellen. Der liest sogar teilweise Sachen, die im Chat an ihm vorbeirollen. Und das Ding geht so. Wow. Ja, ist halt. Also. Ja. Die ist, halt es wird halt mehr Masse mitgebracht, ja. Also ganz ehrlich, Leute, nehmt euch einfach eine kleine Zahl. Also meine Grenze, meine persönliche Kotzgrenze, wo ich sage, okay, jetzt kriege ich den Chat nicht mehr mit, sind 700 Leute. Ja, dann wird es schwierig. 700. XCOM Release waren 1200 Leute bei mir. Tschüss, ich bin raus, ich melde mich nicht mehr. Ich habe den Chat versucht zu lesen, okay? Also ich muss zu mir sagen, ich lese unfassbar viel Chat. Jede Zeile nahezu, okay. Mein Chat ist auch oft im Schneckenmodus, wenn ich spiele, muss ich dazu sagen. Love you, long times Chat. Aber das geht irgendwann nicht mehr. Wie willst du das machen? Also, wenn du dir Leute wie Lyrics, Soda Poppin oder Wreckful oder wie auch immer, wen du da alles guckst, da wird gespammt ohne Ende. Kappa 1, 2, 3, wie eben gerade, ja? Wo willst denn du da noch was mitkriegen? Was willst du denn da lesen? Also, ich hatte eine Frage. Weg ist die Frage. Also, das geht gar nicht. Ich kann selbst bei 70 Leuten schon nicht mehr den Chat verfolgen. Ja, gut, du bist ja aber auch eine Schnecke. ja, eben. Ich kann auch nicht lesen. Und wenn du. Mein wenn Gott, du also, Slappy. Du musst dir halt mal ein bisschen Mühe geben und mehr lesen. Bleib doch einfach mal im Spiel stehen und dann machst du mal Slow-Mode an mit 5 Minuten und dann kannst du das auch lesen, wenn ich bitten darf. Und wenn du richtig krass bist, machst du Sub-Mode an. Ich spiele ja auch ein Spiel, bei dem man sich ein bisschen konzentrieren muss, okay? Oh. Okay, also, Gamepad in der Hand und drück irgendwelche Tasten. Also mir passiert das beispielsweise auch. Ich kann, wenn ich ein Intense-Spiel spiele, dann habe ich auch mal 10 Minuten den Chat nicht im Auge. Das passiert halt einfach. Du willst halt aber auch Folgendes machen. Ich bin ja jemand, der sagt, Chat ist die Aufgabe des Streamers und da sollte man sich darauf konzentrieren und das sollte man machen. Aber irgendwann wird es halt so viel, dass diese Aufgabe bedeutet, dass du kein Gaming-Content mehr machen kannst. Ich kann also, wenn ich, okay, jeder will seine Bedürfnisse befriedigt haben und jeder will mir Hallo sagen und jeder will sagen, wie krass er ist und wie krass ich bin und dass wir uns lieber haben, aber keine Ahnung, ich kann dann auch nicht, du willst halt Gaming-Content bieten. Ich weiß beispielsweise, dass Hand of Blood trotz Sub-Modus überhaupt keinen Chat liest, weil der halt nur Gaming-Content bieten will. Und die Leute wissen das halt. Der liest halt null Chat. Ich glaube, der liest null Chat. Ich behaupte, Max liest null Chat. Aber das soll halt jeder machen. Du musst halt, wenn dir das nicht gefällt, dass die keinen Chat lesen, dann guckst du dem Streamer nicht mehr zu. Wo ist das Problem? Genau. Das ist so, als würdest du in Titten-Streams reingehen und sagen, oh, hier sind ja Titten, da muss ich jetzt hier aber bleiben. Boah. Ja. Oh. Oha. Also was denn? Nichts. Wir haben hier gerade Brüste gesehen. Sali, was? Was? Ja, von mir. Wow. Ach so. Kaum ist das Thema Brüste. Sali, was? Das ist der Grund, warum. Ja, wer hat denn hier bitte die Melone von uns? Nicht anspreche und auch abschließend. Sonst eskaliert das immer. Das ist schlimm. Sali, ja. Also selbst wenn wir es runterbrechen würden auf den kleinsten Faktor und einfach einen Stream nehmen, der 200 Viewer hat und er ist YouTuber. Ist scheißegal, Leute. Das ist jedem frei, so wie schon gesagt wurde. Jeder soll das machen, wie er will. Jeder guckt das, was er will. Und dieses ganze Drama hatte ich ja letztens auch mit dir schon geschrieben auf Twitter. Kurz mal, zwei Sätze. Das ist alles Promo, Leute. Je mehr ihr euch darüber aufregt und je mehr ihr Namen callt, desto mehr Promo ist das. Entweder guckt ihr es oder ihr guckt es nicht. Ob er den Chat liest, hey, wenn er dir nicht Hallo sagt und du unbedingt Hallo gesagt haben willst und er es nicht tut, oben rechts ist ein X, badabau. Die geilsten da ist sind die Tür. Ja die. Also, warte mal, Stay, ich habe gerade gefollowt. Hast du keinen Alert? Dann unfollow ich wieder. Ja, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, was da so da drin steckt. Das ist, Ja, aber das ist doch gut, dass er dir dann entfollowt, weil solche Leute willst du doch von vornherein gar nicht erst. Ja, er hat doch alles falsch geschrieben. Das ist ja egal, aber. Das meine ich halt auch, ne? Die Leute, die nur followen oder nur da sind, damit sie kurz ihren Namen im Stream lesen können, die willst du doch von vornherein gar nicht erst da haben, wenn du eine vernünftige Community haben willst. Ja, aber. Sowas fällt mir auch nicht mehr auf. Ich habe ja keinen Follower, Leute. Ja.
Aber das habe ich auch noch nie verstanden. Also ich meine, ganz ehrlich, jeder bei mir im Chat, ja, egal ob Follow, nicht Follow, was auch immer, ist für mich so ein Unicorn, ja. Aber irgendwann, Leute, müsst ihr auch einfach mal die Pforte aufmachen und raus in die weite Welt gehen und draußen sehen, wie viel Scheiße von anderen Pferden auf der Weide liegt, ja. Und ich stinkt. Und die stinkt Mh, gewaltig. stinkig. Man kann nicht alles haben. Okay, wenn ihr das möchtet, dann geht einfach in irgendeinen Stream, wo ihr 100 Mal draufhacken könnt und euer Name oben in der Ecke steht. Ein Follow-Alert ist in Größen. Macht mal Game Release mit. Okay, mein bester Game Release. Far Cry Primal bei Sali. Pass auf, ich fass kurz zusammen. La 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 Hey, das la war, la aber es la war la la Korn. la Wenigstens war la es la la Korn, Oh ja? mein Gott, die ganze Zeit Oh followen die Gott. Leute, refollow, Seitdem habe ich follow. nicht. Ja. Das war eher ein Dopp. 400 Leute followen 400 da. Mal an einem Tag und Oh, am und dann nächsten. hörst du la 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 la. Nein. Und deswegen gibt es kein Follow-Alert. Weil es einfach Nee. irgendwann Leute ausnutzen und es ab irgendeinem Punkt nervig ist. Das heißt nicht, dass man dafür nicht dankbar ist, weil man am Ende vom Stream, was die meisten ja nicht sehen, weil sie immer schon ausmachen, wenn man sagt, jetzt ist Schluss. Die letzten 5 Minuten hört sich ja nie einer an. Ach, scheiße, aus, weg. Da sagt man Danke für seine Follows. Ja. Das mach sogar ich abgehobener Bastard. Um das mal kurz einzuwerfen, das mach sogar ich. Ich habe zwar einen Also, auswendig gelernten Spruch, ja, aber das mach sogar ich. ja, am Schluss und dann am Schluss. Also, Nächste Frage, Fragezeichen? ja, hier Ja. könnte eure Frage stehen. Was für eine Frage wolltet ihr schon immer mal stellen? Ich habe eine Frage an Stay. Wann ist Hardware Talk in Us House? Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass dieses Thema bereits abgedeckt wurde. Wollen wir das schon teilen oder? Aber es kommt etwas anderes, Ja. das eine gewisse Anleitung, also eine gewisse, also sich an diese Sache ranlehnt, anlehnt. Das wird die Leute in zukünftiger Zeit erwarten. Möchtest Das wird du. super. Wollen wir das Ich sag spoilern? nicht was. Okay, dann spoilern wir nicht. Danke, du bist genau, du hast genau das gesagt, was ich erwartet habe. Dankeschön. Was für eine Frage. Die Frage kam schon zum zweiten Mal, aber hat einer von euch was, was er schon immer mal gefragt werden wollte? Was Ach ich schon so. immer mal gefragt Ja, werden will. ja. Eure eigene Frage, die an euch gestellt werden sollte, wollte, könnte. Ihr wisst, den Satz versteht ihr schon. Ach du Scheiße. Boah, welche Frage wurde denn noch nie gestellt? Ey, könnt ihr nicht so eine tiefsinnige Scheiße jetzt hier von mir fordern? Moment. Oh. Wann spielst du Minecraft? Was für eine Körbchengröße. Das Echt? habe ich heute gelesen. Wow. Willst du meine Antwort wissen? 28F. Over 9000. Ja, was soll ich auf so einen Blödsinn antworten? Was für eine Frage ich gestellt werden könnte, gestellt kriegen könnte, oder Ja, was wir ich mich wissen. fragen Nein, würde willst. selber. Willst. Also, was dich einer mal fragt. Also unabhängig von jeder Frage, die ich jetzt stellen werde, ich möchte mich enthalten, weil jede Frage, die ich jetzt stelle, werde ich morgen in meinem Chat kriegen. Also ich werde mich jetzt selber schützen und kann diese Frage nicht beantworten, weil ab morgen spammen das tausende Leute in meinem Chat. Also werde ich es nicht beantworten. Ich hätte zum Beispiel, wie war eure Kindheit? Wie war eure Kindheit? Wie habt ihr so die ersten jugendlichen Jahre erlebt? So, das wäre eine coole Frage. Ja, Dizzy, wie war denn deine Das will Kindheit? ich jetzt nicht erzählen. Das wird mich Also. morgen, das fragen Sie mich morgen im Stream. Das möchte ich mir aufheben. Weil ich habe ohne Witz, ja, wenn man lange Zeit streamt, ist es auch so, dass ihr gewisse Themen einfach wegpackt, obwohl ihr eigentlich sau viele Stories aus eurem Leben habt, aber sie schon unendlich viele Male erzählt habt vor einem halben Jahr. Und ich erzähle die gar nicht mehr. Ich wünschte mir, dass Leute manchmal sowas fragen würden. Wie war deine Jugend? Was hast du in der Schule gemacht? Wie warst du in der Schule? Solche Dinge zum Beispiel. Oder was hast du vorm Dings gemacht? Vorm Stream? Oder lauter solche Sachen halt. So Vergangenheit, dass sich mal jemand,
Was war das Beschissenste, was du je getan hast? Ich habe mit einer Faust ein Glas eingeschlagen und habe mir den ganzen Arm aufgeschnitten. Zum Beispiel. Hab gebootet. Aber den Flatscreen hast du wenigstens mitgenommen. Nee. Achso. Dahinter. Ja, aber die Kasse. Die Kasse, ja. Die steht da jetzt. Hey, das war alles nur. Das war alles nur für ein Quartettspiel mit Monsterjungs. Oh Mann. Ja, aber sowas. Also das wäre für mich zum Beispiel mal sowas eine nette Frage. Halt so, wo du dann anfangen könntest, Monologe zu führen oder mit dem Dings zu quatschen. Ja, ich würde sowas nicht, also wenn ich sowas gefragt kriege, werde ich nur wieder diskriminiert, weil ich aus dem Osten komme. Ich komme auch aus dem Osten, das müssen wir halt müssen wir ertragen wie Männer. Eben, das nehmen wir so hin wie Männer. Hallo, ihr kommt aus dem Osten, ich komme aus dem Osterin, also ich komme noch weiter östlich als ihr. Aus dem Osterin. Also, immer zweimal Osterin. Mehr als ihr, Mensch. Ja. Alles klar. Habt ihr was oder wollen wir weitermachen? Nächste Frage. Ich hab da nichts. Okay. Was haltet ihr davon, dass mittlerweile jeder mit Cam streamen muss, sonst keine Zuschauer bekommt, beziehungsweise bleiben? Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt. Also ich habe ohne... Was stimmt? Wenn ich ein... Also so, das sage ich auch. Wenn du keine Cam in deinem Stream hast... Ich sag, erklär mal warum, bevor ich sage, stimmt, und das war's. Wie Slapsticker, ne? Siehst du, kaum wissen sie, dass ich aus Polen komme, schon werde ich gedisst. Ja. Wow. Es gibt Tweef heute Abend, habe ich gehört. Ist auf egal. Twitter. Ja. Ist egal. Queef kannst du bekommen, wenn du willst. ich finde nämlich, dass es entscheidend ist und eine Rolle spielt, wie der Streamer wie so Gestik, Mimik und seiner ganzen Präsenz auf bestimmte Situationen im Spiel, im Chat, in der virtuellen Realität, in der er sich gerade befindet, reagiert. Und das kann ich nicht. Und ja, es gibt Lyric und ja, ist okay. Das kann ich nicht wahrnehmen, wenn ich nicht die Cam sehe. Das kann ich nicht, ich möchte das erleben. Also ich selber finde, das ist ein gesunder Teil von meinem Stream und ich finde, dass die Leute das auch feiern, wenn ich beispielsweise Mathilde oder sage, oh, oder so, keine Ahnung, passiert halt. Aber wenn du keine Cam hast, dann wirst du über kurz oder lang halt nicht unter meinen Streams sein, die ich täglich konsumiere, weil ich das selber als View-Erlebnis auch haben will. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich schaue momentan zum Beispiel ein, das war letztes Mal meine Streamerin der Woche, die Helly, und die spielt Landwirtschaftssimulator. Ja, das ist jetzt ziemlich unspektakulär, aber es ist wahnsinnig entspannter. Also ich bin da unglaublich gerne, sie streamt das Ganze aber ohne Cam und ich finde das angenehm. Das ist so... Da stört mich das überhaupt nicht. Aber da kann auch nicht so viel passieren, als dass ich da jetzt ein Feuerwerk an Emotionen erwarte. Also das macht sie dann mit der Stimme weg. Aber ansonsten weiß ich, was du meinst. Also ich glaube, es gibt halt Menschen, die mit der Mimik so viel ausdrücken. Also das ist auch nur meine Meinung. Ich gucke Streams, die haben eine Cam. Und ich finde das wichtig. Das war's. Also ich gucke gerne Streams ohne Cam auch. Bananosaurus Rex, Chiano, das sind Beispiele, die ich sehr, sehr gerne gucke, aber die können auch was und denen gucke ich halt gerne zu, weil sie trotzdem unterhalten sind. Also das musst du dann trotzdem hinbekommen. Wenn du ohne Cam streamst, musst du irgendwie einen Unterhaltungsfaktor nochmal oben drauf legen, den du halt mit einer Cam halt nicht unbedingt brauchst. Also ihr vergesst immer den Faktor, dass wenn jemand seine Stimme nutzen kann, euch in Schlibber redet. Also ich rede jetzt nicht von den altbekannten Beispielen, Lyric oder so. Die Leute sind vor unserer Zeit, das sind Dinosaurier sozusagen, ja, das ist so ein Schneeball. Das ist auch kein Argument mehr. Also wer immer noch das Lyric-Argument bringt für einen erfolgreichen Cam und einen Stream ohne Cam mehr. Das ist, wie gesagt, das sind Dinosaurier. Okay. Aber es gibt Menschen... Die können mit ihrer Stimme Synchronsprecher zum Beispiel. Wenn man sich so verhält, denke ich, dass das Potenzial hat und das auch funktioniert. Es gibt eine Streamerin im positiven Sinne, da solltet ihr mal vorbeigucken. Herb, ich hoffe, du bist da, hilf mir weiter, die junge Dame, die DayZ spielt. Die hat eine wunderbare Stimme. Sie erzählt nicht monoton, sie untermalt das schön, sie hat einen schönen, wie nennt man das, Klangfarbe.
das ist echt cool. Also da kann man zugucken. Die ist nett, die hat Emotionen drinne. Also ich denke, dass das funktionieren könnte. Aber man muss natürlich, wenn man jetzt die ganze Zeit so nur streamt, dann ist natürlich klar, dass das keiner sehen will. Und man braucht Emotionen, egal ob mit Cam, ohne Cam. Also man muss das halt fühlen. So, und das ist halt das Problem, dass Leute ohne Cam meistens keine Gefühle rüberbringen. In den Schlibber rein, direkt Stage-Diven in den Schlibber mit der Stimme und dann ist das Ding am Laufen. So sehe ich das. Ich hatte gerade übelst Angst, dass du jemanden sagst, als positives Beispiel, den ich überscheiße finde, aber du hast jemand anders gemeint und ich bin ein bisschen froh darüber. Ich habe gedacht, ich muss mich distanzieren von dir, weil, oh. Aber es war gut. Nochmal gerettet. Kannst du das mal kurz im Teamspeak schreiben, damit ich das Alles. Weiß? Danke. Ja. Wollen wir zur nächsten Frage überspringen? Die ist auch sehr interessant. Nee, nein, nein, ganz bestimmt nicht. Bist du wahnsinnig? Ja, gut. Sehr gut. Also, ich bitte dich, okay? Ja. Danke. Gott sei Dank. Passt vielleicht nicht ganz, aber achtet ihr zum Teil nicht mehr auf eure Gesundheit, um ein von euch gehyptes Game zu streamen? Sprich, wenn ihr mal krank seid. Ich streame auch mit 39 Grad Fieber, ja? Was? Wie war die Frage? Ich muss die Frage auch nochmal hören. Also ignorieren wir unsere körperliche Gesundheit, um unseren Stream zu machen? Ja. Vor allem, wenn das Spiel gehypt ist, dass ihr unbedingt spielen wollt. Ach so, wenn das Spiel gehypt? Nö. Solange ich, also wenn ich krank da sitze und ich würde krank das zocken, ja, dann gehe ich mich waschen, mache den Stream an und dann spiele ich das Spiel. Also ob ich da jetzt krank bin oder nicht. Die Leute wissen das. Als Allergiker im Frühling sehe ich immer aus, als wäre ich krank. Also von dem her, ja, ist doch so. Oh, Sally, bist du wieder am Durchziehen? Ja, ne, Nase immer voll, Augen so. Also for 20, deshalb, Bruder. Deshalb lasse ich jetzt meinen Stream nicht ausfallen. Wenn ich krank bin, wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann kann das tollste Spiel der Welt sein. Da bleibt alles aus und ich bleib liegen. Ja, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich habe noch nie, weil ich krank war, ein Spiel gespielt, was ich spielen musste, weil ich es angekündigt habe oder so. Mittlerweile ist es ja auch so, ich meine, das muss ich nicht mal machen mit vertraglichen Sachen so. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Das ist auch mit Spielen, wo du sagst, du machst das halt bezüglich PP. So, wenn das nicht geht, dann wirst du halt nicht bezahlt und wirst wahrscheinlich mit dem Publisher nicht nochmal zusammenarbeiten, aber soweit hat es noch nicht gebracht, dass ich mich gezwungen habe dazu. Also ich sag mal, ich habe körperlich keine Grenze. Meine körperliche Grenze ist, kann ich aus dem Bett aufstehen. Das ist meine Grenze. Wo ich sage, okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Also ich habe schon Heiser des Todes gestreamt. Ich habe schon mit Kopfschmerzen des Grauens gestreamt. Ich habe schon mit Fieber gestreamt. Also ich hatte schon alles am Stissel. Wobei ich aber jetzt auch sagen muss, mittlerweile sage ich mir, Dizzy, du bist auch nur ein Mensch. Du hast Wochen, wo du 120 Stunden streamst, was viel ist. Der Durchschnitt liegt bei, keine Ahnung, 80 oder so Stunden. Warum? Du willst es noch länger machen, also drauf gekeckern. Den Hype, also ich sag mal so, bist du Variety-Streamer, nimmst du den Hype mit. Selbstverständlich. Und ich glaube auch jeder Variety-Streamer guck, dass er der Erste ist und live ist. Und zu Game Release bist du immer früher dran als ein anderer. Selbst das habe ich irgendwann aufgegeben, weil das macht keinen Sinn. Warum solltest du 2 Stunden extra früher aufstehen oder mitten in der Nacht aufstehen zu einem Game Release? Warum? Steh zur normalen Zeit auf, mach deinen ganz normalen Stream. Die Leute, wenn sie das mögen, bleiben bei dir oder auch nicht. Und wenn du krank bist, bist du krank. Du bist auch nur ein Mensch, du bist keine Maschine. Und das darf man immer nicht vergessen. Was aber manchmal als Streamer, und da denke ich mal, rede ich allen Vieren hier aus der Seele, allen anderen dreien, manchmal übertreibt man das halt völlig. Man schläft viel zu wenig, man säuft Kaffee ohne Ende und will aber morgens da sein. Und das, denke ich mal, ist schon der größte gesundheitliche Einschnitt, den man bringt. Also, habe ich nicht. Ich habe Kaffee komplett abgesetzt bei mir. Hast du auch, ja? Ich trinke überhaupt keinen Kaffee mehr, seitdem ich das letzte Mal krank war. Und
Also gar nicht mehr. Ich habe überhaupt. Kein Ich trinke Koffein, ja eh keinen nichts? Alkohol, aber ich habe gar nichts. Ich trinke nur Wasser. Okay, cool. Oder meine Cola. Ja, das mache ich auch ab und zu, aber so mache ich auch. Also ich gehe normal schlafen jetzt. Ja, also, naja, um 1 und dann Genau. bis um 8. Und dann wieder streamen. Genau. Also Easy. normal schlafen halt. Ja, aber habe ich keine Probleme. Ne. Das habe ich mittlerweile auch ganz gut rausbekommen. War ein harter Kampf tatsächlich. Habe ich, glaube ich, ein Jahr gebraucht, bis ich einen vernünftigen Schlafrhythmus hatte. Vor einem Jahr habe ich hier noch gesessen und wie heißt das Spiel nochmal mit den Motorrädern? Verdammt, ich habe vergessen. Trials. Trials Fusion habe ich eine Strecke bis 9 Uhr morgens gespielt, weil ich sie unbedingt im Stream durchspielen wollte und vorher nicht schlafen gehen wollte. Würde mir jetzt heutzutage nicht mehr passieren. Also ich trinke Kaffee, ja, weil ich Kaffee Genuss als Genussmittel ansehe, aber nach 18 Uhr trinke ich auch keinen mehr und um 1 Uhr spätestens bin ich im Bett. Und seitdem geht es mir persönlich psychisch einfach wesentlich besser als vorher. Das sollte man tatsächlich irgendwann mal zumindest, ne, ich bin ja jetzt schon Ü30, sollte man das hinbekommen. Übrigens, Weil ich muss mal das. kurz sagen, ich finde es witzig, dass deine Community Stay mittlerweile an einem Feature, den Kappa-Counter, Spaß dran gefunden hat. Ja? Also sie werden regelmäßig wegen zu viel Kappas getimeoutet. Also. Das sind. Warte. Das sind nur Plebs, keine Sorge. Okay, mach weiter, mach weiter, Slabby. Ich hatte das gesagt. Ich habe, wie gesagt, irgendwann ist man nicht mehr jung genug, um bis 9 Uhr morgens Trials Fusion zu spielen. Eine schöne Frage. Bei welchem Game hattet ihr den größten Hype? Ich weiß Stardew Valley. es noch ganz genau. Ich Bei habe mir war geweint. es Stardew Valley. Ich habe geweint. Du hast geweint? Das war ein, ja. Also ich habe bei Fallout 4 500 Subscriber erreicht, was viel ist. Oder mal viel war. Heutzutage ist das ja so hingekeckert. Da habe ich 500 Subs geschafft und das über, ich glaube, 2 Jahre lang nur buffen und machen. Und da war ich, hatte ich einen sehr großen Hype bei Fallout. War ich, glaube ich, einer der größten deutschen Streamer zu dem Zeitpunkt. Und ich habe an dem Hype, habe ich, da erinnere ich mich gern dran zurück, ja. Ich hatte eine Träne im Auge. 500 Subscriber waren es, ja. War gut, ja. War wahrscheinlich mein größter Hype, ja. Mein größter Hype war, glaube ich, Parkour. Was kein Mensch hat dieses Spiel, noch nicht mal ich hatte das Spiel wirklich auf dem Bildschirm. Ich habe die ganze Zeit Dark Souls gespielt gehabt und wollte einfach was anderes haben. Und ich sag's auch immer falsch, ich sag immer Primeval, aber es heißt Primal, ne? Ich sag immer Primeval. Parkour Ja. Primal? Ich habe das einfach aus Spaß reingemacht und die Bude wurde mir eingerannt. Das war so, das war meiner größten Hype-Spiele. Ging auch nur 6 Tage, da war das Spiel durch, auf 100% gespielt. Ich habe 3 Kreuze gemacht, aber es war Wahnsinn. Also, und es war, ich habe Spaß dran gehabt, muss ich sagen. Trotz der vielen Action. Ich glaube, für meinen Kanal persönlich war es damals Altes. Zu welchem genauen Zeitpunkt kann ich das gar nicht sagen. Was auch noch das Krasse war, was auch noch krass war, das erste Mal 1000 Subscriber zu haben. Das war aber, glaube ich, auch ein Altes. Bin mir nicht sicher. Ich müsste, also das Problem ist halt, ich habe halt nicht mehr diese, ich bin halt ein bisschen abgestumpft, so. Also was dadurch, ich meine, ich habe jetzt schon dreimal, viermal 1000 Subscriber erreicht und bin halt immer wieder mal auf irgendwelchen Events gewesen und bin dann wieder hochgepusht und so. Und das könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, das erste Mal war ziemlich krass. Aber wenn ich was sagen müsste, wäre es das erste Mal, als Simon unser Twitch-Partner-Affiliate gesagt hat, also was für mich mein persönlicher Hype-Moment war, wo ich dachte, wow, ist, dass ich mehr Subscriber habe als Durchschnittsviewer. Ich habe 300 Viewer gehabt und hatte 400 Subscriber im Schnitt. Oh.
Ja, die GWP. Das habe ich ihm aber, also das habe ich ihm selber irgendwann mal erzählt, weil ich darauf sehr stolz bin. Keine Ahnung, das hat er mir also gesagt. Ich kann die Zahl, die Differenz sogar noch toppen. Da muss ich aber auch... Ja. Ja. Also ich habe eine Differenz von 400 manchmal. Und cool! Und glaubt mir da draußen, alle, die auf diesen Knopf drücken, ich bin euch so unfassbar dankbar, dass ich seit 3 Jahren das hier machen darf und nicht der fetteste Magger bin auf dieser Plattform, sondern einfach nur ein normaler Typ, der Sachen macht. Dankeschön. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dort. Danke. Habt ihr noch Fragen? Ich werde angeschrien, dass ich die E3 verpasse. Willst du das noch covern heute, oder was? Ja, klar. Ja gut, dann müssen wir das wohl schnell, ja, da sind noch sau viele Fragen, aber wenn du sagst, du musst los, dann... Nee, dann frag durch, alles gut. Hier sind noch wirklich viele. Dann gibt es Tausende, was? Hast du gerade Tausende gesagt? Na Logi, die Leute sind heiß heute. Oh, fuck. Was müsste passieren, um das Streamen zu revolutionieren, oder ist Twitch perfekt? Oh. Könnte mal endlich ein bisschen schöner werden hier. Was denn, wie schöner? Der Stil der Seite, finde ich, der ist schon so abgeguckt. Also so, weißt du? Find ich nicht mehr zeitgemäß. Das Design. Ja. Als solches. Und HTML5 könnte ja nicht mal kommen. Oh ja, das wäre schön. HTML5 kommt aber dieses Jahr noch. Ja. 3. Quartal ist angekündigt. Mhm. Das, was ich sagen will, ist, ja, ist egal. Ist auch gerade egal. E3, scheiße, das ist eh nur... Was Ray hat gesagt, Steven zahlt sich 7 Squad-Mitglieder, das wird mega. Oh, da fahre ich heute auf ab. Was? Ich verpasse es, ich muss weg. 7 Squad-Mitglieder. Mitglieder. Oh. Was ich unbedingt will und unbedingt brauche und ich bete für den Sellout-Gott, damit er es mir bringt, sind ab einem bestimmten Zeitraum des Resubs unterschiedliche Symbole in einer unterschiedlichen Farbe vor dem Namen als Subzeichen. Das heißt, wenn jemand beispielsweise 3 Monate Sub ist, wird es Bronze. Wenn es 6 Monate ist, wird es Silber. Wenn es 1 Jahr ist, wird es Gold. Wenn es 2 Jahre sind, wird es Platin. Und dann wird es Diamant und so. Ja. Das würde ich super gut finden, weil ich noch mehr zeigen will, wer krass am Supporten ist. Und dass über auch, dass die das sehen, dass, Alter, ich bin schon so lange hier, ich bin Stammmitglied, das ist krass. Das würde ich mir wünschen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Problem ist, dass das nicht geht. Also ich wünsche mir das schon so lange und ich habe auch schon... An der Datenmenge. Ich habe halt, ja, natürlich, aber wir das haben ist das, halt pro Kanal. Wir haben das in unserem, also ich habe das ja auch bei mir drinne. Bei mir gibt es auch unterschiedliche Stufen und Ränge, die du haben kannst auf dem Boot. Und das ist eine ganz schöne... Datenmenge, die dahinter klemmt. Und ja, das wir reden aber auch von Twitch. Ja, aber das wir ist... Wir reden nicht von... Ja, wir reden hier von einem Kanal und dann musst du das auf mehrere... Also ich denke mal, das ist von der vom Datenvolumen her einfach nicht managebar. Aber das muss managebar sein, weil das ist die geilste Idee ist überhaupt. Du kannst das aber auch selber machen, Magge, indem du dir das schreibst. Ja, aber ich will das nicht selber machen. Ich will, ja, dann mach doch mal dass Twitch mir die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Symbolen für unterschiedliche Längen von Subs hochzuladen. Ich will beispielsweise nicht das, was Sacred beispielsweise macht. Der macht das ja auch so. Ja, ja. Es gibt ja viele Streamer, die so ein eigenes, Rangsystem haben und dann, oh, du bist jetzt Corporal und so. Ich will nicht, dass das im Chat steht. Ich will, dass da ein anderes Symbol ist. Ja, wir sind hier nicht bei Hitbox, wo Sachen scheiße sind. Wir sind hier bei Twitch, hier sind Sachen super. Vielleicht kommt das ja noch. Hey, du, pass auf, das Ding ist halt, du musst einfach noch mehr Randale machen, um noch größer zu werden und dann hast du vielleicht irgendwann die Möglichkeit, dass sich irgendwer erhört. Die Sache, die ich gerade vorgetragen habe, kommt von Lyric. Okay. Von Lyric. Ja, dann hast du aber, ja. Lyric. Der hat das mehrmals getweetet und er hat das mehrmals in Discord Ask Me Anything Sachen gesagt. Das kommt von Lyric. Wie viel größer muss ich denn noch werden? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, bitte, also da muss schon noch ein bisschen was passieren. Also gib dir mal Mühe, ja. Also ich hab nichts, ehrlich gesagt. Ich bin glücklich. Man könnte jetzt. Ich bin danach auch glücklich. Man könnte jetzt wieder Sachen aufzählen wie Boobstreamer, Bots und Yadi Yadi, das Ganze. Aber das stört ja eigentlich gar nicht.
Das stört nur Menschen, die Sachen suchen, um sich aufzuregen, weil sie nichts anderes haben, worüber sie sich aufregen können. Nächste Frage. Oder keine Fahrzeuge vor der Fensterbank steht, die man aufschreiben kann. Oder sowas. Da Slapsticker sich ja mehr trauen möchte, wie wäre es mit einem Gitarrensolo oder vielleicht sogar ein Duett mit Stay am Ende? Zum Ende, heute. Kriegen wir nicht hin, Delay. Vielleicht später. Du bist gemutet, Slappy? Slappy, du musst drücken. Oh, sorry. Ich habe genau das gleiche gesagt. Das würde nicht funktionieren, weil Delay und so. Also, ja. Das würde nicht übereinander liegen. Immer diese Ausreden. Ja, leider geht das nicht. Mist! Wie schaut es mit eurem privaten Freundeskreis aus? Also, wie groß beziehungsweise wie intensiv ist noch? Nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Vorhanden. Was? Ja. Also, alle meine nicht mehr. Privaten Freunde, das kenne ich von Twitch. Ja, nicht, bei mir auch so. Bei mir ist es nicht mehr so intensiv wie noch, als ich, weiß ich nicht, 25 war oder so, dass man irgendwie jeden Mittwoch, jeden Samstag in eine Kneipe geht oder, ne? Aber ist auch gut so. Aber einmal im Monat sehe ich die auf jeden Fall. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Fahren ja auch immer mal wieder irgendwie nach Holland oder so für ein Wochenende oder sowas. Und das brauche ich, also ohne Freunde. Nee, ich habe Freunde, aber die habe ich Hey, ich habe Freunde. Wie das halt klingt. Die Shots, ey. Wie es ja. halt klingt, ja. Also Anna ich? Und Bella, so, ich habe Freunde. Wow, Tanja und ja, Anja, wenn es geht, jetzt, bitte. Und jetzt habe ich mich selber lieb, so. Nee, also ich kenne auch alle meine Real-Life-Kontakte sind Kontakte, die ich von Twitch habe. Ob das nun Annie ist, Priester, Lilly, alle die Sachen, die sehe ich aber auch nur auf Conventions oder mehr mache ich. Da. Also das ist schade, dass das so ist, aber ich bleib doch nicht die Zeit, ja. Selbst und ständig. Willkommen in meinem Leben. Ja. But we love it. We do it. Okay, pass auf jetzt, Stay. Wir runden das Ding jetzt ab. Ich weiß, du musst los. Ich will dich da auch nicht aufhalten. E3, guck Battlefield 1, 7-Mann-Squad-Hype. Yay! Yay! Okay, wow, let's go. Entschuldigung, dass ich an Gameplay interessiert bin. Oh! Was wäre für euch ein Grund, mit dem Streamen aufzuhören? Bam, letzte Frage. E3. Lol. Ciao! Ciao! Ich hab keinen. Keine Lust mehr. Also. Keine Lust mehr hab, dann streame ich auch nicht mehr. Ich möchte das so lange machen, wie ich kann. Ich liebe meinen Job über alles. Verzeihung. Gesundheit. Ja, du zuerst. Du bei mir geht das ganz schnell. Das, Bei mir geht's nicht so schnell. Ich muss gerade überlegen. Ach so. Gibt nichts. Gibt nichts, was mir da dazwischen kommen wird. Hui! Nein. Aha. Perfekt. Ja. Ihr müsst die Kamera jetzt wieder aktivieren. Ja, aktiviert. Oh Gott. Was ist passiert? Ja, ich werde das ist willkommen bei Skype. Nach vier Stunden. Alles so dunkel. Ja, nach vier Stunden passiert das. Man darf nicht länger als vier Stunden in Skype telefonieren. Ich bin glücklich verheiratet. Es geht gleich weg. Ich zocke, seitdem ich ein NES hatte. Ich werde immer zocken und wenn ich mit 80 mit Arthritis nur noch den Stricksimulator spiele, aber ich werde immer zocken, weil mich das glücklich macht und zu meinen größten Hobbys gehört. Und es gibt nichts im Leben, was mir dazwischen, also bei Frauen heißt es ja dann oft zu so Kinder und das kommt eben bei mir nicht dazwischen. Und nö, also ich werde das so lange machen, wie es mich glücklich macht. Ja. Es gab eine Zeit, wo ich tatsächlich auch darüber nachgedacht habe, aufzuhören. Das war aber, weil persönliche Sachen und so. Und da stand ich halt kurz vor der Entscheidung zu sagen, entweder höre ich jetzt auf oder ich mache einfach mal ein bisschen mehr Stream. Wenn man mir jetzt die Frage stellt, was müsste passieren, damit du aufhörst, ist, man müsste mich dazu zwingen, aufzuhören. Also man müsste mir mit einer Pistole neben mir sitzen. Und müsste mir die an die Schläfe halten, müsste sagen, du hörst jetzt auf zu streamen. Dann höre ich auf zu streamen. Weil das ist was ich gut kann. Und das ist was, wofür die Leute viel Freude haben. Und das ist was, was ich, genau wie du sagst, Lizzie, ewig machen kann. Weil mein Körper keinen Verschleiß hat.
Außer, dass ich dick werde. Oh. Aber damit kann ich gut leben. Oh Gott, die sind, ach Mann, da sind doch echt, heute sind so gute. Lies vor, ist okay, ist okay. Die da, heute drei sind, ist eh down. Die heute drei ist eh down. Okay. Was erhofft ihr euch von Twitch aus der Zukunft? Und mein Hemd ist aufgegangen. Und wo seht ihr euch in 5 bis 10 Jahren bei Twitch? In 5 bis 10 Jahren? Ja, die Frage ist eigentlich, aber das ist heute mal neu, wo wir uns auf Twitch sehen. Ganz ehrlich, wenn ich wirklich ganz ehrlich aus meinem Herzen sprechen sollte, ich würde endlich gerne mal ein bisschen größer sein. Und nicht nach 3 Jahren immer noch auf derselben Zahl rumlümmeln, wo ich vor 3 Jahren gelümmelt bin. Also nicht von den Subscriber-Zahlen her, sondern einfach nur mal diese Zahl, die man live sieht, einfach ein wenig hochschrauben und vielleicht ein ganz kleines bisschen aufsteigen in der im Underdog-Ranking in 5 bis 10 Jahren. Und endlich mal mit anderen Leuten was zusammen machen. Aber das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Also das sind so meine Pläne für die Zukunft, die ich mir jetzt nach sehr langem Überlegen und Zeit vorgenommen habe, ja. Ich werde Partner. Ich finde, das reicht erstmal. Vielleicht nicht in 5 bis 10 Jahren, weil. Aber. Bald. Da kann ich endlich auf die Partnerparty auf der Gamescom gehen. So geil ist das da gar nicht. Nur viel Alkohol. Ich möchte einfach geil. Auf. Simon, die Partnerparty ist ultra geil. Ich bleib dabei, ich würde gerne auf die Partnerparty der Gamescom gehen. Gehen, ja. Wachsen und da ich mich momentan so ein bisschen auch im kreativen Bereich bewege und mir das sehr gut gefällt, das beibehalten, weiterhin Gaming-Content bringen, mehr Spiele auf 100% spielen. Ja. Oh Mann, 5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ich lasse jetzt mal die Jahre raus. Ich gehe mal einfach mal das, wo ich mich aktuell sehe auf Twitch. Ehrlich, ich bin auf Twitch jemand, der keinem egal ist. Entweder du findest mich gut oder du findest mich scheiße. Zu 100%. Es gibt keine Person im deutschen Raum, der ich egal bin. Entweder gibt es jemanden, der mich mag, oder es gibt jemanden, der mich scheiße findet. Und das will ich beibehalten. Plus, ich will mit Ask Source noch deutlich intensiver und deutlich hochfrequentierteren Content machen und damit eine Plattform etablieren, die unabhängig von meinem Stream einen Content bietet, der ultra informativ ist und das auch auf YouTube bringt. Und gleichzeitig will ich mich aber nicht übernehmen. Es ist halt sehr schwierig, ich will halt nicht so viel machen, dass ich nichts mehr. Also wenn du zu viel machen willst gleichzeitig, dann leidet halt die Qualität und das ist halt nicht so gut. Es ist echt schwer. Also wir machen das ja hier alle 2 Wochen, seitdem wir damals gesprochen haben, seit 19 Folgen. Und es ist echt schwierig, jeden Sonntag vernünftig was abzuliefern. Wie man sieht. Wenn man nicht Drama, wow. Wenn man nicht Drama bringen möchte, ist es echt schwer, vernünftige Themen zu finden und die zu behandeln. Also es wird immer allgemeiner und allgemeiner und allgemeiner und man spricht oft auch von denselben Sachen. Also es ist schwer. Es ist schwer. Aber ich wünsche dir alles Gute, du. Das wär sehr cool. Ja, das Ding ist aber. Wir haben damals geredet, ne? Ja, wir haben damals miteinander gesprochen. Gut. Mehr sag ich nicht. Wir haben damals miteinander geredet. Kannst du dich nicht erinnern? Ja, doch. Also meinst du jetzt wegen Zusammenwürfeln? Ja. Das hat mehr Sinn gemacht. Weil ja, ich, das also aktuell, ich habe nicht genug Leute, wie ich Content produzieren kann. Ich habe so viele Leute. Aber du kannst ja auch jederzeit von uns die Leute fragen, ob da weißt du. Nee, aber ich will das jetzt auch gar nicht so ausweiten, aber denn ich weiß, was du meinst. Lass uns später reden. Ja. Das ist ja kein Thema. Ja.
Hier ist noch eine sehr schöne. Heute kommen echt gute Fragen. Ohne Witz, Leute. Also seit 19 Folgen haben wir bestimmt 18 Folgen, wo immer viel, sehr viel doppelt kommt. Aber heute sind echt gute dabei. Dankeschön. Ohne Witz. E3 ist eh vorbei. Was war der dümmste oder geschmackloseste Kommentar eines Viewers? Oh Gott, so viele. Oh. Ich habe da fällt mir jetzt tatsächlich was ein. Ich musste letztens, als ich meine neue Tastatur gerade unboxed habe, kam total kacke, hat einer donated bei mir mit einem Namen, der bei mir einfach nicht in die Community passt. Ja, also will ich jetzt auch nicht sagen. Und dem habe ich dann das Geld, also ich habe ihn A geblockt, dass er mir nicht mehr spenden kann. Ich habe ihm A, B das zurück donated und B, C meine ich, gebannt, weil das nicht passt. Und das war sehr geschmackslos. Sein Name, wie er sich quasi da genannt hat. Das ist mir passiert. Das hätte in einem anderen Stream, wenn es Ü18 gewesen wäre, vielleicht gar nicht, wäre das gar nicht so schlimm gewesen, aber bei mir passt das einfach nicht. Und wieso hat er sich Minecraft Pro Gamer genannt, oder? Nee. Krasser nee. Stricher 1, 2, 3. Nee, okay, ist wir egal. Sind jetzt eh nach 11. Er hatte Pedo im Namen. Und das passt einfach nicht. Okay. Also wenn sich jemand so nennt, dann kann ich ihn auch nicht ernst nehmen. Wir kommen im Internet, da kannst du niemanden ernst nehmen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also als weibliche Streamerin, ich gebe da ein Vögelchen drauf. Ballaballa. Ich kann mich da echt nicht dran erinnern, welcher da der Dümmste war? Ja, das ist wer war denn da der Dümmste? Keine Ahnung, ich hab super Mods. Meistens machen die das, oft machen sie es sogar zu schnell weg, weil dann habe ich gar nichts zum Spielen, so dass ich mit denen noch ein bisschen spielen kann, mit den Trollen. Nee. Also ich glaube, so richtig getroffen. Ich habe ein Exemplar, was ich kürzlich erst getroffen habe, weil ich Hearts of Iron 4 gespielt habe. Ein Strategiespiel, was sich im Zweiten Weltkrieg bewegt und man Deutschland spielen kann. Hat mir jemand gesagt, dass ich deswegen den Holocaust verleugne. Was? Das war bitte, so top dumm halt. Also das war so meine wöchentliche dümmste Aussage. Ich habe immer so den Assi des Tages, den Spasti des Tages, sage ich immer, ohne irgendwie beleidigend zu wirken gegenüber einer bestimmten Form von Gruppe oder so, aber das war so der Top-Wochentyp. Also mein Top-Wochentyp hat ja irgendwas gemeint mit erst, ich soll mehr Arbeit suchen. Danach, als das Thema geklärt war, ich soll mir einen Mann suchen. Als das Thema dann auch geklärt war. Gut. Ne? Ja, ne, super. Ich meine, der denkt an mich. Das ist doch auch mal nett. Der guckt, dass ich wenigstens nicht unter die Räder komme. Hab ich gesagt, bin nicht unter die Räder gekommen. Hab schon einen Mann, bin ganz glücklich verheiratet. Und dann irgendwie war der aber damit nicht zufrieden, dass ich damit so locker. Und dann hat er angefangen zu meinen, ne. Ich meine, mein Chat und die Community, die kennen meinen Mann. Also und die da, und der ist jetzt gerade da unterwegs und macht dies und das und ich immer nur so. Was? Also es gibt dann welche, die geben sich wirklich Mühe. Er hat sich, glaube ich, 3 oder 4 neue Accounts gemacht, um dann jedes Mal reinzukommen, um mir zu sagen, was mein Mann gerade irgendwo anstellt. Also ich habe 2, also den Spinner der Woche, wenn wir den so nennen möchten, der kam zu mir rein, hat gesagt, ich soll einen schweren Angriff machen bei Witcher und das kann ich halt durchspammen und dann fällt der andere um. Da habe ich zu ihm gesagt, du, sei doch so nett und lass mich einfach spielen, wie ich möchte und dann, wenn dir das nicht gefällt, dann mach oben einfach aufs X und dann ist fertig so. Und danach hat er mich du dreckige Fettsau genannt, nee, du scheiß Fettsau oder Scheißhaufen, irgendwie sowas und hat gesagt, wenn du keine Ahnung hast, dann verpiss dich. Also ich habe ihm wirklich nett geantwortet, ich habe ihn nicht beleidigt, gar nicht oder auch irgendwie in irgendeiner Form getriggert. Und dann habe ich noch von ganz früher in den Zeiten, da hat mich einer so eine Woche lang, das werde ich auch nie vergessen, drangsaliert mit, du bist Hartz IV. Typi, irgendwie sowas, was glaube ich Standard war zu der Zeit, weil man ja nie Geld verdient hat und die Leute alle keine Ahnung haben. Ja, Twitch war ganz das. Das, was damals Hartz IV war, ist heute Viewboarding. Ja, genau.
Und das ging über Wochen und Wochen und Wochen oder ja, mehr, sagen wir mal eine Woche. Und später hat er das auch immer in den Chat reingetan, etc. pp. Und dann ist er irgendwann mit seinem realen Account reingekommen und hat genau denselben Scheiß gepostet. Ja? Und es stellte sich raus, der Typ war 32, selber Hartz-IV-Empfänger und wurde für immer gebannt bei mir. Mir fällt noch einer ein, Dizzy. Wer denn? Dizzy, mir fällt noch einer ein zu unserem Dark Souls-Stream. Ach so, ja, der war richtig geil. Also, Der war doch super. ich war bei Salista, Belladonna. Und er ist bei mir seit 7 oder 8 Monaten Sub gewesen, okay? Und weiß, dass ja Sali theoretisch bei mir ist. Wenn man 7, 8 Monate da ist, weiß man das, ja? Und er hat gesagt, er unsubbt mich, weil ich jetzt eine Frau zu mir in den Stream hole, weil ich es nötig habe, über Boobs quasi mehr Viewer zu generieren. Hat er nicht. Hat er gesagt. Weil ich eine Freundin von mir besucht habe. Ich bin zu ihr geflogen in die Schweiz, um mit ihr Dark Souls zu spielen, worauf ich mich wochenlang gefreut habe. Und er hat angesubbt, weil er gesagt hat, Dizzy, du holst dir jetzt Boobs in den Stream. Ich unsub dich, jetzt mag ich dich nicht mehr. Ups, ne? Ich trage immer solche T-Shirts. Wow, das war, Das ist das ja ist meine. richtig dumm. Was? Das ist Das ist in ja eineinhalb super Jahren dumm. mein Highlight. Jetzt, wo ich ein bisschen Zeit hatte zum Lol, Nachdenken, was? das war mein Highlight. Hat Ja. Unsubbed, ist Da muss seitdem aber, da nie muss wieder ich da. aber ordentlich anfassen. Wenn er so eine Abneigung gegenüber Frauen hat, dann wird er sicherlich ordentlich die Schleuder bewegen. Grüße Na, gehen raus also. an Spasti 1 oder 3. Also, wow. Boah, das wäre für mich aber wow. Ja. Also müsst ihr euch, der ist seit 7, 8 Monaten Subscriber, okay? Ich habe noch nie irgendwas mit irgendwem gemacht, ja? Und dann sitzt du da im Stream und denkst dir so, wow, Wow. okay. Oh, ich habe auch noch einen. Ich Na habe auch noch dann. einen. Ich habe jemanden, der hat. Der hat, als ich im Stream war und nur in einem Support was klären wollte, hat 1500 Viewer gleichzeitig beleidigt und hat sich dann gewundert, warum der Server gedDoS wird. Okay. Also so ein altes Server. War merkwürdig. Super. Also er wollte nicht, dass mein Stream läuft und hat nicht gesagt, mach mal bitte deinen Stream aus, sondern mach mal deinen Hampelmann-Stream aus, du Spasti! Oh, Im das habe ich übertragenen gesehen. Sinne. Und dann haben 1500 Leute das gehört und ich konnte es halt nicht verhindern. Und dann war der Server auf einmal weg. Was soll ich machen, ja? Ich saß ich halt hier und dachte, ja, du bist ein ganz schön dummer Bastard. Aber dir ist halt nicht zu helfen, ja. Willkommen. Ja. Ja, wenn man sich Alles nicht klar. benehmen kann und so. Ich sag's ja immer, Naja. liebe Kinder da draußen auf der Straße, Anzeige ist raus. jeder hat einen Funken Respekt verdient, ja? Man muss immer erst warten, das ist bei der Schlägerei auch so. Schreibt euch das auf, das kann ich euch sagen. Ich habe an der Tür gearbeitet, ihr dürft nie als erstes zuschlagen. Den ersten kassieren und dann dürft ihr austeilen. Immer. Und dann Immer. kaputt machen. Und dann Kaputt. könnt ihr ihn zerreißen. Kaputt machen. Diese. Zerfleischen könnt ihr ihn. Ja, nächste Hm? Frage. Nächste. Okay. Findet ihr euch, beziehungsweise uns als Community, manchmal rückständig, beziehungsweise engstirnig? So im Vergleich zu Stay zum Beispiel? Wow. Die Frage ist fies. Findet ihr euch beziehungsweise uns als Community, also Bay Pirates, manchmal zu rückständig beziehungsweise engstirnig, so im Kann ich Vergleich dazu zu was Stay? sagen, bevor ihr anfangt? Ja, bitte. Ihr wollt eine in sich geschlossene Community sein und das gibt ihr halt nach außen auch aus. Also ihr wollt für euch sein und das hat positive Seiten und das hat negative Seiten. Also, ich denke mal, es wird zum Beispiel auf den Bot, ja, dass Spaß zum Beispiel rausgehauen wird, Fuck und so weiter und so fort. Also Fäkalsprache. Das Lustige an der ganzen Sache ist, ja, es ist engstirnig und es ist ja vielleicht rückständig, aber ich persönlich denke, dass mir oder uns, ja mir, also jetzt hier, das viel bringt, denn ich kann mich mit Menschen normal unterhalten. Und ich persönlich finde es so witziger, als wenn jetzt, wenn ich Spaß sage, alle Leute Spaß der Woche schreiben. Spaß ist halt, Spaß ist ein Wort, das muss nicht unbedingt schön sein. Ja? Und der, man muss das nicht
übermäßig gebrauchen. Genauso wie fuck. Man kann auch einfach sich ein anderes Wort suchen, was ich persönlich witziger finde. Ich komme aus einer Zeit, wo ich Bud Spencer-Sprüche witzig finde, okay? Und ich finde sie heute noch witzig. Und das ist Merkt man einfach. gar nicht, wenn man den Channel sieht. Willst du etwa Oh. sagen, ich bin dick? Nein, ich würde sagen, dass du, wenn ich dich subscribe, da ziemlich viele Sounds ausgelöst werden. Hey, muss ich ändern, okay? Entschuldigung. Das Nee, sind das ist halt. wirklich gut. Ich mag das ja. Ich bin ja auch ein großer Terence Hill Bud Spencer-Fan. Das Würdest wechselt du halt auch. sagen, ich bin dick? Was? Was? Ja, Ehrlich, das ist deine erste Reaktion von mir? wow. Wo bin ich? Ja, aber es ist halt so, ich find das so witziger. Also, jeder kann ja machen, wie er möchte. Also, mag Anglizismen zum Beispiel selten nutzen, ja. Und der übermäßige Gebrauch davon ist nicht so mein Ding. Und ja, das ist rückständig, definitiv. Aber engstirnig bin ich nicht. Und ich glaube, bei uns wird sogar von Meinungen genug toleriert, dass wir definitiv nicht also ich rede von meinem Stream, ja, dass wir nicht im Steinzeitalter leben. Es ist halt nur gepflegter Ausdruck, Punkt. Ja, es geht ja auch nicht darum. Ich weiß auch nicht, was die Frage abzielt, ehrlich gesagt. So Ich habe ich bin es. halt einfach, ich habe halt einfach eine größere Toleranz, also nicht Toleranz, aber ich habe halt eine größere Schmerzgrenze, die ist höher. Du hast sie halt anders gelegt. Du sagst halt, du willst das nicht hören, du willst das nicht hören. Ich will halt beispielsweise ganz andere Sachen nicht hören. Und bei mir verschiebt sich das halt. Aber ich glaube nicht, das rückständig. Jeder hat selber zu entscheiden, wie er in seinem Chat umgeht. Das ist total bescheuert. Ja. Also nicht bescheuert, weil das jetzt die Frage jetzt abwerten will, aber. Wenn man drüber nachdenkt, hat jeder von uns selber die Entscheidung zu treffen, was in seinem Chat stehen darf und was nicht. Und niemand hat das Recht zu sagen, aber du machst das da scheiße. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist, dass Bay Pirates halt Bay Pirates sind. Und das ist in sich geschlossen. Und entweder du bist dabei und dann wird, das war mal schlimmer, fand ich. Das war mal, als ihr noch mehr. Ich weiß nicht, als ihr noch irgendwann, als ich das Gefühl, also ich hatte zumindest mal das Gefühl, dass wenn du in einem Netzwerk warst, dann warst, also wenn du in einer Twitch-Gruppe warst, warst du in den Bay Pirates oder so. Das war halt sehr, sehr viel verbreiteter. Weiß nicht, ob ich das auch das Gefühl hatte, dass es zu ernst genommen wurde, weil ich es immer ein bisschen runtergelabert habe, aber also die Gruppe an sich, also nicht die, also die Gruppenfunktion, die es gibt, weil ich das nie wirklich ernst genommen habe. Aber keine Ahnung, wenn man die Entscheidung trifft und sagt, man will eine Community aufbauen und das ist dann bei euch die Bay Pirates Community, dann muss man halt sagen, ja, wir haben Community-Richtlinien, die sind so und so und ihr macht ja, glaube ich, auch Treffen und sowas und den ganzen Kram, ja, dann ist das halt in sich geschlossen. So und dann ist halt, muss halt, ist halt positive Sachen, weil ihr euch ultra gut kennt und super viel Kontakt zueinander aufbauen könnt und halt auch die Person richtig kennenlernt. Das hat halt aber auch die der Tatsache, dass beispielsweise eventuell Innovation oder dass eventuell Eindrücke oder konstruktive Kritik, die nicht von den Leuten geäußert wird, mit denen man die ganze Zeit schon rumhängt, die aber trotzdem angemessen ist, nicht wahrgenommen wird. Kann ja sein. Also ich geh mir eher auf Meinungsäußerungen aus und sowas, wegen Shots feiern und sowas, weil wir sind halt schon sehr verklemmt, was das angeht. Also konservativ eingestellt. Also Genau, ihr das seid, ja. konservativ, was das Genau. angeht. Hier wird nicht rumgeblägt oder so, es ist gepflegte Unterhaltung und fertig ist so. Und ich denke eher, dass das darauf abgezielt ist. Ja, ihr zieht das aber auch durch. Das ist auch euer Recht. Ihr dürft das. Soll jeder, wenn es keinem gefällt, dann muss man das ja ausmachen oder so. Jo. Wobei ich mir auch sagen muss, also ich persönlich bin schon viel lockerer geworden, ja. Und wenn ich jetzt schon sehe, Spaß der Woche wird rausgehauen und ich weiß, die Leute meinen es nicht schlimm, dann geht mir das alles selbst auf die Eier, okay? Glaubt mir das, mir geht's auch auf den Sack, aber es ist fürs Allgemeinwohl. Versteht ihr? Ich habe So. locker erfunden. Hört auf rumzuheulen, wenn ihr mal ein Timeout kriegt. Ihr werdet doch sowieso zurückgeholt von den Mods. Dann haben die wenigstens auch mal was zu tun, sonst wird doch keiner rausgehauen. Also hört auf zu weinen jetzt hier. Bei mir darf keiner weinen wegen dem Timeout. Meine eigene Schwester hat in meinem Stream schon 10 Minuten Timeout kassiert. Und ich liebe meine Schwester. Safe Also. Call, ich habe mal einen Account von meinen Brüdern gebannt. Gebannt? Safe Call. Also. Was jetzt schon So. happens? Aber wir sind durch. Also es sind keine Fragen mehr. Solche Wasser. Das ist Wasser. Aber.
wir haben den Streamer der Woche noch. Wir sind ja immer so frei, falls ihr neu seid, wir geben euch gerne Empfehlungen für Streamer, die ihr euch mal angucken könnt. Und ich würde sagen, da Slappy schon ungefähr 5 Stunden nichts mehr gesagt hat, gefühlt, oh hi, können wir ja mal auf Slappy gehen. Und zwar, Slappy hat eine sehr schöne Empfehlung. Slappy, hau raus. Letztes Mal habe ich einen ganz kleinen Streamer genommen, diesmal nämlich einen der größten, glaube ich, die es gibt. Vor allen Dingen, weil er einer der größten YouTuber auch ist. Ja, das vielleicht nicht, aber schon ziemlich groß. Ein Typ, den ich immer gucke, wenn er sein Podcast hier auf Twitch bringt, den Co-Optional Podcast oder Broadcast, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Total Biscuit, glaube ich, einer, der Zynismus vernünftig verkaufen kann. Also es gibt viele, viele Leute, die zynisch sind auf YouTube und auf Twitch und bei denen man sich einfach denkt, ah, du bist aber auch ein bisschen verbittert. Bei ihm, ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, aber der ist, was er sagt, hat immer Hand und Fuß. Man muss ihm nicht immer zustimmen. Ich gucke ihn halt super gerne und seine Meinung interessiert mich auch immer und wirklich, also wenn eine Talkshow irgendwie sich an irgendein Ideal halten muss, dann finde ich an den Co-Optional Podcast, den er halt bringt. Von daher, Total Biscuit ist auf jeden Fall meine Empfehlung, mein Streamer der Woche. Sally, stay? Wer möchte? Darf ich? Ja, rein. Super. Mein Streamer der Woche ist Vulvarus. Das ist einer der ersten Streamer, als ich damals auf Twitch gekommen bin. Da hat er, glaube ich, 6.000 Follower gehabt und hat damals Isaac, Binding Isaac gespielt. Ich bin jetzt gerade wieder auf ihn gestoßen wegen Dark Souls. Er spielt die Dark Souls-Reihe durch, ist momentan bei Dark Souls 2 angekommen und ich schaue ihm unglaublich gerne zu. Also ich bin da mega unterhalten. Er geht da absolut auf in seinem Spiel. Ich finde das, schaue ich momentan sehr viel. Soll ich vorgreifen? Sei vor. Okay. Ich habe Ezekiel III, der beste Freund von Man vs. Game. Da ich Man vs. Game schon vorgeschlagen habe, kann ich das nicht wieder tun. Ich liebe diese beiden Menschen. Das sind laute, emotionale Schreihälse, die einfach sagen, was los ist. Und ich liebe sie dafür. Sie haben diese Woche von Montag, könnt ihr gerne mal bei Man vs. Game nachschauen, Best Man's Day heißt das. Das war Nationalfeiertag für beste Freunde, glaube ich, oder so. Oder Feiertag für beste Freunde. Und sie haben beide zusammen gestreamt, Man vs. Game und Ezekiel. Und ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich so streamen könnte. Es ist einfach unfassbar lustig, wie die sich gegenseitig belegen, rumbölken und nebenbei einfach das dümmste Spiel spielen, was eigentlich niemand interessieren würde. Und deswegen empfehle ich euch Ezekiel, aber ich sag's gleich, genießt das mit Vorsicht, da ist Shots feiern und mehr als bei Stay. Just saying. Also da ist richtig, das ist Action Satisfaction bei den Jungs. Willst du sagen, dass Stay dick ist? Ja, ich wirke wie 2. Prinzipiell? Ja, ich kann ich? Soll ich? Hau rein, komm. Gib Gas. Alles klar, ich wähle Stay. Nein, Spaß. Ich habe mir Fischkopf ausgesucht. Fischkopf. Einer der nicht nur persönlich korrektesten Dudes, die ich auf Twitch kennengelernt habe, sondern weil ich auch privat mit dem Zeit verbringe. Sondern einer der unterhaltsamsten Streams, die auf Twitch mit im deutschen Bereich existieren. Sehr viel, sehr kreativ, sehr, sehr unterhaltsam von den Spielen her. Ich habe letztens mit ihm Total War gespielt und habe ihm das so ein bisschen gezeigt und beigebracht. Und es ist immer eine lustige Sache. Ich gucke gerne bei ihm rein. Ich sub auch gerne bei ihm rein. Dieses Unterschwellige, ja? Was denn? Das habe ich ganz offen gesagt. Und, ich wollte nur sagen, dass ich der Subscriber bin. Und ja, einer der korrektesten Dudes, folgt dem mal, schaut bei dem rein, ist wirklich nur zu empfehlen. Guter Mensch, guter Streamer, super geil. Okay,
Ich muss mal meinen nochmal nachreichen hier. Dann. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder? Was sagt ihr? Die drei sagt ja. Also, das Schlusswort Stay hat immer der Gast. Bereite dich darauf vor. Ich mache das Anfangswort als Schmoderator. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Ich habe sehr viel Spaß gehabt heute, ohne Witz. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber es wurde sehr gut angenommen. Dankeschön dafür. Fand ich sehr cool. Hat mir persönlich, wie gesagt, sehr viel Spaß gebracht. Auch, dass es heute wieder ein bisschen Reibereien gab an manchen Stellen. Das war sehr schön. Wir haben über kritische Themen gesprochen. Wir haben über gute Themen gesprochen. Und ich war positiv überrascht, wie witzig es doch war. Danke an die ganzen Follows, an alle, die hier waren. Schaut bei Twitter vorbei, bei allen. Steht unten drunter. Twitter ist eigentlich das Medium. Wenn ihr das noch nicht habt, tut es. Und morgen ist, falls ihr was verpasst habt, der Plankenschnack auf YouTube. Und dann wünsche ich euch noch allen schönen Abend. Viel Spaß mit der E3 und 7-Mann-Squad Battlefield 1. Woo! Wow. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Stay. Dankeschön, dass du da warst. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das macht doch nichts. Mach das mal für mich mit, Sally. Warte, ich bin dein Wingman. Okay, das ist unangenehm. Mit meinen Fledermausärmeln, das ist super. Ja. Oh. Wirklich, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke für die vielen tollen Fragen bei Twitter. Und für den tollen Chat heute. Also, war schön. War wirklich ein schöner Abend. Ich habe da nie viel zu sagen. Ist schon alles gesagt worden. Mensch, hör auf zu heulen, Püppi, und sag Tschüss jetzt. Tschüss. Ist geil. Finde ich geil. Fertig. Ja, von mir auch danke, Stay, dass du da warst. Danke euch, dass ihr zugeguckt habt. Danke für alles. Und ich liebe euch. Papa bless. Wow. Ich habe echt das Schlusswort, ne? Ja. Was ich nur loswerden will, ist, ja, cool, dass das so geklappt hat. Ich habe vor dem Plankenschnack tatsächlich gedacht, dass mehr Gegenwind kommt, weil ich eine polarisierende Persönlichkeit bin, von das ich weiß. Cool, dass es trotzdem alles funktioniert hat, dass es fast überhaupt keinen Gegenwind gab irgendwie. Ich habe davor ein paar Sachen auf Twitter gelesen, wo ich dachte, okay, das wird interessant. Aber cool, schön, dass das alles so funktioniert hat. Find's nice. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie ich immer zu sagen pflege, hier zu sein. Gerne wieder. Ansonsten, ja, ich hoffe, also danke, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, alle haben eine schöne Nacht. Ich werde jetzt noch ein bisschen E3 gucken, was auch immer davon übrig ist. Warte kurz. Hier, nimm dir ein Stück und wein leise, bitte. Gib mir die Rolle, bitte. Hier, nimm sie. Oh Mann. Aber ihr kennt das. Wir winken am Ende nochmal an die Kamera und sagen Tschüss zu allen, damit Doggy einen Screenshot machen kann und das schön bei Twitter postet. Tschüss! Tschüss! Auf Wiedersehen! Oh Gott, das Bild ist aus!